Bruder muss ja Geht es spielen schon mit dem los? weißen Stein. Ja, ich habe die Partie. Ja, ja, Erstes ja. E4 steht auf dem Brett. Das vierte Sub-Battle, liebe Freunde, ist eröffnet. Viel Spaß. Viel Wir haben Spaß. Spaß. Wir haben Spaß. Russisch. Wir haben Spaß. Oh, ich sehe schon. Stafford. Kommt Stafford? Kugelbuch-Style? Nein. Nein. Oh Symmetrievariante Gott, nein. Hier. Das ist gar nicht mal so gut, weil der Springer hier in die Festung geraten könnte auf der E-Linie. Stattdessen, Bruder muss, zieht den Läufer raus. Auch nicht schlecht. Greift den Springer an. Gegenangriff gegen den schwarzen Springer. Das öffnet aber auch Diagonalen. Hätte man vielleicht nach ausnutzen können. Springer C5. Der Springer war angegriffen. Zieht weg. Das war gut von Schwarz. Aber der König ist natürlich hier schon ein bisschen geöffnet. Dame 2 Schach. Erstmal ein Schach gegeben. Dame 7. Damentausch. Gute Antwort. Spielen sehr schnell die beiden, ne? Bisschen zu schnell, also beide Seiten hatten Ja. schon Chancen, oder vor Oh allem Gott, oh Weiß Gott. hatte Chancen. Aber der. Schwarz König an die frische Luft, ne? Denkt Endspiel, klar, König kann in die Mitte, wieso nicht? Ja, mit dem Läuferschlagen wäre ein bisschen natürlicher gewesen, aber auch so ist hier nichts passiert. Der König findet ein Feld auf F7. Der D3 könnte geschlagen werden, der Läufer, denke ich, um die weiße Bauernstruktur zu schwächen. Und das Läuferpaar sich zu Naja. sichern. Läufer E6, Ich guter denke Zug, aber auch. deckt den angegriffenen Bauern. Danke, Schachprofi Nott und Huibu 99. Kuss. Schachprüfer Nord, der kommt mir bekannt vor. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich glaube, der ist auch bei dir immer am Start, Genau, oder? der ist auch bei mir Sub. So weit, so gut. Also ausgeglichenes Material. Beide Spieler nehmen sich hier ein bisschen mehr Zeit jetzt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sagen das immer wieder in den Streams. Schach ist ein schwieriges Spiel und man braucht einfach Zeit zum Nachdenken und die sollte man sich hier auch nehmen. Und das tut jetzt auch Bruder muss Yassi. Und ich denke irgendwie mal an Gassi, wenn ich das höre. Vielleicht sage ich es auch falsch. Beide Seiten attackieren jetzt mit dem Springer an gegnerischen Bauern. Könnte weiß, schwarz könnte auf B4 schlagen, der C7 hängt auch. Man kann auch, naja, man hätte auch den C7 decken können, aber geht Mit mit dem Top Z. König von der E-Linie weg. Er hat die Drohung Jetzt. nicht hier wahrgenommen. Das ist auch Ja. immer ein wesentlicher Punkt, einfach zu schauen, was droht mein Gegner, was ist jetzt der nächste Zug, den mein Gegner spielen würde, wenn er dran ist. Und auch hier, ja, schaut Schwarz eher auf seine eigenen Züge. Natürlich, man ist irgendwie mit seinen eigenen Plänen beschäftigt, aber es geht auch darum, immer zu schauen, was der andere macht, weil es ist nun mal ein Spiel mit zwei Parteien. Und jetzt Springer schlägt C7 wäre bereits eine unangenehme Gabel gegen Turm und Läufer und würde hier Material kosten von Weiß. Und Weiß spielt erstmal Läufer C3, was jetzt nicht unbedingt nötig war, weil der Bau auf D2 war auch gedeckt. Genau, für alle, die später dazukommen, der Big Greek ist ein bisschen unscharf, aber man kann ihn auf jeden Fall sehen. Vielleicht oder hoffentlich wird das besser noch im Laufe des Abends. Gibt leider heute leichte Internetprobleme bei der Auf Big Greek. meiner Seite. So, Schwarz hat einen Bauern mehr. Weiß attackiert den B7. Ja, beide achten nicht so sehr auf die Drohung des Gegners. B7 hängt, mal gucken, ob Weiß das jetzt sieht. Gerade hat er den C7 verschmäht. Ja. Was ich auch überraschend fand, weil der Springer war ja nach B5 gezogen, für mich Ja, zumindest mit ja, dieser ja. Intention. OAZ spielt relativ schnell. Und Bruder Musiaki lässt sich hier, ja, ist ein bisschen behutsamer bei der Sache. Turm schlägt B7, ein guter Zug jetzt. Der Bau auf Ja. C7 wird auch bedroht, der Turm ist aktiv. Jetzt wird der Läufer auf D3 geschlagen. Bauer schlägt zurück. Aber ich finde, wir müssen uns natürlich auch hier im Kopf rufen, das ist jetzt das Level 800 bis 1000. Ja, Bisher eine ja, ja. wirklich sehr gute Partie von den beiden Spielern. Vielen Dank, Kaiser Dede und Enrico Fromm. So, hier, na, es entstehen Taktiken hier, weil schon, ja. Beide Seiten haben Probleme, die Drohungen richtig zu lokalisieren und einzuordnen bisher. Ja, Turm Ja, schlägt das ist hart C7. jetzt. Vor allem Das ist hart, das OHZ ist hart. scheint nicht auf seinen, auf die gegnerischen Möglichkeiten zu achten und auch Ja, wiederum ja, jetzt ja. nicht. Der Springer, den musste Ja. man nicht geben. Man hätte, na gut, das war wahrscheinlich so oder so schon ungünstig. Springer E7 läuft auch und Springer schlägt D5 rein. Und das ist eben kein Grundreinmat, weil der Springer noch den Turm schlagen kann. Aber Ja. jetzt muss Weiß aufpassen. Jetzt muss Weiß aufpassen. Aber. Es ist alles drin, weil auf diesem Niveau passieren viele Fehler und
Ich gehe stark davon aus, dass Weiß hier noch ein, zwei Fehler einbauen wird. Es droht natürlich das hier. Oh, Schadgut, gut, Weiß gesehen. Sehr gut. Deckt den Springer. Ja, aber ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen Sorge. Ich habe trotzdem ein bisschen Sorge um den Jetzt. König, die Grundreihe. In Wobei dieser für den Stellung. Moment alles ist gedeckt. Läufer D7, Ja, okay. greift den Turmmann. Der Gegner wird Ja. das sehen natürlich, weil es ist zu simpel. Der ist zu nah dran, der Läufer, wenn er von Wenn er von A4 weiter weg angreifen gucken würde. würde. Ja, genau. Aber das ist zu nah dran. Danke, Markus Esters, zweiter Monat. Turm C7, guter Zug, greift den Läufer an, greift den Bauern an. Bisher wirklich von Bruder Musjaki oder Bruder Musjassi, ich weiß es einfach nicht, wie man es ausspricht. Wieder muss Gassi oder was? Eine wirklich, wie sagt man, überlegte Partie, die er bisher spielt. Nutzt seine Zeit, hat zwar eine Minute weniger auf der Uhr, aber dafür eine Gewinnstellung. Springer steht D5, weiteres Material wird eingesammelt, Springer E7 droht. Ja, es ist schwierig, jetzt hier Hoffnung auszustrahlen. Schwarz muss hier weiteren Materialverlust vermeiden mit Springer E7, wie Niklas meinte. Oh. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Der ist einfach gedeckt. Ja, der ist Und gedeckt und dann Weiß ist ist gedeckt. eine weitere Figur weg. Und das Hauptproblem für Schwarz ist nicht, dass er hier zwei Figuren weniger hat, sondern das Hauptproblem ist, dass er nur noch einen Turm hat. Und wenn Weiß jetzt diesen Turm abtauscht irgendwie, dann gibt es eigentlich wirklich sehr, sehr geringe Chancen noch für den Uibu, Nachziehenden. danke dir für den Sub, mein Lieber. Also submäßig läuft das sensationell gut die letzten 20 Minuten. Ich hoffe auch punktemäßig gleich. Weiß hat natürlich eine totale Übermacht hier, Ja, zwei der Springer, aber König. die Springer, die haben sich da ein bisschen jetzt verfahren. Also so richtig geht es da auch nicht weiter. Meine größte Hoffnung ist ja, dass es irgendwie Schwarz schafft, den Turm auf dem Brett zu behalten und Ja. dann Weiß irgendwann in Zeitnot kommt halt. Ne? Ja. Der Turm hängt. Bitte nicht den Turm einstellen Nein, jetzt. das wird er sehen. Auch hier, der König greift den Turm direkt an. Man könnte jetzt den Bauern auf A2 schlagen, Ja, wenn man zwei es Schlagen möchte. ist logisch. Nein. Turm Ach, ja. D6 ist nicht gut. Nein, Ja, das jetzt bin ist. ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist sogar. Danke, Huibu, mein Lieber. Danke. Zex fragt, hätte er mit Turm C1 den Turmtausch nicht forcieren können? Ja, Turm C8 war vorhin eine Möglichkeit. Ich denke, was meinst du? Es hätte zwar eine Figur gekostet an dieser Stelle, statt Springer C5, aber das hätte Turm vom Brett genommen, wäre auch möglich gewesen. Turm C6 verfolgt einen ähnlichen Plan, ist aber so ein bisschen wackelig die Angelegenheit und der Turm muss ja auch nicht getauscht werden. Auch hier kann Schwarz jetzt eine Figur zurückgewinnen, aber dann ist der Turm vom Brett. Das sollte Schwarz eigentlich nicht machen. Ja, Weiß steht glatt auf Gewinn, aber Er tauscht die okay. Türme. Oh, das. Das ist natürlich auch nicht der richtige Tausch. Ja, man hätte Weiß ja den nimmt den Bauern auf A7 A7 nicht. nehmen können. Also Ja, es bleibt er hätte den spannend. A7. Wenn er Es den bleibt Bauern. spannend. Aber er gibt den Jetzt, jetzt Bauern aber, ab. jetzt aber. Ja, das ist. Okay, vielleicht noch ein Patt. Man weiß es nicht. Danke, Micha. 1077. Das sieht nach dem ersten Sieg aus für Team Huschi. Ja, und wir sehen hier im Prinzip in Aktion mehr oder weniger, was ich gerne mal erwähne, nämlich wenn man Material mehr hat, dass man dann mehr und mehr Figuren abtauscht, damit genau dieses Szenario, wie wir es hier sehen, dann eintritt. Denn je weniger Figuren auf dem Brett, desto mehr macht sich das. Puh, der Springer ist gefangen, aber der Bauer kann einfach Ja, der weiterlaufen. Bauer rennt ja. Desto mehr macht sich das Mehrmaterial bemerkbar. Er läuft zurück, sehr geil. Er läuft Und zurück, den Bauern auf das zwei. ist auch richtig so, aber was macht er denn Was macht jetzt? er denn da? Ja, Ja, also das jetzt ist. hätte er wirklich weiter zum Bauer laufen können, weil jetzt weiß, holt sich einfach eine neue Dame. Und das ist natürlich jetzt. Also solange die Dame nicht irgendwie einzügig einstellt, dürfte er es gewinnen. Dame 6 Schach, gut, Dame nicht gegeben. 2 Minuten nach wie vor auf der Uhr, alles entspannt. Kein Grund zur Eile. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. G3. Und das Patt ist natürlich zwar möglich, aber bei den vielen schwarzen Bauern nach wie vor nicht unbedingt wahrscheinlich. König G4, der König, ihm gehen langsam die Felder aus, jetzt muss er nach H3. Komm, Patt ist drin. Patt Patt ist drin. ist Patt kaum ist drin, drin. Dame immer. schlägt H5, genau. Noch einen Bauern einstecken hier. Einfach alle Bauern wegnehmen. Und Bloß nicht aufgeben. dann noch eine Dame holen, vielleicht. Oder auch nicht.
und Matt setzen. Das ist der Plan. Danach können Sie schon mal bereit machen, Hannibal Kay und Siruman. Hannibal Kay mit Weiß. Ihr könnt euch ja schon mal innerlich vorbereiten und den anderen herausfordern, sodass Genau. wir einen nahtlosen Übergang haben. Einen nahtlosen Übergang. Und das ist die Aufgabe. Der erste Ja. Punkt für Bruder Musiaki, der wirklich eine gute Partie gespielt hat, als Underdog hier reingegangen ist mit 821 und sich Krass, den ne? Sieg holt. Ja. 170 Punkte Unterschied. Der Ja. Fall 150. Schade. So, Hannibal Kane, ihr könnt im Prinzip loslegen, wenn du bereit bist. Dann, Moment, Moment, ich muss kurz auf deinen Account. Ja, ich muss das auch noch kurz hier sehen, wen wir jetzt haben. Siruman. Ja. Siruman. Siruman hört sich an wie Saruman. Saruman hieß er, ne? Von Ja. Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe. Ja. Saruman, ne? Ja, der Ja. Bösewicht. Ja. Der Bösewicht? Ja, kann gut sein. Saruman? Ja, klar. Natürlich. Also ist dieser Zauberer, Ja, ich glaube, das war der böse Zauberer. Ja, genau. Ich sehe, die sind beide mega bewandert in Herr der Ringe. okay, ich glaube, jetzt gibt es erst einen richtigen Shitstorm. Prost. So, Partie Damen-Gambit. läuft. Ja, Damen-Gambit, los, los. abgelehntes. Ich bedanke mich bei Jotze für 5 Gifted Subs, mein Lieber. Das ist Hauptvariante. E3, okay, kann man machen. Ja, na gut, Läufer G5 war ein bisschen ungewöhnlich. Sie können jetzt überleiten mit Springer F3. Ja. Soweit. Aber gut, ich bin zufrieden, solange goldene Öffnungsregeln hier vernünftig. Genau. Erstmal die goldenen Öffnungsregeln befolgen. Das ist immer oder fast immer der richtige Weg am Anfang der Partie, um vernünftig zu starten, damit man dann fürs Mittelspiel gewappnet ist. Springer F3 jetzt, weitere Figur entwickelt. Wunderbar. Ja, bereitet so langsam die Rochade vor, die kurze, Läufer muss raus. So ganz typisch Damengambit, erst den schwarzfeldigen Läufer raus, vor die Bauernkette und dann den weißfeldigen Läufer raus. Und an alle meine Spieler, die noch zuhören, die noch spielen, lasst euch ruhig Zeit, ne? Spielt nicht zu schnell, Genau. insbesondere wenn ihr mit 5 plus 3 spielt, ne? Das ist nicht wenig Zeit. Nutzt die Zeit. Genau. Läufer B4 ist jetzt der erste ungewöhnliche Zug von Siruman. Zieht eine Figur ein zweites Mal in der Öffnung, während andere Figuren noch gar nicht gezogen haben. Von daher, da wäre es besser gewesen, eine andere Figur zu ziehen oder die Entwicklung vorzubereiten, beispielsweise mit B6 und Läufer B7. Und Läufer B4 fesselt zwar den Springer auf C3, aber ermöglicht auch die Fesselung des Springers auf F6. Und der Läufer stand eigentlich gut auf E7. Kein Grund, den nochmal zu ziehen. Danke, Merlinflocke. Greift den Läufer an. Der kann auf F6 schlagen, der kann aber auch nach H4 zurück. Ist überhaupt kein Problem, um die Fesselung aufrechtzuerhalten. Kann man beides machen. Genau, Läufer A4 wäre definitiv, denke ich, der bessere Zug hier, nicht den Läufer abzugeben. Denn es gibt keinen Grund, auf F6 zu schlagen. Weiß kann diesen Bauern auf D5 noch nicht gewinnen, weil der Springer auf C3 nach vor gefesselt ist. Wow, jetzt wird er aber aggressiv. Hannibal Kane macht seinem Namen alle Ehre. Und Der Gegner nimmt Sie. ja die Über Das Geile ist, der Gegner überlegt überhaupt nicht, ob er den nehmen kann. Ja, da, Direkt Springer also, C6. genau, ob man den jetzt nimmt oder nicht, das ist zwei Paar Schuhe, aber man muss doch zumindest darüber nachdenken, oder? Das ist total geil. Eine H4, Springer C6. Völlig egal. Als wäre es das Normalste der Welt. Total Also, geil. die Idee ist hier, wenn Schwarz schlägt, Weiß schlägt zurück, öffnet die H-Linie Ja. und erhofft sich Angriffsmöglichkeiten gegen den schwarzen König. Ja, ich finde es interessant, wie Weiß das spielt. Also. Wieso nicht? Wieso nicht? Opfert eure Figuren. Danke, Merlinflocke. Danke, habe ich schon gesagt. Ne? Was ist jetzt mal der Wetteinsatz? Haben wir schon gehabt. Der Verlierer Spielt einen muss Simultan gegen 20 Subs des anderen. anderen. In dessen Stream. Nee, im eigenen Stream irgendwann. Im eigenen Stream. Genau, und Finn Josef Stritzelberger fragt, was hat es mit dem Bonus auf sich? Ja, Finn Josef, das ist einfach eine extra Partie, die wir auch reingenommen haben, weil wir hatten da aus dieser Rating, aus diesem Spielstärkebereich hatten wir noch mehr Spieler und wir hatten 15 Partien, da dachten wir, komm, wir machen es gerade und haben dann noch eine dazu genommen. Jetzt schlägt der Läufer, hat es sich genau überlegt. Ist Ja. natürlich gefährlich, aber ich glaube, der weiße Angriff sollte nicht so stark werden, weil die Dame nicht so leicht auf die H-Linie kommen kann. Ich frage mich auch, wie er diesen Angriff verstärken will. Normalerweise müsste jetzt der Läufer auf D3 stehen. Ja, und dann könnte man irgendwie, ja, weiß nicht, den Springer Ja, wegziehen, aber. oder so. Vielleicht nimmt er jetzt auf G5 raus. Wer weiß. Chat, nagelt mich nicht fest.
Chat. Es könnte explosiv werden. Mehr sage ich nicht. Genau. Vielleicht nimmt er hier raus, Chat, dann nehmen wir hier raus, dann nimmt die Dame und dann ist es schon hier, ne? Chakimati. Schachmatt. Ja, aber er muss natürlich nicht nehmen. Er ist nicht gezwungen, schwarz. Aber es ist nicht so leicht. Es ist Es nicht ist so nicht so leicht. leicht. Also praktische Chancen auf jeden Fall F6. Ja, Gut dazu. G6 hätte mir besser gefallen, um dann Ja. König G7 und Turm H8 zu spielen. Aber F6 ist, denke ich, auch okay. Ja. Ein bisschen Angst hat man vor G6, aber dieser Bauer, der muss da nicht unbedingt bleiben. Er muss irgendwie den Springer auf E4 loswerden. Ah, okay, G6 weiß ich nicht. Der Springer auf E4 muss weg, aus weißer Sicht, damit die Dame nach H7 schauen kann. Jetzt steht da mal durch der Bauer auf G6 auch im Wege. Ja, Läufer D3 oder Ah. Springer D2 vielleicht eben. Ja, Springer D2 hätte ich wahrscheinlich gemacht. Der Bauer auf G6 blockt eigentlich nur die eigene Dame. Es gibt natürlich hier ein bestimmtes Mattmotiv, aber dafür gehört die Dame halt auf die H-Linie. Ja, und da kommt es jetzt nicht so schnell hin. Springer E7 ein guter Zug, um diesen Keil im schwarzen Fleische rauszuziehen, den Bauern zu schlagen. Guter Zug hier von Siruma, und Springer H4 deckt den Bauern auch gut gedacht. Der Bauer muss auf dem Brett verbleiben, weil sonst hat Weiß einfach gar nichts. Ja, F3 ist eine Idee. Das Problem ist Springer G3 natürlich. Also ich würde sagen, Schwarz steht hier klar besser, aber die Stellung ist irgendwie chaotisch. Da kann noch viel passieren. Und ich sehe hier gerade, du warst heute bei Sport Insight und Michael Möste sagt, super sympathisch im Schachbeitrag von der ARD. Erzähl mal, was hast du da, worum ging's? Um Schach Heute kam wahrscheinlich. eine 10-minütige Doku raus von WDR Sports Insight. Das ist ein WDR-Format, ne? Sportformat, wo Randsportarten zu Wort kommen. Und dafür haben die 1,5 Monate recherchiert, kann man sagen. Und Echt? da komme Wow. ich, ja, da komme ich 2 Monate vielleicht sogar. Und da kam heute der YouTube-Beitrag raus auf Sportschau und dem Sportschau-Kanal, also dem YouTube-Kanal der Sportschau. Mit Sven Noppes, Vincent Kaimer, mit mir als Hauptsächlich, also neben Kaimer war ich sehr prominent besetzt in dem Beitrag. Sehr, sehr gut. Und on top darauf kommt Sonntag in der Sportschau der Beitrag nochmal. Nochmal 10 Minuten in der Sportschau. Das ist natürlich richtig geil. Geil. Ja, Glückwunsch, mein Lieber. Danke. Du Richtig bist auch zu nice. sehen. Du bist auch zu sehen. Eine Sekunde. Ah, okay, ja, das freut mich. Und zwar. Rate mal, wieso du zu sehen bist. Vielleicht kommst du drauf. Das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig jetzt. Also entweder, nee, als ich mich matt setzen lasse auf D1, nee. Oh, nee. Nee. Naja, diese Blindpartie, weißt du? Oder als es um die Jarak-Eröffnung ging. Was für eine Eröffnung? Jarak? Nein, 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 nein. 2018, sage ich. Weltmeisterschaft. Davor, Berlin. Ach so, weil wir da zusammen ein Interview gemacht haben. Nicht wir. Berlin. Berlin, Berlin. Was war in Berlin? Was war in Berlin? Das hat mit mir gar nichts zu tun gehabt, der Auftritt von dir. Ah, das Kandidatenturnier. Genau, Kandidatenturnier, du mit Ilja am Ja. Kommentieren. Und da ist aus irgendeinem Grund für eine Sekunde seid ihr zu sehen. Wir kommentieren. Okay, cool. Orca Chess sagt, hab dich reingeschnitten. Orca Chess, wie hattest du damit was zu tun? Ich bin jetzt Ja, verwirrt. viel Material war von Grenke Chess natürlich, von Orca Ah, Chess. okay, cool. Bundesliga zum Beispiel auch und Grenke natürlich, klar. Ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen geschwafelt und in der Zwischenzeit hat sich die Stellung doch sehr zugunsten von Weiß verändert. Er hat den Bauern auf G6 gehalten und zieht jetzt die Dame Richtung König. Und ich glaube, da gibt es schon gar nicht. Ja, Turm E8 ist der richtige Ansatz, irgendwie jetzt den König zu evakuieren, aber ich finde, es sieht sehr, sehr gefährlich aus mittlerweile. Wow, Hannibal Kane spielt jetzt groß auf, Leute. Greift auf der H-Linie an. Er wird. Matt. Das ist schon matt. Wir sehen das. Das ist. Oh Oh, er nee, spielt das ist C5 natürlich. zuerst, aber das ist zuerst. Er muss Zuerst erst die C5, Schachs ey. geben. Erst die Das Schachs, gibt's damit doch der nicht. König. Oh, E5 Es hilft ist aber immer noch nicht. matt. Es König ist immer noch E7. matt. König E7 wäre der Weg gewesen. König E7 und dann hätte man mit Ja, dem Turm verteidigen können. ja. Aber Jetzt ist es immer noch jetzt, matt. ja, es ist immer noch matt. Okay, es gibt nur einen Zug. Worauf wartest du? Auf geht's. Ich weiß es auch Siruma. nicht.
Es gibt nur einen Zug weiß. Ja, was Beschwöre soll? die dunklen Kräfte. Du kannst es noch schaffen. Auch hier Das gibt es ist Hack eigentlich im nur Nächsten, eins. egal was Weiß-Schwarz macht. Ich hoffe, er sieht es. Ich hoffe, er sieht es, Chat. Ich hoffe, er sieht es. Nein, komm, beschwöre ihn. Siroman. Nein, da ist es. Alter, Bombenpartie von Hannibal Kane, ey. Was für ein geiler Angriff, der sich durchsetzt. Hammer! Ja, das hat funktioniert. Dieses Das Opfer, hat irgendwo funktioniert. ist es da schwarz entglitten. Ich würde mal sagen, F6, G6, Springer 7, Springer H4. Springer G5 war, glaube ich, nicht der richtige Weg. Vielleicht an dieser Stelle Dame E8 könnte ich mir vorstellen. Und dann. Ja, statt Springer E7 meinst du, statt Springer G5, ne? Ja, Dame E8 oder F5, Dame sagt der ja. Computer auch. Aber das ist in der Blitzpartie vor allem nicht so leicht zu spielen. Ja. Und insofern gute praktische Entscheidung von Hannibal Kane, einfach mal den Läufer anzubieten mit H4. Sehr modern, wie ich finde, oder? Sehr Ja, modern geschafft. absolut. Also dieses H4 mit Läufer G5 und König in der Mitte lassen ist natürlich eine sehr moderne Idee. In einer sehr interessanten Version aus Österreich von Hannibal Kane und mit ein bisschen guten Willen des Gegners durchgesetzt. Sehr schön. Und das ist der Ausgleich 1-1. 1 zu 1. Es geht weiter mit der Partie Comet on Fire von Team Huschi gegen Toasty LPS. Bitte ja, fordert euch heraus und bitte mutet den Stream, also schaltet ihn noch Ja. stumm. Die Partie ist schon aufgesetzt und kann jetzt Ey. starten. Hallo. Oh nee, Perfekt. Quatsch. So Nee, muss die es ist noch sein. nicht. Doch, die läuft. E4 steht auf dem Brett. So, du hast ja eine andere Partie da. Okay. Ja. Come to fire. E4, E5. Come Bin to, gespannt. nee, Komet, Komet, irgendwie Komet, aber ich weiß nicht, wie man es auf Englisch sagt. Come to and fire. Cometo Fire oder was? Die spielen da richtig Theorie hier, Spanisch, Hauptvariante. Ach, du meinst, es heißt Come Ton Fire? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie sowas, oder? Nee, das ist Komet. Das ist Komet auf Englisch. Ja, und dann? Comet on Fire, sorry. Ja, Ja. ja. Natürlich. Komm. Cool. Comet on Fire. Okay, A4, so, was? wir Ja. haben hier richtig gute Ja. Öffnungen, auf jeden Fall Spanisch. Was ist das hier? Springer C3 ist ein bisschen ungewöhnlich, aber kann man sicherlich auch machen. So, Springer Was D5, passiert? genau, nach vorne. Den Bauern könnte man nehmen, aber Weiß würde ihn wahrscheinlich zurückgekriegen. Toasty denkt gar nicht groß drüber nach, macht kurz Rochade, D6, gut jetzt. Also Standardzüge, ne? Genau, Standardzüge D3, Ja, alles jetzt gedeckt, wunderbar. ist zu Läufer spät. G4, ah, guter Zug, Läufer Ja, G4. ja. Okay, 4 ist gut. Etwas schnell für meinen Geschmack. Also er hat noch gar nicht überlegt. 5 Minuten nachdem immer noch auf der Uhr. Also man Ja, kann sich Zeit nehmen, Leute. Nee, man kann spielt sich nicht Zeit zu nehmen, schnell. aber gut, Spielt solange er nicht zu gute schnell. Züge macht, kann man auch nichts kritisieren hier. Bei Unentschieden haben wir noch nicht gesagt, was. Bis jetzt gab es kein Unentschieden in diesem Battle. Müssen wir uns dann spontan entscheiden. Ultra Bullet dann, ne? Match bis 10. So, Sprengstelle E7 kann man machen. Muss man aber auch Ultra nicht. Bullet, hast du gesagt? Ja, Bullet können wir spielen, aber Ultra Ja, nee, Bullet. ich hab nicht so eine feine Maus wie du. Habe ich keine Chance. Meine SteelSeries Rival 600 kommt nichts ran. Ja, allein bei dem Namen, da läuft mir schon der Angstschweiß runter. So. Hannibal, ich war gar nicht aufgeregt, weil in dem Moment haben Niklas und ich über den Sport Inside-Beitrag uns unterhalten und gar nicht auf deine Partie geachtet, so richtig. Ja, das war vielleicht gut. Läufer G5 Aber. verfolgt auch die Idee, aber erlaubt Springer D4. Das ist so ein ganz typisches Motiv. Wobei, vermutlich will er G4 machen nach Springer D4, könnte ich mir vorstellen. Okay, H6 greift den Läufer an. Er Läufer geht E3 zurück, ist gut, okay. ja. Überdeckt Ja, aber jetzt D4. er hätte nehmen können und Läufer D5 vielleicht. Wobei Oh. Springer D4, ne? Ah, das ist eine interessante Variante hier. Schlagen für 6, Dame schlägt, Läufer D5, aber Springer D4. Ja, Dann, Springer ja, D4. Springer D4 wäre, glaube ich, ziemlich giftig gewesen dann. Ja. Aber Okay, ist interessant. man hätte erst noch G4 einschalten können, dann Läufer Ja, D5. ja, ja, ja. Das hätten wir vielleicht gemacht. Okay, gut. Da war einiges drin, aber Läufer E3 auch ein vernünftiger Zug. Springer D8, interessante Umgruppierung jetzt hier von Toasty LPS. Hammerzug. Hammerzug. Alter Lachs, Also, ich ey. finde sowieso bisher die Partien sehr hohe Qualität. Sehr hohe Ja, Qualität. ja.
C4 bin ich mit zufrieden. Sperrt den Läufer aus auf Ja, B3. da Bewusst. freut sich der Läufer nicht drüber. Auf B3, Ja, vielleicht besser nicht. C3. Nicht en passant nehmen, jetzt hier. En passant. Einfach stehen lassen den Läufer auf B3, die Krücke. Am besten noch abschließen mit C5 und der erblickt nie wieder das Licht der Welt oder so. So ungefähr, ja. C4, weiß ich nicht genau, was die Intention dahinter ist. Ja, diese Festung ist nach wie vor lästig. G4 könnte man spielen, aber schwächt auch den weißen König. Und wenn man die Dame zieht, dann kann Schwarz immer den Springer auf F3 schlagen und den Schutz vor dem weißen König zerstören. Er spielt A5, kann man machen, aber Ist okay. genau, macht jetzt auch nicht so viel. So. Den Zuschauerraum können die sowieso nicht lesen, ne? Nee, Auf den können YouTube sie zumindest. nicht lesen, genau. Sonst würde er auch nicht Zuschauerraum heißen. Ja, okay. Also aus weißer Sicht, ich bin mir nicht sicher, hier C5 vielleicht? Irgendwie würde ich gerne G3, König G2, Dame D2 spielen. Okay, zum Zieren ist es langsam, wenn Schwarz jetzt C5 macht. Macht er aber Ja, nicht, okay. Springer E6 auch vollkommen vernünftig. Ja. Vernünftige Züge von Schwarz, muss ich sagen. Also Auf jeden sehr Fall. vernünftig. Auf jeden Fall. Sehr zufrieden mit meinem Mann bisher. Toast die LPS. Langspielplatte hier. Ja, es ist schwierig zu spielen. Also vor allem für Weiß, wegen dieser Festung, es ist kein offensichtlicher Plan erkennbar. Man kann natürlich G4 spielen, aber wie gesagt, dann sind fast alle weißen Bauern auf Weiß, viele schwache schwarze Felder. Und insofern, das überlegt man sich zweimal. Aber auf der anderen Seite, was macht man sonst? Dame E2, Läufer D1, ist auch sehr langsam irgendwie. Könnte man auch Das überlegen. überlegen wir uns, aber dass solche etwas längerfristigen Umgruppierungen sind sehr schwierig immer auf diesem Niveau, habe ich Ja, festgestellt. ja. Weil es natürlich, ja. Also G3 König G2 ist so ein ungewöhnliches Umgruppierungsding, aber das gibt es in verschiedenen Eröffnungen. D4, das ist sehr konkret, aber ich bin mir nicht sicher, ob das geht, weil hier hängt was vielleicht auch. Ja, das ist, glaube ich, kein guter Zug. Nee, da hängt was. Da hängt was. Wenn er sich jetzt traut. Ja. Ja, den E4 könnte man auch, der hängt auch, ja, aber Ja, ich glaube, aber. einfach auf F3 zu schlagen oder erst auf D4 wäre noch deutlich unangenehmer Ja, gewesen. ja, ja. Also D4 zu schlagen zum Beispiel wäre etwas genauer. Gut, er gewinnt einen Bauern. Den kann, weiß ich, aber wiederholen, wenn ich das richtig rechne. Mit D schlägt E5 und G4 meinst du, ja? Er macht es aber nicht, er D5 zieht vorbei, ist das nicht ist nicht gut. gut, das ist nicht gut. Also gut für Ah, dich, ja, gut für ja, dich, für, ja. für dein Team, ja. Aber Niklas, ich habe mir heute vorgenommen, nicht zu sehr aufregen, ruhig bleiben, Ja, letztendlich können wir sowieso nichts machen. an meinen Puls denken. Ja, genau. Oh, was ist das denn? An deinen Pulsdeck. Oh! Da geht Er hat der es Puls aber nach gesehen, oben. Ja, ey. das ist die Toasty Gala, hat es das ist die gesehen, da hängt die Festung. Dame. Da hängt die Er hat es Dame und gesehen. das ist einfach eine ganze Dame jetzt gegen die Figur. Be formless, danke. Ja. Ja, bis jetzt Das. halte ich mich auch zurück, weil ich war heute mal wieder laufen, Niklas, nach 2 Wochen mal wieder. Schön. Ich bin eh ein bisschen müde, deswegen. Meine Beine, ey. Ja, das merkt man, wenn man länger nicht war, ne? Ja, ich hatte so ein bisschen Rückenprobleme, da konnte ich nicht so laufen. Jetzt ging es wieder und jetzt habe ich mich aufgerafft. Gut, sehr gut. Du machst ja wahrscheinlich regelmäßig Sport, oder? Ja, ich habe gerade einen enormen Muskelkater. Machst du Fitness-Training? Ja, gestern Morgen war ich mit einem Kumpel an so Stangen und so, haben wir was gemacht und scheinbar, ja, wurden da auch gewisse Muskeln länger nicht beansprucht bei mir. Sonst würden sie sich jetzt nicht so melden oder es war ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja, Okay, es ist noch schwierig. nichts entschieden hier. Schwarz hat natürlich tierisch viel Ja, Materialvorteil. und 2 Minuten 40 mehr auf der Uhr, also es würde mich schon wundern. Toast die Mich würde es auch LPS. wundern, aber wir haben schon hier viele Pferde, du weißt ja, ne? Wir haben viele Pferde vorbeireiten sehen, oder was meinst du? Kotzen, sagt man doch. Ach Viele Pferde so, kotzen. ich dachte, du meintest gehen Horizont reiten sehen. Ja. Aber dieses Pferd wird nicht mehr kotzen, denn Toast die LPS gewinnt. Commit on Fire gibt Ach auf. so, doch Hier gegeben, okay. mit dem Dameneinsteher auch hier. Ja, okay, hier wäre es sowieso schon sehr schwierig, weil der König wird aufgerissen, Schwarz hat einen Bauern mehr und der König ist schwach
und so weiter und so fort. Aber der entscheidende Fehler, Springer schlägt G5. Ja, gute Partie von Toasty LPS. Auch hier gewinnt der leichte Underdog. Damit geht das Team von The Big Greek in Führung. Es steht 2 zu 1 und es geht weiter mit klarer Fall gegen Sepp D2000. Auf geht's. Kategorie 1400 bis 1600. Nee, Quatsch. Doch. 1400 bis 1600. Und ich Aber würde mal Sepp hat sich sagen, verbessert. ja, Sepp Ja, hat. der spielt aber viel. Der spielt viel. Vor 2 Tagen hat er noch unter 1600 gehabt und der spielt aber viel Schach. Also viel größer könnte der Unterschied nicht sein, möchte ich mal sagen. Das Erstaunlich. ist ein Komisch. klarer Fall hier. Okay, der war Mal zu das Wort hier offensichtlich. raus, genau. Ja, So, der wir war zu haben, was offensichtlich. ist das? Halbslawisch. Ja. Läufer E7 ist ungewöhnlich, der geht normalerweise nach D6, bisschen aktiver. Man nimmt auf C4, hat Schwarz nicht Genau. gemacht, aber es ist egal, beide entwickeln ihre Figuren. Das ist das Alles gut. Wichtigste. Nee, König in Sicherheit. Wie Auf nee? beiden Seiten. Bitte? Du hast gerade meinst gerade nee, oder was hast du gesagt? Nee, doch, 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 doch. Achso, okay. Habe ich dich falsch verstanden? Genau, König in Sicherheit, Figuren entwickelt. Guter Start. Man kann auf C4 schlagen, dann B5 spielen, dann kann der Läufer auch nach B7 gehen. Oh. G6 ist nicht nötig. Also zum einen war der Bau auf H7 gedeckt, zum anderen wäre es harmonischer, den mit H6 vorzuziehen, würde ich mal behaupten. Das hat jetzt der schwarzen Stellung nicht geholfen, weil es doch hier gewisse Felderschwächen gibt um den schwarzen König. Danke, Poppy. Was ist das? 199, 806 für den Prime. Das ist ein langer Zahlenkolonne hinter dem Namen. Danke dir. Hier hängt jetzt der C4. Weiß muss aufpassen. Entweder B3 oder C5 oder C schlicht D5. Ich denke, ist alles gut. C5 vielleicht sogar, weil man Zeit gewinnt und dann Ja. eventuell mit E4 hinterher im Zentrum hat Raumvorteil. Er macht sogar. Ich hoffe, er hört nicht zu. Selbstverständlich, alle, die hier spielen, das ist natürlich der Ehrenkodex, ist ja vollkommen klar, dass man sich da mutet. Springer C4 auf nach vorne. Aber das ist gefährlich, weil Könnte gefährlich B3. sein, aber der Springer sollte nicht verloren gehen hier. Ja, B3 Springer A5 geht noch gerade eben. Aber der Springer steht auf A5 natürlich nicht so gut. E4 ist die andere Variante, die in Frage kommt, um im Zentrum natürlich die Kontrolle zu übernehmen. Das ist ganz normal in dieser Struktur mit Weiß, dass man E4 irgendwann spielt und mehr Raum hat. Vor allen Dingen Ja. Schwarz krankt am Läufer C8. Der ist nicht draußen, dieser weißfällige Läufer, und steht sehr unharmonisch, die schwarze Stellung. Ja, wenn Schwarz nochmal dran wäre, dann würde er sehr gerne B6 spielen, um versuchen, hier die Bauern anzuhebeln und auch den Läufer mal vielleicht zu entwickeln nach A6. Aber Weiß ist dran und befragt erstmal den Springer auf C4, der jetzt nicht allzu viele Felder Ja. hat. Springer A5, einziges Feld, gut gesehen. Und nach B4 würde der Springer wieder zurückziehen nach C4. Ja, lassen wir schön auf A5 stehen, da steht er nicht gut. Der interessiert dort keinen. Genau. Ja, Tetris Liebe, das wissen wir, das ist jeden Tag das Gleiche. Also E4 ist, denke ich, ein ganz guter Zug. Einfach um im Zentrum weiter vorzustoßen. Gibt natürlich dem Schwarzen ein Feld auf D5. Aber er macht irgendwie alle Züge, die ich sage. Sag mal keine Züge mehr. Vielleicht ist der Zug auch nicht so gut, weil Schwarz bekommt hier, wenn er nimmt, das Feld D5 für seinen Springer und ein bisschen Spiel halt. Aber. Gut, er muss nehmen, weil E5 zulassen wäre im Prinzip 1-0. Dann hast du kein Raum mehr mit Schwarz. Ja, also auf jeden Fall nicht wünschenswert. Er schlägt also auf E4, Springer schlägt E4 ist genau richtig, nicht mit dem Läufer schlagen, weil dann kann sich Schwarz Ja. das Laufpaar sichern. Und der Power 09, der Wetteinsatz ist schon geklärt. Wir machen was Interessanteres als 5 Subs giften. Das ist irgendwie sehr langweilig Ja. und unkreativ. Von daher, wir haben uns schon was überlegt und das ja, können wir dann später auch nochmal erwähnen, wenn es soweit ist. So, Läufer schlägt E4, jetzt wurde abgetauscht. Ja, nach wie vor, das Problem ist, dieser Läufer auf C8, B6 finde ich gut. B6 finde ich gut, um den Läufer Der ins war Spiel zu wichtig, bringen. weil nee, es ging darum, den Springer zu retten. Stimmt, B4 drohte, gut gesehen, aber Ja, B4 kommt trotzdem und er kommt ZD2000 trotzdem. spielt echt eine Ja, gute Partie bisher. er wird jetzt C6 Yes! schlagen, wahrscheinlich. Da Ja, ist das hat das er Matt! gesehen, hat einen Bauern mehr. Das sieht gut aus für Weiß. Vielen Der Dank! Läufer, der. Sch Pardon, ich Ich möchte mich sag einmal kurz jetzt. bedanken bei Mike Ja. ZAKK, der jetzt neues Mitglied geworden ist und unterstützt. Und Mike, würde mich freuen, wenn du auch demnächst mal dabei bist bei so einem Sub-Battle. Schön, ja,
Willkommen. So, ja, der Bauer wird geschlagen. Ja, Sepp steht hier klar besser. Der schwarzwellige Läufer von Weiß hat schöne Felder auf H6, F4, ne? Kommt gleich raus und ja, sieht nicht gut aus für Schwarz. Und vor allen Dingen hat für den Springer keine Felder so richtig. Ja, Dame C7 ist, glaube ich, Pflicht, auch um den Läufer da zu vertreiben und Läufer D7 auch vorzubereiten. Ja. Ich sehe nicht so richtig, was man sonst tun könnte, weil der Läufer auf C6 extrem unangenehm ist. Porto Branco, danke für den Prime. Neuer Mann dabei. Danke dir. Herzlich willkommen. B schlägt C5, D schlägt C5. Vielleicht wäre D schlägt C5 sogar besser gewesen, als mit dem B-Bauern zu nehmen, um auch die lange Diagonale zu öffnen. Aber auch D schlägt C5 ist natürlich, hat seine Vorteile, um die Ja. B-Linie für den Turm zu benutzen. Generell hat das eher, glaube ich, Weiß geholfen, als Schwarz hier auf C5 zu schlagen. A5 tut nichts zur Sache. Turm B1 sieht sehr stark aus, Läufer F4 sieht sehr stark aus, Läufer H6 gewinnt die Qualität. Viele gute Züge für Weiß. Man kann hier kaum falsch. Ja, Dame E4 ist ein bisschen, weiß ich nicht. Es spielen nicht alle Figuren mit. Das ist etwas, was ich immer wieder sage. Lasst alle Figuren mitspielen. Der Läufer auf C1 spielt nicht mit, der Turm auf B1, A1 spielt nicht mit. Na? Das ist natürlicher, dieses Figurenspiel zu bauen. Ich bedanke mich bei Karl Koster, vierter Monat. Vierter Niklas. Monat. Mike Ja. ZRK, du kannst auf jeden Fall in den Discord-Kanal kommen, exklusiver Discord-Kanal für alle YouTube-Mitglieder, also alle meine Subs. Passwort, nee, Passwort nicht. Dazu brauchst du einfach nur Discord und YouTube verbinden, gibt es eine Möglichkeit in den Einstellungen bei Discord und dann wirst du da informiert, wenn das nächste Sub-Battle stattfindet. Die letzten Monate haben wir das einmal im Monat gemacht und könnte gut so sein, dass wir das weiter so machen. So, jetzt Gerade ist riesen Glück hier. gehabt. Riesen Glück gehabt gerade. Schwarz hätte mit F5 eine Figur gewinnen können, glaube Wow. ich. F5, ja? Wow. Ja, mit F5, ja, jetzt leider übersehen. Jetzt hat er eine Figur gewonnen, weil der Gegner eingestellt hat, den Leider, B7. sagst du. Du bist ja schon jetzt fast mehr auf meiner Seite heute. Was ist denn los? Nee, aus seiner Sicht. Nee, für dich bin ich sowieso nicht, aber aus seiner Sicht, leider aus der Sicht des Spielers klarer Fall halt, Ja. ne? Verstehe. Verstehe. Dir gönne ich den Dreck und den Fingernägel nicht, aber hier den klaren Fall Uiuiui. weißt Okay. du. Ja, jetzt ist Scherz, die ne? Figur auf der weißen Scherz. Seite. Also, ja, ist schon klar. Schon klar. Aber für unsere Zuschauer ist natürlich hier alles freundschaftlich, ne? Gitano Aber 10, danke für den Prime. nach dem Stream knöpfe ich mir dann den The Big Greek mal vor. Ne? Komme ich mal zu dir. Nee, ich lass dir die ran. Ich lass dir Alles die klar. ran. Okay, ja. Klarer Fall hat hier allerdings schon die weißen Steine reingelassen. Weiß hat auch eine Figur mehr. Wäre ja traumhafte Überleitung. Ich weiß, danke. Hab ich von Gusti, der macht das immer Ja, es so. kommt so selten vor, es fällt direkt auf. Ja, Mega. danke. So, jetzt F5 ist natürlich ein bisschen spät, schwächt auch den König, aber hier ist natürlich eh Hopfen und Malz verloren. Figur weniger, Turm auf der siebten Reihe, Bauer weniger, glaube ich, auch noch. Ist schwierig. Ist Danke, schwierig. Stefju. Und wir haben über 1000 Zuschauer jetzt hier dabei, bei mir auf YouTube und Twitch. Schön, dass ihr einschaltet. Beim vierten Sub-Battle gegen die Subs von The Big Greek. Mal wieder Ich ein. überlasse dich. Du überlässt mich? YouTube überlasse ich dir jetzt inzwischen komplett. Ich werde meine Sparta-Arena auch nur noch über Twitch streamen Nein. samstags. Nein. Nee, Das ist Sonntag. doch ein Traditionsstream auf Ja, YouTube. aber über Twitch werde ich es machen, weil Sonntag hatte ich halt so einen Lag, es ging gar nichts. Und bei YouTube muss man ja den Stream einmal erstellen, ne? Damit man live streamen kann. Ja. Bei Twitch kannst du einfach Cut, 30 Sekunden später bist du wieder da, ne? Kannst technische Probleme etwas leichter. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen schwieriger auf YouTube. Das Oh. stimmt. Und Da Sonntag hattest du war die so. Schnauze voll mit YouTube, ne? Ja, aber Sonntag war eine Katastrophe, ne? Zwischen 18 und 21 Uhr ging absolut gar Aber warum nichts hast du denn mit Sonntag Netz. auf YouTube gestreamt? Weil ich Samstag was live kommentiert habe, dieses Finale, Speed Championship, Ach so. über Sheila Graf Ja. gegen Nakamura, deswegen. Ja, verstehe, verstehe. Okay, Springer 5, Turm Oh. C7. Ja, die Oh, Partie da. läuft noch weiter, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Ich sehe hier weiteres Material fallen. Gut, den Turm sollte man erstmal wieder schlagen. Und Direkt ja, C. Sepp D2000, der kennt die Taktiken. Ne? Der kennt die Taktiken, ist auch bei mir in der Schachschule Chessens, ist der Ich Schüler. weiß, Und ich weiß. da werden solche Ich Sachen natürlich weiß. auch trainiert, das ist klar. Das lässt er sich nicht nehmen hier und er wird sich den Punkt hier einstecken. Ich hoffe, das nächste Mal Sepp D2000, dass du wieder für mich antrittst. Ich weiß gar nicht, ob er je für mich angetreten ist. Aber ja, dann vielleicht in der Zukunft. Ja, So. er will gar nicht den. Oh, jetzt läuft er die 6 oder Oh, was? tauscht noch Hey! was ab.
Sepp Nicht 2000. schlecht, nicht schlecht. Vor allen Dingen Sebastian ist immer ein, dass er Sebastian Düde heißt, weil der ist immer in meinem Stream mit Ja. seinem Namen, mit seinem Klarnamen, deswegen ich verrate jetzt hier nichts. Ja. Und stellt immer super viele Fragen halt, ne? Ist immer Ja, das ist auch unzufrieden mit sich richtig so. selbst, mega Also, selbstkritisch. Fragen Also stellen wenn ist er. eine gute, ja. Er spielt nur zu schnell, er hat Zeit. Bleib ruhig. Nicht Ja. hyperventilieren, austicken, locker bleiben. Ja, ich Es glaube, ist. er fährt das hier ziemlich locker jetzt nach Hause. Ich glaube auch, aber man kann sich Zeit lassen. Man muss nicht a tempo alles ziehen. Das ist ganz wichtig. Vor allem, ich predige das, ne? Mache es selbst aber nie. Pass auf. Ja gut, aber du bist auch EM, also es ist schon was anderes. Okay, das ist der Sieg für Sepp D2000, der hier wirklich von vorne bis hinten eine schöne Partie gespielt hat. Glückwunsch, Und Sepp. Gut gemacht. damit war es ein klarer Fall in dieser Partie für Weiß. Danke, Very Red Thread. Wie steht es denn damit? 3 zu 1 schon für das Team der 16 Partien. Big Greek. Ja, aber es ist schon eine 2-Punkte-Führung. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. So, jetzt schlagen wir zurück und zwar mit, wer ist jetzt an der Reihe? Es ist Schach Orvislon mit dem weißen Stein. Die gegen Iceman 180. Ja, das ist Mein doch Guy ein hat Duell, Spaß. wie es nicht besser im Buche stehen Hätte. könnte. Ja. Mutet euch bitte jetzt, also Stream auf leise stellen. Es steht zwischen den beiden übrigens 1 zu 1, haben schon zweimal gespielt Ja, die sind und auch sehr nah beieinander, ne? ja. Von der Zahl und was wollte ich sagen gerade? Hab vergessen. Vom Namen auch. Dame E7 an der Stelle, was ist das denn? Ist eher ungewöhnlich. Ja, D6 ich ist weiß der nicht, ob er Rückzug. das, hat er das vorbereitet oder was? Er spielt Wird er so schnell, schnell? Ja, aber er jetzt spielt da steht so die Dame schnell. im Weg. Ja, jetzt steht die Dame für sieben im Weg, das ist nicht gut. So, das ist auch die letzte Rubrik mit. Ah! Weißt du, worauf sich das bezieht mit dem Namen Iceman 180? Ja. Das war eine Frage. Ja, ich weiß, worauf sich das bezieht. Ja, sag doch. Ja, es gab mal einen Typen, der. Der hat gerne so 180-Grad-Wendungen gemacht. Mit dem Auto. Weißt du? Der war so ein Race-Man. Ich bin aber auch nicht drauf gekommen. Es ist Gavin Price, dieser walisische wohl Dartspieler. 180 wegen 180, weißt du, ne? Ach so, Dart schon mal Dart, gehört? ja. Ja, volle Punktzahl. Und ich wusste nicht, dass Gavin Price sich Iceman nennt. Das ist einer der besten Dartspieler der Welt. Also du meinst es hier, der Garrett Price ist das hier, der hier spielt. Das hat jemand im Chat geschrieben, deswegen sage ich das jetzt ganz offen. Der Marco hat das Ach geschrieben. so. Gavin Price Start. Also Garrett Price hier mit den schwarzen Steinen. Ja, cool, dass wir hier auch die Prominenz vertreten haben. Okay. Und wir haben aktuell die Darts-Weltmeisterschaft im Ali Pally in London am Laufen, seit dem 15.12. Wird laufen bis Anfang des Jahres. Guckst du Ja. Dart, Niklas? Hast du schon mal geguckt? Habe ich schon mal geguckt, ja, es ist schon mal so passiert, dass das erschien auf dem Bildschirm, aber ich bin jetzt da nicht so regelmäßig drin. Aber ich finde das schon ganz interessant, so mal ab und zu vielleicht, so alle paar Jahre vielleicht mal ein paar Minuten zuzuschauen. Ja, Ausgeglichene Stellung, relativ symmetrisch. Weiß steht etwas harmonischer, weil die weiße da schwarze Dame auf E7 nichts zu suchen hat eigentlich. Den Läufer auf F8 blockiert. Zwischendurch danke ich mal Mandarine für den Prime. Grüße Neu gehen dabei. raus an Mandarine. Schmeckt immer gut. Also, gerade So, im Winter, gerade im Vitamin Winter, C. ja. Oh, ich müsste mir mal ein paar besorgen. Ist eigentlich eine gute Idee. Okay. Ja, Nils schaut einfach die Darts-WM neben dem Sub-Battle. Ja, beste Leben, sagt er. Was könnte es Besseres geben? Das Sub-Battle immer wieder. Ein Spaß für die ganze Familie und dann noch die Darts-WM. Wunderbar. Ja. So. So, der C6 hängt so ein bisschen. Das würde die Struktur zerstören. Ja, das Er ist hat jetzt genommen, das ist schlechter. gut. Greift den Turm auf A8. Das muss er natürlich unterbinden mit F6 oder Turm G8. Beides sind legitime Möglichkeiten. Hauptsache, er stellt den Turm nicht ein. Er F6 sieht spielt er. F6. Ganz starke Partie bisher von Iceman. Eiskalt wird alles gekontert. Prima. Ja, er ist eiskalt, ja. Das kann man nicht anders sagen. So,
Nee, heute kann man nicht mehr mitmachen. Levitis Hyper Highlights, denn ja, genau, die Sub, das wurde schon alles vorher organisiert. Also die ganzen Subs, die haben sich hier angemeldet und dann haben wir es aufgesetzt. Aber wenn du das nächste Mal der Sub dabei sein möchtest, kannst du dich gerne dafür anmelden. Oder ich weiß gerade gar nicht, ob du überhaupt schon Mitglied bist. Nee, Levitis Hyper Highlights, dafür müsst du erstmal YouTube-Mitglied werden und dann kannst du auch beim nächsten Sub bitte eventuell dabei sein. So, Läufer G3, Läufer zieht zurück. Läufer G4 liegt ein bisschen in der Luft, ist aber noch nicht arg schlimm. Springer E4, auch ein guter Ja, Zug. nicht schlecht. Der Läufer auf F8 spielt noch nicht mit. Also Iceman ist noch nicht voll entwickelt. Das ist etwas, was mich so ein bisschen stört. Ja, Aber Springer E4 weiß noch blockt nicht. erstmal die E-Linie. Ne? Springer D2 würde sich jetzt anbieten, auch um diese letzte Leichtfigur ins Spiel zu Ja, bringen. ja. Dame A4 ist interessant mit Angriff auf dem Damenflügel, aber Ja, gut. Springer D2 ist natürlicher. Genau. Elias Egger Jetzt. sagt, wie du immer alle Namen vorliest, aber also liest wird mit S geschrieben, nicht SZ. Elias Egger, das musst du dir hier einmal mitteilen. Okay, genau. Springer D2, Entwicklung vorantreiben wäre sinnvoll. Schach Hoeslon mit 2 Minuten 40 jetzt, 120 weniger auf der Uhr. Springer D2 hat er jetzt gemacht. Wunderbar. Kleiner, aber hat noch keiner beschwert. Hört man Niklas normal im Stream, oder? Bei mir. Weiß ich Das war jetzt nicht. aber ein kritischer Blick in die Kamera. Der eine hat geschrieben, ein bisschen Echo, ich weiß es aber nicht. Echo? Glaube ich nicht. Also wir haben beide unsere Kopfhörer drin, von daher Ja. sollte passen. So, die Läufe wurden abgetauscht. Oh, jetzt Läufer G4. Also, ja, es geht noch nicht so ganz was. Läufer G4 kann immer noch mit F5 gekontert werden. Und da Ton passiert ist okay, alles nichts. klar. Okay, wunderbar. Es wurde getauscht und Läufer G7. Läufer Ja. G4 muss F5 kommen. Zum Glück Ja, geht das noch. das sagte ich gerade, genau, ja. Sorry, sorry. Alles gut. Okay, aber irgendwie Ja. möchte man ja gerne die E-Linie öffnen, also den Läufer irgendwo hinziehen, vielleicht auch nach D3 oder nach F3. Auch Dame A4 könnte man nochmal überlegen. Springer B3 ist auch interessant, um den Ja, Springer nach schöner C5 zu Zug. bringen. Schöner Zug. Springer C5 wäre nervig. Und B6 schwächt die weißen Felder ein bisschen, Läufer A6, aber Ja. wahrscheinlich. Man könnte nach B6 trotzdem Springer C5 machen oder auch Läufer A6 zuerst, vielleicht Läufer A6 zuerst und dann Springer C5. Ja, tendenziell gefällt mir das hier, was Ja, Schach ja. Hoeslon macht. Der Läufer auf G7 steht halt passiv, der macht da nichts. Weil die Dame die ganze Zeit auf E7 klebt, anstatt die wieder wegzuziehen, weil die steht da nicht gut, wegen des Turmes auf E1. Ne? Die muss da eigentlich weg. Entstehen natürlich jetzt kleine Problemchen für Schwarz am Damenflügel. König B8 wäre okay, B6 ist problematisch, aber ich denke auch okay. König B8 gefällt mir gut. Wobei auch dann, ja, ich weiß nicht, so Züge wie Läufer A6 einfach mal oder Springer C5 trotzdem, diese Ideen auf der E-Linie Ja, sind klar, ja unangenehm, klar, ne? natürlich. Die Dame gehört einfach nicht auf E7. Die muss da irgendwann weg. B6 macht B6. er, okay. Also wir würden jetzt wahrscheinlich taktisch hier was einiges ausgraben, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das jetzt sieht, was wir sehen. Ja, also entweder Läufer A6 direkt, also entweder Springer C5 direkt oder Läufer A6 erster, bin ich mir auch ein bisschen unsicher. Aber eigentlich, warum nicht die Läufer A6 direkt? Weil jetzt Springer C5 gewinnt doch einfach. Springer C5 gewinnt doch hier. Yeah. Springer C5, Schach Hoeslon. Ruhe, Ruhe. Er macht A4. Das ist auf der E-Linie ist es ein Problem. Ich hoffe, er nimmt die Dame endlich weg von der E-Linie. Endlich. Ja, Springer Springer C5. C5 hätte gewonnen wegen Schlagen und dann Dame B3 matt auf B7. Das haben Genau, wir und natürlich beide ansonsten gesehen. fällt der gefesselte Läufer auf E6, jetzt hat er ihn da weggezogen. Aber Das geht trotzdem, jetzt. Ja, ist immer noch A5. für Weiß. Er hat einen klaren Plan am Damenflügel, Ja. angreifen. Schwarz muss sich verteidigen. Na? Na Am gut, wenn besten. Schwarz ein bisschen Zeit bekommt, kann er auch mal H5, H4 machen. Also so langsam ist das auch nicht. Das stimmt auch wieder. Weil auf der A-Linie droht jetzt auch nicht so viel, denke ich mal. Noch nicht, nee, noch nicht. Wobei übrigens Springer C5 ist die ganze Zeit möglich, ne? Jetzt wieder, eben nicht, weil dann die Dame theoretisch hätte dazwischen ziehen können, wobei, Nee. okay. Turm E6. Ja, gut, aber dann hat Naja, man aber auch kein jetzt. Material gewonnen, ne? Es wäre einfach ein Abtausch gewesen. Von daher. Aber jetzt ist es natürlich eine starke Drohung, ne? Ja, also man kann den Läufer noch wegziehen. Ich ist in die Frage, wie Hallo? schlimm Das es ist alles total wird. gewonnen. Springer C5 gewinnt instant. Wegen Okay. Dame B3 Schach.
Dame C6, ne? Dame B3-Schach. Also, Schwarz muss ja den Springer nicht schlagen, das meine ich. Ach so, ja, du hast recht. Ja. Aber es wäre auch so unangenehm gewesen. Läufer C8, denke ich, ein guter Zug hier. Ja, die Von Läufer erstmal Iceman. tauschen. Oh, das wird spannend, glaube ich. Ja, Also. das ist. Allerdings glaube ich, ist Weiß hier besser, weil er hat einen Plan, wenn er die Dame auf die A-Linie bekommt, dann auf Ja, der Dame A-Linie ans D3 Brett. wäre jetzt eine Möglichkeit, den Läufer zu stützen. Man kann natürlich auch auf B6 schlagen, um die A-Linie schon mal zu öffnen. Lukas de Paul, danke dir. Lauter neue Leute hier am Start. Sehr geil. Dame D3, schöner Zug von Weiß. Bereitet sowas wie Schlagen und dann Dame A6 vor. Hier muss ich sagen, so langsam gehen die Lichter aus für Schwarz. Ist es schon so schlimm? Du bist ja am Also, Schwarzmalen hier. ja, das Problem ist, es ist ein zu einfacher Plan für Weiß. Und Schwarz muss Verteidigungszüge finden. Und du erinnerst dich an so eine Partie gerade mit Hannibal Kane. Ah, Läufer 5 gefällt mir. Ja, Läufer F5 ist ein guter Versuch. Ja. Stark. Und danach muss er Turm E8 spielen, sofort, um zu tauschen auf der E-Linie. Direkt tauschen irgendwas. Hauptsache tauschen. Aber Läufer 5, damit eben nicht die Läufer getauscht werden, die Dame da auf A6 auftauchen kann, weil die Dame wäre deutlich gefährlicher auf A6 als der Läufer, weil dann, wenn sich die A-Linie öffnet, dort direkt eine starke Batterie mit Turm und Dame weiß ich aufbauen kann. Aber ich muss sagen, sehr, sehr spannende Partie zwischen den beiden. Das ist auf hohem Niveau, weil die machen kaum Fehler bisher. Ja. Und was heißt kaum Fehler? Eigentlich gar keine bisher. Ja, Sehr, Springer sehr, sehr C5 war stark. eine Möglichkeit, aber Sehr ansonsten. stark. Läufer D7, sehr Nein, stark. nicht die Komm. Züge wiederholen, nicht die Züge Doch, doch, wiederholen, doch. Ja, nein, nicht die Züge komm. wiederholen. Jawohl, Scharoubeslon, komm, wir komm. wollen das Ding hier holen. Wir Nächste brauchen jetzt wollen mal wieder gar nichts. Ihr Punkt. wollt gar nichts. Ihr Du wollt bekommst drei Remis. Sekunden pro Zug obendrauf, komm. Er hat 35 Bleib am Sekunden noch. Er Ball. wird nervös. Ja, je mehr Zeit verstreicht, desto wahrscheinlicher ist es. Aber wer weiß, ob Iceman überhaupt Remis macht, ne? Also es kann jetzt auch Natürlich macht sein. er. Dame Ja, auf Dame F1, 1, er kämpft, das er ist der kämpft. Kampfgeist, den wir bei Team Huschi sehen wollen. Wir machen hier Ja, kein Remis jetzt in kommt der besserer Stellung. Konter. Jetzt kommt der Konter. Man muss noch Wir mal haben auch was mehr Zeit. riskieren. So. Über eine Minute mehr. Iceman, bleib cool, wie es der Name verrät. Ja, macht er jetzt seinem Namen alle Ehre oder wird er nervös? Aber für Weiß ist es nicht offensichtlich, was die nächsten Züge sind. Ja, vielleicht die A-Linie öffnen, vielleicht dann irgendwie den Läufer wegziehen, weil der Läufer ist im Weg auf A6. Danke, Loch Lomond. So, Schwarz denkt jetzt länger Iceman? nach. Ja, das sehe ich gerne. H5, H4 ist interessant. Turm E8, okay. Wieso nicht? Türme tauschen ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil wenn der Turm von der E-Linie verschwinden, von der A-Linie verschwinden würde, wenn man auf E1 tauscht, dann ist droht weniger auf der A-Linie. Das ist, Das er nimmt aber stimmt. da. Das ist aber vernünftig, erstmal da zu nehmen. Das ist Ja, gut. sowieso erstmal die Er muss A-Linie zu erstmal auf. öffnen. Nein! Was macht der Oh, denn? jetzt Zwischenschach. Und Oh Janistan nein! TV. Das ist zu lang. Janistan TV schickt einen Raid von 501 Leuten. Ja, 501 Leuten. Ja, werde ich denn verrückt? Grüße gehen raus an Jan Gustafsson. Wir Vielen, sind auf vielen lieben B6. Dank. Wow, da bin ich ja jetzt völlig überwältigt. Ich glaube, ich habe noch nie so einen großen Raid bekommen. Vielen, Was vielen Dank macht der an denn Jan. da? Wie kann man denn mit der Janistan B mit der TV. Dame nehmen? Der Springer kommt nach C5. Das ist doch viel zu gefährlich. Du kannst doch nicht mit der Dame auf C5. Das sieht jetzt gut aus für Weiß. Er hat aber keine Zeit mehr. Meine Hoffnung ist, Ihr die kommt genau Jungfrau ist. richtig, liebe Freunde von Jan Gustafsson. Wir sind hier im Sub-Battle, im vierten Sub-Battle gegen die Subs von The Big Greek und Schachoislon gegen Iceman. Kritische Phase, jetzt 11 Sekunden gegen 25 Sekunden. Schwacher schwarzer Ja. König. Das wird jetzt eine ganz heiße Kiste, würde ich sagen. Aber Tendenz weiß. Schwacher König, Ja, Schwarz hat Dame leider jetzt E7, Läufer C8. mehrmals, er musste mit auf B6 mit dem Bauern nehmen, Auf damit der jeden Springer ihn nach Fall. C5 Genau, holt. der Springer ist ein Monster auf C5. Ein Ja, er Monster. muss mit dem König nehmen, er muss Oh, mit dem hat er König nehmen, aber gesehen? das ist verloren, das ist Dame verloren. E7. Dame E7 einfach, ne? Sieht gut aus, aber so wenig Zeit, so wenig Zeit. Zieh, mach doch Zug. Oh Gott, er tauscht die Damen. Die Nein, Damen tauschen, ne? nein, nicht die Damen Er läuft, ja, tauschen. ist aber gut für Weiß. Oh Was willst du denn? Ist doch gut nein. für Weiß. Ja, aber es bleibt Ich gut, meine, aber sonst hallo, der setzt es Läufer einfach hängt. matt. Es ist eine heiße Kirsche, Freunde. Es ist aber eine ganz heiße Kirsche. So, A7 Turm steht hängt, was ist A7, denn los? wunderbar. Hier hängt der nächste Bau auf C7. Aber bei unter 10 Sekunden bei beiden Spielern kann hier wirklich alles Ja, passieren. König B8, starker König Zug, komm. Turm B8. C7, Turm B8, komm. Turm Turm C7, B8. Turm B8. Turm C6. Alles gut. Läufer Was ist denn C1. mit Okay, will gegen den B2 B8? gehen. Turm E8 ist Turm stark, ich höre C5, noch. sehr schön. Jetzt, Nein, komm bitte, nein, jetzt hol ihn dir, stell. hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn das Ding. Nicht, Er holt, ah, er Turm bringt nicht, er B5 will. gewann die Figur. Aber Springer Zeit. 4, Hauptsache nicht auf Zeit verlieren. Hauptsache nicht auf Zeit. Zeit verlieren. Jetzt hol dir Natürlich. den. Okay, Springer Er ist schlägt die nervös. 5. Wir sind alle Jedes nervös. Mal, mein Herz zieht ein bisschen schneller, Freunde. Turm Nie A5, Turm abgesehen. B5.
Spring, genau, weiter Bauern einsammeln. So muss So, es sein. einfach weiterspielen. So muss es sein. Kämpfen. Kämpfen. Hol dir den Bauern. Schlag. Komm schon. Das Ja, geht nicht auf Zeit verlieren. Komm schon. Oh nicht. Gott. Der F2 hängt. Den Oh hast du. Den Gott, holt er. sieh. Okay. Er will. Okay. Er holt Okay, alle das. Bauern. Er holt alle Bauern. Plötzlich alle scheiß Bauern. Fuck. Aber gut, ist noch nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Warum schlägt er nicht auf C3? Nee, einfach hier weiterkämpfen mit den Figuren. Sehr gut. Naja, ich weiß nicht, es sind vier Bauern für Weiß. Es sind vier Bauern So. für Weiß. Zeit jetzt. Okay, Ja, schön. genau. Ein bisschen mehr Ja. Zeit auf der Uhr, jetzt wieder über 10 Zeit machen. Sekunden. Das ist gut. Oh, ich habe ein bisschen Angst um die Matt auf der H-Linie, oder? Wenn der Turm jetzt irgendwie da rumkommen würde. Aber Ja, es geht wir nicht haben so ihn. leicht. Es geht nicht so leicht. D6, puh, das sieht riskant aus. Eieiei. Was? Hey. Turm B1, oh, jetzt muss er Turm 7, hat er gefunden. Turm 7 hat er gefunden. Oh, D7. Springer C6. Springer D5. Okay, D7. D8. Schwarz ist an. Jetzt Ja, haben sie auch mehr. Schwarz. Turm Oh, B7 schön. jetzt. Okay, komm, jetzt. Beende es. Beende es. Komm. Ja, okay. Oh, Ah, ho, ho, ho. Mann, Mann, Mann. Was für ein Fight, ey. Was für ein Fight, Schachovislot. Einfach Vermeide die die Chance. dreifache Stellungswiederholung und dann holt er sich den, das Ding. Schwarz hat es jetzt gut zurückgekämpft, aber dann nimmt er mit der Dame auf B6. Das gibt's doch gar nicht. Anstatt mit dem Bauern lässt den Ja, Springer. das war auf Das jeden war Fall ein total. kritischer Moment. Ja. Okay, jetzt ist es vorbei. Warum holt er sich denn einen Turm? Er will ja das Treppenmatt mit Turm und Dame zelebrieren. Ja, okay. Und erstmal B6 und dann nicht B8. Okay. Aber Hauptsache der Sieg ist da. Sehr schön gekämpft. Sehr schöne Partie. Sehr spannend zwischen Schachhouslon und Iceman 118, 180. Kritischer Moment nochmal. Hier nach dem Schlagen auf B6 musste Schwarz mit dem Bauern schlagen, damit nicht der Springer nach C5 kommt. Wow. Okay, damit steht es 3 zu 2 für das Team Dipple Greek. Und wir müssen erstmal kurz durchatmen, oder, Georgios? Absolut, aber sehr, sehr hochklassig bisher. Ganz wenig Fehler. Also ist ja unüblich, muss ich sagen. Stark. Stark, Und jetzt? ja. Und die nächste Partie ist jetzt zwischen Jonapri und KHSJ10, diesmal 3 plus 2. Und die beiden können sich herausfordern und dann auch bitte den Stream muten, damit hier man keine Hinweise bekommt aus Versehen. Okay, dann kann es theoretisch losgehen. Okay, 3 plus 2 nur, okay. 3 plus 2, Ab genau, 18 Uhr, ab das ist 18 hart, Uhr haben das wir ist hart, gesagt, das ist hart, genau, 18 ab. Uhr. Underdog hier, mein Mann, der hat ein paar Punkte eingestellt in den letzten Tagen, glaube ich. Aber gut, das ist normal. Springer F3, hat dann Leck, verliert er auf Zeit hier, wegen Leck der Jonabri, was ist Ja gut, los? man kann nicht auf Zeit verlieren, wenn man noch keinen Zug gemacht hat. Von daher, wir denken mal, dass Jonapri jetzt gleich einen Zug macht und dann startet die nächste Partie. Jetzt geht's los mit C5. C5, Huschi-Zug, E4, Huschi-Zug, ne? ja. Ah, E4 wäre der Übergang gewesen in den Sizilianer, aber stattdessen sehen wir Königsindisch im Anzug. Mal gucken, wie gut das Weiß kennt. Schwarz hat erstmal das Zentrum. E4 ist hier normal. C4, okay. Kann Ja, man machen wir machen. so. Wieso nicht? Weiß A3. spielt hier so Standardplan, aber A5, man sehr kommt gar schön. nicht. Ja. B4 unterbunden. Und ich sehe jetzt schon einen gewissen Raumnachteil bei Weiß und frage mich, Ja. aber aber gut. Ja, Weiß zieht auf jeden H6. Fall sehr schnell. Versucht es hier über die Zeit zu. Auf jeden Fall sich einen Zeitvorteil zu Okay, verschaffen. wenigstens tauscht da jetzt einen Springer, denke ich. Kriegt den Läufer sogar. Ja, den Läufer muss man nicht unbedingt geben. Der sieht zwar nicht so schön aus, weil die ganzen Bauern auf Schwarz sind, aber für die Zukunft würde ich den doch Für die lieber Zukunft, behalten. ja. Er tauscht jetzt eine Menge Material, aber das ist gut. F5, okay, ist Ja, auch weil gut. er den. Ja, er muss aufpassen, dass Schwarz nicht zu E4 kommt, sonst wirst du überrollt hier mit Weiß. F4, auch sehr schnell gezogen. F4 ist immer so Wow. eine zweischneidige Geschichte. Kann Ja. manchmal mit einem Angriff verbunden sein, aber schwächt natürlich auch die weißen Felder. Ja, E4 und D5, aber das Problem ist der Raumnachteil für Weiß, ne? Wie kriegt er den Läufer raus auf C1? Er macht Läufer D2. B4 ist aber auch nicht so ohne weiteres durchzusetzen. Also alles schwierig hier, ne? Also F4, klar, strategisch problematisch, aber Raumvorteil. Also du würdest Schwarz bevorzugen oder wen wirst du hier nehmen? Schwierig. Eher schwarz, glaube ich, ja. Ich Ja. würde ihn überrollen am Königsflügel, glaube ich. Ja, man würde irgendwie gerne jetzt die Okay, Läufer das ist jetzt tauschen.
Das ist gut, wenn er jetzt einen richtigen Zug findet. Ich glaube, B4 ist sehr stark jetzt hier. Ja. Weiß braucht das Gegenspiel und Schwarz muss eben alles dann setzen, ihn so eingeschränkt wie möglich zu lassen. Und hier wird jetzt B4 ermöglicht, was zwar für den Moment mit einem Bauernopfer verbunden wäre, aber diesen Bauern kann sich Weiß schon sehr bald zurückholen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geht, aber B4 ist sehr, sehr logisch hier. Ja, ich denke Du schon, dass das funktioniert. Man kann eine natürlich auch Sp Turm B1 spielen und das nochmal vorbereiten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Er spielt auch Ja, Turm macht er, B1. okay, ja. Auf A4 trotzdem B4 und dann A, B3, Dame, B3 oder sowas. Dann hat er Druck gegen den B7. Okay, Weiß hat jetzt zumindest einen Plan. Springer F5 von Schwarz, dann auf G3 nehmen und auf E3 rein, falls Weiß mit dem F-Bauern nimmt. Das sind Ideen. Ja. Aber nur Ideen. Ja, wenn man es mit dem A-Bauern nimmt, dann hat sich das auch schon wieder. Läufer D7 hatte ich jetzt Komm auch jetzt, gerade B4. angezeichnet. Man hätte den Bauern auf B7 auch schlagen können, aber Läufer D7 gefällt mir insofern gut, weil es andenkt, mal diesen wichtigen Läufer auf G2 abzutauschen, den Fingerkettoläufer vom Ja, Weiß, Schwächen. Läufer C6. Okay, hier. Er kann den A5 bekommen. So tauscht Ja, er, okay. also Schwarz Ja, hätte besser ruhig. selbst. Schwarz hätte ruhig einmal auf B4 schlagen können, um auch die A-Linie für den Turm zu öffnen. Da sprach Ja. nichts gegen. Er tauscht jetzt selber. Schwarz kann mit der Dame schlagen, mit dem Springer und mit dem Bauern. Was denkst du hier? Ja, wenn er mit dem Springer schlägt, dann kann er wenigstens mauern. Warum nimmt er nicht den A5? Das Ja, ist jetzt hätte er seltsam. wirklich den A5 sich einstecken können, gedeckt vom Läufer. Ja. Das wäre Das ist ein besser bisschen gewesen. komisch. Er kann natürlich Dame B7 machen, Dame B3 und versuchen einzudringen am Damenflügel. Aber ist die Frage, ob Schwarz auf der anderen Seite in der Zwischenzeit was erreichen kann? Genau, weil jetzt ist der König ein bisschen offen und auch die weißen Felder sind ein bisschen zugänglicher für die schwarzen Figuren. F3 kann man in der Luft legen oder auch das Schlagen auf G3. Dame C2 ist mir jetzt irgendwie Sehr zu langsam, zahm, sehr langsam, sehr langsam. ja, zu langsam. F3? Oder Ja, was man hat kann auch man hier einfach noch auf so? A3 nehmen, oder? Bitte? A3 hängt mir vom Bauer, oder nicht? Ach, der Bauer, der interessiert doch hier nicht. Will er den A-Bauern danach aufhalten? Das war vom Bauer für nichts. Ja, Dame D1, Dame C2 war Quatsch. Das muss ich das. Das war der erste Zug, so wo ich insgesamt im ganzen Sub-Battle jetzt nicht zufrieden bin. Weil was macht die Dame da? Ja. Also, die steht einfach nur schlecht. Springer G6, ja. Das sieht schon sehr, sehr schlecht aus hier am Königsflügel, muss ich sagen. Turm Okay, Turm B1, B1, okay, ist okay, komm, gut. Gegenangriff, wieso nicht? Ja, König, oh, König A7 ist so ein schöner Zug, finde ich. Findest du? Ja, einfach mal aus diesen Weiß ich nicht. Schachgeboten rausgehen auf B8. Ja, Gut. Turm D7, Turm B7, einfach verdoppeln die Türme auf der siebten Reihe. Ja, das stimmt schon. Aber im Notfall hat man immer auch Turm A7, um dagegen zu halten. Dame D1 ist nicht Nein. gut. Turm F8 will Schwarz sowieso spielen. D3 hängt, was da hängt alles rum? Was machen Ah die ja, denn Turm da? schlägt D3, stimmt. Das wäre auch D3 möglich hängt, gewesen. C4 hängt dann, ist alles weg. Okay, viele Fehler, aber das liegt an der Zeit auch natürlich. Ne? 3 plus 2 ist wenig. Ja. D3 hängt hier einfach, ne? Das ist ein Problem. Ja, gut, Weiß kann Das Turm liegt B3 daran. spielen. Ja, Turm B3, Turm 1 B3 allerdings. Oder auch den anderen. Wie Ja, aber man es dann. möchte. Man möchte aber den aktiven Turm halten auf der siebten Das Reihe. stimmt, ja. Er macht Turm 1 B3. Gut, die Dame muss ziehen. Könnte noch nach A2, könnte nach C5 zurück, könnte nach A4. Ah, Dame A4 wäre keine gute Idee, wegen Turm schlägt G7. Eieiei. Und dann kommt der andere Turm nach B7 und die Dame ist Okay, weg. jetzt Turm D7 und verdoppeln auf der siebten Reihe ist eine Idee. Muss er probieren. Es geht nichts anderes. Ja, muss irgendwie Aktivität suchen, denn er hat zwei Bauern. Ne, einen Bauern hat er. Ein wenig. Aber ansonsten sind seine Figuren auch sehr passiv. E4 liegt auch in der Luft mal, um auch den Springer das Feld E5 zu geben. Damit zwar ist auch ein vernünftiger Zug, würde ich sagen. Ja, das ist vernünftig. Wegen Dame E4 Ideen mit Schach, falls der Springer wegzieht. Ja, A4 würde man gerne machen, aber es läuft in Läufer B4 rein und auf einmal ist die Dame weg. Verrückter Zug, ey. Dame D6 Okay, gefällt mir. A5 fängt. Das geht in A5 nicht, bitte. Turm A7 ist gut. Turm A7, komm. Ja, die weißen Figuren stehen nicht schlecht. Dame Nein. E4 ist auch vernünftig. Festet den Springer. Und irgendwie geht es nicht weiter. Für, oh, Dame Ja, doch, F6. es Ja, droht guter Zug. Turm schlägt F2 oder so. Ja, Turm schlägt F2 ist rot. Und dann Matt auf F1. Ja, eben. Turm Entdeckt B2, gut wird. gesehen. Ja, deswegen Dame E4 gefiel mir nicht, weil ich fessel den Springer zwar, aber ich meine, der drohte sowieso nicht, der Springer.
Turm A7, verdoppelnde Türme auf Oh, der siebten Reihe hier gab ist. es einen richtigen Killerzug jetzt. Turm E3. Spring. Turm E3 statt Dame G5. Das wäre ein Monster gewesen, wenn Weiß schlägt, jetzt Matt auf F1. Dame G5, auch interessante Absicht hier mit Dame C1 rumzustänkern, aber irgendwie so richtig kommt Schwarz bisher nicht durch. Jetzt trotzdem Dame C1 wäre gut, weil es. Hey! KuchenTV, raided. 200 Leute, danke dir mal, lieber. Kuchen Grüßchen, TV, liebe Grüße gehen Grüße. raus auf jeden Fall. Tab-Battle gegen Team Muschi. Ihr kennt ja auch den jungen Mann hier. Auf jeden Fall. Ihr habt ja letztens noch zusammen was gemacht. Genau. Danke, 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 Ja, danke. ist auch schon mehr eine Weile her. So, oh, das Blatt wendet sich, habe ich das Gefühl. Oh, Uiuiuiuiui. G6 hängt. G6 hängt, nimmt das Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ding. Und er hat kaum noch Zeit. Er nimmt ihn Was macht nicht. er Er denn? nimmt ihn Wieso nicht. nimmt er das Ding nicht? Er nimmt den scheiß Springer nicht. Oh, keine Zeit mehr für beide Seiten. Oh 19, Gott, 16. was für ein Nervenspiel Oh, hier. Springer Springer F4, der Turm F4. hängt. Aber Nicht der Springer Turm hängt, H3. der Springer H3. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, aber haben die das jetzt gesehen so schnell? Was ist denn hier los? Es Springer droht aber nicht F4. viel. Zieh König weg oder was weiß Turm ich. B7, er Was geht auf ist das denn? Aktivität. Er geht auf Aktivität. Was ist hier los? Das ist doch Springer total verloren. H3. Oh, Egal, König E2, komm. jetzt, komm. Das ist fast matt. Ist nicht matt. Ist noch nicht matt. Es ist Alles noch nicht gut. matt, aber Schwarz muss auch nicht Nee. mit dem Turm schlagen. Er kann mit dem Springer schlagen. Aber Dame H5, auch kein schlechter Zug, aber jetzt Das geht's. Aber machen die da? Das ist jetzt vorbei. ist matt, jetzt ist matt, Ja. jetzt ist matt. Komm schon. Dame D1 oder Turm F1. Ja, Dame D1, saftig, frisch und angenehm. Und da ist das matt. Da ist das matt. Sehr schön, sehr schön. Aber das war sehr glücklich, weil da hing einfach einzügig die Figur. Der Springer auf G6, den hätte er sich einfach einverleiben können in diesem Moment. Aber das ist der Ausgleich, oder? Sehe ich das Ist richtig? offensichtlich. Das Also ist der hier hing der Ausgleich. Springer-Chat, ne? Einfach der Springer, der ist weg. Ah, so bitter. Das ist wieder das typische Spiel. Naja, gut, Angriff, Verteidigung. Verteidigung ist immer schwierig. Wobei, hier hätte er auch im Angriff was übersehen, ne? Dass der Springer hängt. Naja. Aber Schwarz, muss ich sagen, stand die ganze Zeit immer so tendenziell am Königsflügel mit seinem Angriff. Bessere Möglichkeiten. Und Verteidigen ist immer schwierig. Und wenn man sich den Graph anschaut, Schwarz stand fast immer besser aus in dem Moment, wo der den Ja. Springer stehen gelassen. Ja, also im Großen und Ganzen, wenn man sich den ganzen Partieverlauf anschaut, dann schon geht der Sieg in Ordnung. Und Ja. damit geht es weiter mit den beiden Herren Razorneck für Razorneck gegen Sheep. Sheep. Auf geht's, Sheep. Die Legende ist wieder im Einsatz. Der hat schon viele erfolgreiche Partien bestritten für Team Hoshi. Und die Partie läuft auch schon. Die haben gar nicht gewartet. Die haben, wie Gar nicht gesagt, gewartet, die komm, machen einfach. auf geht's hier. Ja, die Auf hören uns ja geht's. nicht, die hören uns ja auch nicht. Ja, ist ja auch in Ordnung. Hier ist ja noch nicht so viel passiert. Wir sind jetzt dabei. Englisch, symmetrischer Englisch auf dem Brett. Schieb der Verräter, sagt Anders Dipp. Nein, Schieb ist ja auf beiden Kanälen ständig unterwegs, der gute Mann. Ja, Sheep, guter Mann, guter Mann. So, Englisch ist auf dem Oh, Brett. was für ein Razorneck. Herzschlagfinale. Ja, die Wie sind die beiden. Zahlen hier? Meiner ist ein bisschen favorisiert zahlenmäßig, aber Weiß hat, Rich Sheep hat Weiß, deswegen das gleicht sich wieder aus. Ja, Außerdem sagt das gar nichts hier. das sagt nicht so viel. Ist natürlich nur eine, ja, gewisse Wahrscheinlichkeit, die es einem anzeigt. Und Anders Dipp. Razorneck sagt mir nichts. War schon mal, kennst du den oder? Das ist ein neuer Sub bei mir. Das ist auch ein Spender hier von Donor Ja, auf von Twitch. Patron, von Leeches, genau. Beide Patreon, ja. übrigens, Sheep auch. Stimmt. Gute Leute. Bist Gute du auch Leute. Donor? Ich bin auch Dona, ja. Ich bin auch Dona. Patreon, ja. Ja, ich auch. So, wie sieht es hier aus? Beide Oh, Seiten haben sich ausgeglichen. entwickelt. Müssen erstmal Richtig wieder ausgeglichen. runterkommen, ne? Von den letzten beiden Partien, die waren echt hart umkämpft. Immer diese Hart. Zeitnotphase Haben wir da. letztes Mal Eieiei. nicht auch geführt am Anfang und dann Ja, jetzt mal mal nicht ist den dann. Täufer an die Wand. Noch besteht Hoffnung für dich. Für dich auch. Danke, danke. So ist es. So. So, generell würde ich sagen, ja gut, Weiß arbeitet an D4 jetzt, diesen Zug zu spielen. Ja, das möchte eigentlich Schwarz nicht zulassen. Also generell in diesen Stellungen, wenn Weiß D4 droht, dann muss der Schwarz einen Springer reinstellen. Also hier wäre Springer D4 Pflicht und das macht er jetzt auch. Hat er gemacht, sehr gut, hat er gesehen. Das ist wirklich, ja, da, Niklas hat alles gesagt dazu. Man darf D4 nicht, wenn Hat man es er. gut vermeiden kann, sollte man es Genau. vermeiden, weil dann hat Weiß diesen rückständigen Bauern auf D3 erstmal.
Ja, und das ist genau der Nachteil auch von diesem Aufbau für Weiß, dass das Feld D4 so schwach ist und Schwarz kann dann nochmal unterstützen mit Springer C6. Raisernack hat da auch einen Aufbau gespielt, den ich in einer Serie mal empfohlen habe für Schwarz. Springer E7, Springer C6, Läufer nach G7, sehr harmonisch und eine reichhaltige Stellung mit Chance für beide Seiten. Ein typischer Plan für Schwarz hier ist eigentlich nochmal Turm B8, B5 in solchen Stellungen. Weiß greift am Königsflügel so ein bisschen an. Schwarz versucht B5 durchzusetzen, sehr häufig. Dafür muss der Turm nach B8. Wenn Weiß A4 macht, dann noch A6 hinterher. Wobei ich hier nicht weiß, ob das funktioniert so, weil der Springer auf C3 auch B5 kontrolliert. Naja. Ja, das ist definitiv ein Plan. Ein weiterer Plan, über den man auch nachdenken kann, ist mal so einen Stopper zu setzen mit dem Zug F5, damit Weiß dann nicht irgendwie weiterkommt. Auch das ist sehr typisch. Hat Ja, natürlich ja, Vor- und ja. Nachteile, weil es auch ein bisschen den eigenen König öffnet. E5 hingegen ist eher nicht so angebracht, weil das den Läufer verschließt und auch jetzt seinerseits das Feld D5 schwächt. Und das war ja eigentlich gerade der Trumpf für Schwarz, dass Schwarz dieses Feld D4 hat für den Springer, während Weiß es nicht hat. Und E5 gibt das jetzt quasi auf. Ja, E5 ist strategisch, muss man leider so sagen, ganz offen, ein Fehler. Ja. Aus den Gründen, die Niklas genannt hat. Schwäche D5, Schwäche F5. F5, was heißt nicht Schwäche, aber Weiß kann jetzt eher zu F5 kommen und irgendwann einen Springer auf D5 reinsetzen, was vorher nicht möglich war. Der D4 musste auch nicht gedeckt werden, weil der war genug gedeckt. Leider der falsche Ansatz hier. Aber ist natürlich, macht jetzt auch nicht alles kaputt. Läufer D7, Dame D2, Läufer D7. Ja, mir juckt es immer in den Fingern, F5 zu spielen. Ich glaube, Ja, das ist doch hier klar. einfach gut, ne? F5, Läufer Das H6. ist ein Destroyer. Ein Destroyer ist das sogar. Wow. Auch unter Bauernopfer, um den schwarzen König zu öffnen. Springer D5 ist ein anderer Ansatz. Okay. Kann man machen, aber nicht so überzeugend, würde ich sagen. Jetzt tauschen bitte, dann ist wenigstens ein Bauer auf D5 und dann kann man über F5 nachdenken. Ja, das wäre gut. Das wäre gut für Schwarz, dann mit F5 gegenzuhalten. F5, ganz wichtig, gleich F5. Ja, er nimmt mit dem C-Bauern raus, das ist besser für Weiß als mit dem Weil wenn E-Bauern. Schwarz nicht F5 spielt, dann spielt Weiß F5. So ist es. Ja, Also genau. sollte er zumindest. Ja. F5 ist hier sowas von Pflicht in so einer Stellung. Läufer G4 geht Okay. auch. Droht immerhin gegen den Springer. Sperrt aber den Läufer ein auf G4. Das ist immer das gleiche Problem mit dem Läufer, auf, der steht da falsch. Der steht da falsch. Er springt jetzt ein guter Zug und jetzt Ja, und F5 jetzt? hat den Nachteil, dass der Läufer dann. Ja, der Läufer auf G4 steht völlig falsch. Das Problem ist hier, Schwarz hat, man muss das auch direkt sagen, die Stellung nicht verstanden, worum es geht hier strategisch. Mal schauen, ob A6. Weiß die versteht, Ja, also weil wenn man dieser Zug B5 geht, spielen wollte, ja, dann hat konnte man Weiß das auch Fehler, direkt. Reiß Fehler. Das ist gut, weil jetzt kann der Läufer wieder zurück. Dieser Zug, den ich im Chat anzeige, auf dem Bild, Leute, das ist hier, also auf Profiniveau 1-0. Auch wenn sich das komisch anhört, auf Profiniveau ist das 1-0. Ja, gut. Ich glaube, so extrem Ja. würde ich nicht gehen, aber ich würde auf jeden Fall Weiß dann gute Chancen attestieren. Und jetzt haben wir quasi fast nochmal dieselbe Stellung wie eben, aber nach wie vor wieder beide Seiten spielen nicht F5. Beide Ja, Seiten beide spielen nicht wollen es F5. nicht, wollen es Was aber nicht. auch ein schönes Ja. Zeichen hier ist, sie hören auf jeden Fall nicht zu. So viel können Ich wir hier, denke, so viel ich können wir vermute, feststellen. dass Weiß hat Angst, den Bauern zu verlieren, wenn er F5 spielt. Vermute ich mal. Weil ist ja auch ein Bauernopfer. Jetzt macht Er er macht es F5. jetzt. Er Jetzt macht macht es jetzt. das. Jetzt Er macht macht das. es jetzt. Aber wahrscheinlich genau aus Und dem Grund, den du gesagt hast. Jetzt verliert er nämlich nicht unbedingt einen Bauern, weil er kann auch den Springer dann auf D4 schlagen und dann wieder schlagen, wenn er es möchte. Wobei das gar nicht nötig ist. Man könnte jetzt auch er auf muss aber D4 mit dem Läufer schlagen. nehmen. Ja, das will Muss aber man mit nicht. dem. Man könnte auch auf Das will man D4 nicht. schlagen und dann Läufer H6 spielen hier. Also inzwischen. Okay, das ist aber komisch. Doch, das gefällt mir. Warum nicht? Wieso? Und dann Ja, und Läufer dann? G5 oder Läufer H6? Ja, und dann nehme ich auf. Ach so, und dann willst du auf E4, Läufer E4 und so, ne? Ah, Ja, genau. okay. Ich glaube direkt nach H6, ja, wunderbar. Schönes Ding Ja, schieben. aber ich glaube, nee, ich glaub aber, das geht nicht. Einfach auf E4 nehmen. Einfach auf E4 nehmen und dann F5 spielen, meinst du, ja? Wenn du mit dem Läufer Das nimmst, ist ja. natürlich, hast du natürlich Läufer. recht. Es droht ja gar nichts gerade. Es droht nicht so viel. Er nimmt auf E4, das stimmt, ja. Ja. Er Ja, er schlägt mit nimmt dem den Bauern aus Bauern. diesem Grund, ja. Aber Trotzdem trotzdem. F5, F5 kommt. Nein. Okay. Aber tatsächlich, jetzt hat Schwarz einen Bauern mehr und das ist auch ein Ey, die haben gedeckter keine Zeit mehr, Freibauer. fällt mir gerade auf, Niklas. Ja, ich habe es auch schon gemerkt, mein Lieber. Turm Scheiße, F6? Scheiße. ich habe es jetzt erst bemerkt. Alles gut, ja. Sie spielen ja Dafür gerade spielen das die ja 2. sensationell gut, die beiden. Ja, aber man merkt die Nervosität auf jeden Fall jetzt hier. Trotzdem, die spielen super. Turm G6 ist auch ein guter Zug. Direkt den Ja, Turm wieder mega Zug. loswerden. Und Razorneck das wird ist voll am jetzt. Start jetzt hier. Jawohl, tauschen, komm.
Ja, Ja, okay. nee, Moment, jetzt verliert Ja. er den Bauern. Das war nicht gut. Ja, stimmt. Ja, das hat jetzt Er übertrieben. kriegt nicht den Moment mal. D6 gedeckt. Was ist denn Jetzt mit, was ist fällt der denn mit dem F7. D-Bauern? Ja, aber der alleine macht den Kohl nicht fett, kann auch immer vom Läufer gehalten werden. Jetzt steht Weiß gut. Oh, da bin ich am Frohlocken, bin ich da. Weiterspielen, Da weiterspielen, bin ich am Frohlocken. weiterspielen. Turm F7, aber jetzt einfach König. Ja, schönes Ding. Nicht den Turm reinlassen. König G1. Turm A7. Ein Zug der Verzweiflung. So, D3, das ist sein letzter Trumpf, aber der wird hier entweder vom König oder vom Läufer aufgehalten und das ist doch gleich die Führung. Einfach hier, ja, schön, nichts zulassen, nichts zulassen, genau, nichts D2 zulassen. kommen. Oh, D2, oh, da hat er noch einen rausgeholt und schiebt, schlägt ihn sofort, aber er hat auch 1000 Bauern mehr. Das wird er auch trotzdem jetzt holen hier. Schiebt, das holt sie ja trotzdem, Den komm. H-Bauern mäßiger. Ja, aber es ist nicht. Einfach den A-Bauer nach vorne schieben, der Ja, ist es doch schon ist viel hier. weiter vor. Aber trotzdem. König C5, okay, und Ah, dann steht Turm hinter. E6, ja. Turm E6. Hab ich die Turm Scheiße mit an den dem Flossen Bauern. hier mit diesem Sub-Battles? Das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist unglaublich. Was hast du, was? Die Scheiße an den Flossen. Die Scheiße an die Flossen. Mit Was ist denn plus das für zwei ein jetzt verliere ich ja drei in was ist denn Folge. das für ein Ausdruck? Oh Gott. Okay, das. Gibt's doch gar Also. nicht. Aber ich muss sagen, das Niveau ist gut. Also die Das spielen sehr gut. Niveau, ja. Das ist eine spannende Partie. Man hätte auch einfach weiter vorgehen können mit dem Bauern. König B4 und der da winkt eine neue Dame. Turm Schade. C8. Ja. Okay, das ist durch. Wow. Ja, spannend. Also, es wurde eigentlich in der Zeitnotschlacht da entschieden und dann dieser eine fette Fehler von Razanek, Turm D7, was den Turm verloren hat. Aber da war es sowieso schon schwierig. Er hätte nicht alles auf F6 tauschen dürfen. Das war verfrüht. Ja, das war nicht so einfach zu sehen. Wenn er den Läufer nicht stehen lässt, ist alles gut. Ja, wenn er an der Stelle Der König Bauer G7 auf D3 ist beispielsweise halt macht. super stark. Ah, gut. Vorbei. Okay. Phaseus gegen Katanga. Und das ist natürlich ein geiles Match, weil das hatten wir schon letztes Mal, genau mit der gleichen Farbverteilung. Ja. Und da haben wir uns beide echt, meine Güte, das war so ein heftiges Match zwischen den beiden. Und K.O. Kann es geht auch damals. schon los. Ja, es war damals K.O. Kann. Und es ist kein Davor Zufall, dass wir hier wieder Katanga. dieselben Farben haben. Bitte mutet euch, falls noch nicht geschehen. Phaseus und Skandinavisch Hatanga. Und diesmal. diesmal Ja, Hatanga hat sich danke. was überlegt. Nee, das war auch nicht K.O. Kann. Das war genau diese Variante, glaube ich. Das war Nee. genau diese Variante. Nein, Doch. es war K.O. Kann. Nein, das war diese Variante. Und dann haben sie getauscht auf D5, hat er irgendwann getauscht. Ja, das war Wirklich? so. Ja? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich dachte, das wäre Karo Kann gewesen. Nee, das war dann nur diese Struktur, die auch über Panov entsteht, aber ich glaube, das war über diese Variante. Okay, du könntest recht haben, ja. Ja, okay. Und Hatanga, oh, bietet mal wieder Remis an. Was ist denn hier los? Ist das Was? Wieso bietet irgendwie. er denn Remis an? Das hat er im letzten Match auch schon gemacht. Ich weiß Er nicht, hat vielleicht ist Angst. das so Er hat Angst. seine Strategie, einfach mal so ein frühes Remis-Angebot einstreuen, so ein bisschen den Gegner ja zu kitzeln. Oh Mann. Aber ja, eigentlich wird das nicht gerne gesehen im Team Husche hier, frühere Remis-Angebote, ne? Dafür sind wir nicht hier. So, Necronomicon sagt, Huschi hat recht, Hatanga hat doch letztes Mal dieses Dame Scandi gespielt. Ja, dafür habe ich ihn Okay, wahrscheinlich schon okay. letztes Mal ein bisschen gerügt, weil die Variante ist nicht besonders gut. Weiß will das Läuferpaar haben, spielt deswegen A3. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt auch noch abgeben, den zweiten Läufer. Das Ding ist aber bei der Variante, eigentlich rochiert man lang und spielt G4 in diesen Varianten. Das, ja, finde ich persönlich auch ein bisschen attraktiver und interessanter, aber auch so steht Weiß mit dem Läuferpaar einen Tick besser. Ja, aber Turm A1. Bin ich mir nicht sicher, warum den Turm dahin und nicht den anderen. Was macht der Turm auf F1 jetzt? Jetzt Jetzt bitte springt nicht er schon wieder auf. die. Ja, jetzt wird Bitte nicht geschlagen, dann wieder. haben wir wieder dieselbe Nein, die gleiche Struktur. Struktur. Ja, bitte nicht. Läufer D10. Was meinst du, Läufer C1? Ja. Naja, aber jetzt Bitte verschlechtert man nicht. einfach die Struktur. Ja, Yes! Läufer D2 halt. Ne? Ich Da meine, ist kann er das ja Matt! machen. Da ist das Matt! Florian Amacher ist neues Macher. Mitglied. Vielen Dank dir! Vielen Dank, dass du dabei bist. So, Läufer C1. Ja, ich würde jetzt schlagen und dann C5 oder sowas in der Art. Kann man mal Ich verstehe machen. nicht, warum Weiß die Türme so aufgestellt hat. Der Turm auf F1 ist geblockt von den eigenen Figuren. Bisschen Turm seltsam. AD1, Turm FE1 wäre logisch Genau, gewesen. Türme gehören nach D1 und E1 in dieser Stellung. Dame A5, schöner Zug, Doppelangriff gegen die beiden Bauern. Ja, Läufer C1 war nicht gut. Da ist jetzt schon ein Bäuerchen weg, oder? Ja, sieht so aus. Du bist schon, ich sehe schon, deine Ah, ich Stimmung weiß. nähert sich dem Keller.
Aber bisher, ich sag mal so, Ja, okay, oh, das war der Plan F4. von Weiß, aber es ist nicht Okay. realistisch, was er macht. Und es ist eigentlich genau der gleiche Plan, den er schon in der ersten Partie probiert hat. Und der war schon in der ersten Partie strategisch nicht richtig. Ja, hier kann man dich auf die Palme bringen mit Phasos, ne? Und seinen strategischen Ideen. Das war schon letztes Mal so. So. Ja, Schwarz kann auf C3 oder auf A3 schlagen. Ah, vom Baum, ja. Dame steht C3. Jetzt hängt auch der Bau auf D4. Vielleicht Ja, macht Weiß D4 noch. hängt auch noch mit Schach, ne? Ist das auch das Hängt mit Problem? Schach, aber gut. Läufer E3 ist auch eine Antwort. Also man könnte F5 spielen oder König H1, um dann auf Dame König springt D4, H1, Läufer ja. H7 zu haben. Das ist alles sehr spekulativ, was Weiß hier macht. Das ist strategisch sehr, sehr, naja, nicht riskant, das ist einfach strategisch wahrscheinlich schlecht. Oh, Und er gießt noch überaus weiter Öl riskant, ins ja, Feuer. er greift einfach an und hofft irgendwie, dass Schwarz im Angriffswirbel untergeht. Aber ich finde, Versuch jetzt ganz mal von der Hand positiv zu zu sehen. weisen, ist es auch nicht. Nein, ist natürlich nicht leicht. Weiß macht einen super Angriff. Ich bin mir sicher, dass das hier gewonnen ist für ihn. Dame D4, Schach, König H1, zwei Bauern weniger, interessiert Nee, keinen. Läufer E3, Läufer E3. Und dann hängt auch der auf E6. Hier auf der D-Linie ist auch ein bisschen Rambazamba. Also gewisse Ja, Chancen hat Weiß hier auf jeden Fall. aber, hä? Was denn? Ich habe nicht verstanden, was du meinst. König Läufer? H1 ist doch logisch, oder? Ja, aber jetzt hat der Schwarz noch mal mehr Zeit. Also jetzt kann Ja, der aber was ist Läufer Läufer? F6 spielen vielleicht oder so. Läufer E3 wäre dagegen mit Tempo gewesen. Oder E5 ist auch gut. E5, um die Damen zu decken. Es gibt viele gute Züge für Schwarz. Er muss natürlich verteidigen. Er muss jetzt auf jeden Fall ein bisschen was tun gegen die Drohung hier. F schlägt E6 und Läufer schlägt H7 vor allem. Weil es gibt ein paar lose Figuren in der schwarzen Steuerung, ein paar ungedeckte Figuren. Also Läufer E3 hätte mir besser gefallen für Weiß eben. Aber Weiß hat Probleme. Er lässt sich sehr viel Zeit. Ja, Schwarz meinst Offensichtlich ist du? Schwarz. Er lässt sich sehr viel Zeit. Offensichtlich sind solche Stellungen für ihn schwierig, die besten Züge zu finden. Ja. Ja, die Zeit könnte hier ein wichtiger Faktor sein. Vielleicht ist Faser, das ist einfach seine Strategie. Schnell und drauf los, aggressiv. Dame Dame E6, okay. D6. Ja, bei Faso ist nicht sehr schnell raus irgendwie. Was mit? Bisschen Vielleicht zu Dame schnell. H5 jetzt, weiß ich nicht. Gut, Dame Dame H5, komm. H5. Sieht sehr stark aus. Ja, Dame H5 sieht Und dann Springer tatsächlich. F6, Turm F6, 1-0, komm. Naja, das 1-0 würde ich Naja. nicht direkt unterschreiben. Doch. Ich auch nicht, aber ich auch. Doch, Aber klar. das muss irgendwie der Weg sein. Wie, was Ja, heißt klar, denn? Dame Klar. H5. Ja, Hallo. Turm F6, Turm F6 und der König kommt nach F7. Ich glaube, es könnte Remis. Nee, ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, aber warum überlegt er Aber. jetzt nicht? Dame H5 ist so offensichtlich, oder nicht? Ja, hat hier sicherlich auch andere Züge. So Läufer C4 könnte man noch machen. Dame schlägt D1, Läufer schlägt E6. Ist auch nicht so dumm. Kommt Turm F1 Schach, hallo? Was ist das denn? Nein! Jetzt Läufer Nein, C4, immer noch komm. Läufer C4. Ich finde, das ist. Weiß steht besser nach Läufer C4. Ach nee, er hat immer noch einen Bauern weniger. Aber Läufer C4 hätte ich doch für den besseren Weg gehalten, sich im Endspiel irgendwie zu retten. Weil jetzt Springer E5, oder? Ah, dann kommt Läufer schlägt H7 wahrscheinlich. E5 spielt er. Oh, das schwächt doch die weißen Felder erheblich. Turm D1 auch eine Idee hier? Oder Läufer C4 und dann Turm D1? Gewinnt das nicht schon Material, Läufer C4 und Turm D1? Aber Schwarz hat noch Springer F6 als Antwort eventuell und dann den Gegenangriff gegen die weiße Dame auf G4. Okay, worüber denkt er nach? 10 König in die Ecke, Junge. Worüber denkst du nach? Turm D1, jetzt, er muss Springer F6 machen, das ist der einzige Zug. Springer Ich F6, weiß. Gegenangriff. Ja, aber das sieht er. Ja, Moment, Turm schlägt D6, Springer schlägt G4, Turm D7. Beide Figuren hängen, Springer F2 Hallo, Schach, König Turm G1. F1 geht gar nicht. Turm F1 geht gar nicht, stimmt. Nee, der Läufer deckt das Feld. Jetzt nehmen die blöde Dame. Aber vielleicht sollte er was anderes spielen. Turm schlägt D6, Springer schlägt G4. So, jetzt Turm D7, Springer Ja, F2 Turm Schach. D7. Ja, König H1, G1, komm. König H2 ist Was? besser, aber sonst kommt Nein! Läufer C5, doch. Läufer C5, hast recht. König Sorry. H2 ist besser. Sorry. Läufer F6, oh, Turm Das schlägt sieht jetzt gut B7. aus. Läufer E3, was macht der Springer eigentlich? Der Okay, er hat Springer kommt zugelegt. zurück, aber Weiß steht aktiv und Aber sammelt ich jetzt die kann das Bauern nicht, ein. Mensch. Wir nehmen Bitte? B7. Ja, B5 jetzt, B5, komm. Hataga, Springer Was G5. macht der Wohin des Kollege? Weges? Läufer C5. Aber der will Nee, auch das nicht den ist. Bauern haben. Aber Weiß steht sehr gut hier. Sehr, sehr gut jetzt. Die Läufer, der A-Freibauer ist unglaublich stark. Schwarze Figuren sind nicht koordiniert. Aber er Wenig geht Zeit zurück. für Hataga. Ja, schöner Zug, Läufer B6. Ja, Grundreihe ist das Springer Problem. D6 liegt in der Luft. Springer D6 ist wichtige Idee.
Läufer D3 hat das auch nochmal pariert. Aber Nicht nach nicht. G5, wohin des Weges auf G5? Bring ihn nach D6, Spiel E4. Du regst dich ja noch mehr auf, als ich, wie geil, ey. Und er bietet wieder Remis an, hat dann gerade nochmal mit dem Nein! Remis-Angebot. Der Turm hängt! Der Turm Oh hängt! Gott, oh Das Gott. gibt es nicht! Oh Gott, ich dachte schon, es wäre vorbei, aber es ist auch so mehr oder weniger vorbei, habe ich das Gefühl. Läufer Na, E4, Moment, bitte. Moment, Läufer E4, Läufer Nee, das E5 ist gar Schach. nicht vorbei. Ja, aber der Afra-Bauer, der ist Ich verdammt weiß, stark. es ist gestartet. Jetzt zieh den A-Bauern vor. Was macht der denn? Top C5. Zieh den blöden Bauern vor. Freibauern Top müssen C3 laufen. Schach. Oh, jetzt Tom Turm Schicke schließt mit 7. sieben oder sowas. Tom Keine Schicke Ahnung, aber 7. was Ja, macht er, macht er. macht er. Okay, Ja, das wenigstens sind zwei kämpft Bauern um den jetzt. Das Sieg. sind zwei Okay, Bauern. wenigstens kämpft jetzt nur einer um den Sieg. Ja, Oh. das war's. Oh, ich Ja, aber glaube, das ist. dieses Na, er Match zieht müssen wir den. häufiger haben. Das Problem ist, er zieht den Bauern nicht vor, den Freibauern. Zieh den Freibauern vor. Ja, er wird ihn schon noch vorziehen. Das holt er sich. Ich glaube, du kannst hier beruhigt jetzt durchatmen. Nee, das ist nicht so leicht gewonnen. Doch, jetzt wahrscheinlich schon, ne? Doch, klar, einfach rüberlaufen. Wo ist Ja, das jetzt ist Problem? es gewonnen. Ja, jetzt ist gewonnen. Oh, meine Nerven. D3, nimm den Blauen weg. Oh. Ja, witzigerweise, ach so, nee, Quatsch. Ja, genau, ist Aufgabe reif. Rambazamba, vielen Dank. Und sagt, Aber. Rambazamba gibt es nicht nur auf dem Brett, lieber GM. Und immer schön zu sehen, wie ihr hier Spaß habt. 5,49 €, danke dir. Aber die Partie lief genau wie letztes Mal, ne? Joa. Weiß greift strategisch eigentlich nicht richtig an, Also. aber Schwarz kommt nicht klar mit dem Angriff und patzt taktisch. Das ist sehr interessant von der Psychologie her. Ja, ich glaube, Das das heißt, Match müssen wir noch häufiger haben. Obwohl eigentlich nicht, weil es läuft dann immer am sagt Ende zu uns auch, Ungunsten von mir und Tatanka. nee, aber das sagt uns auch, dass es dieses dynamische Spiel nach vorne und den Gegner unter Druck setzen häufig, auch wenn man strategisch nicht richtig spielt, einfach die richtige Spielweise ist, im Online-Schach zumindest, ne? Du hörst gar nicht zu. Okay, 4-4. Ich habe absolut zugehört und ich stimme dir zu, du kannst da gerne ein Video draus machen. Nämlich zum Thema, ja, Angriffe abwehren und strategisch on point spielen. So, Niklas Dederichs, vielen Dank für die Glückwünsche. Schön, dass du dabei bist. Danke dir für das Lob. Ja, wir haben jetzt ein hochkarätiges Duell, lieber Georgius. Ja, ich weiß, Puff Morris gegen Blubberlich. Blubber! Blubber ist am Start! Der ist ja immer beim Start bei dir. Der ist immer am Start, das ist die Legende. Und ihr könnt euch jetzt herausfordern und dann darf es auch beginnen. Und ich hoffe, das ist dann nochmal die Führung, bevor wir in die Rückrunde gehen. Das stimmt. Oh, ich muss Puff Morris wäre schon wieder. Wie wird er denn geschrieben? Puff Unterstrich oder Bindestrich? Puff-Bindestrich Morris. Puff-Bindestrich. Ja, Puff Morris. Das hört sich so. Wo ist er denn? Da. Noch haben die sich nicht herausgefordert. Noch Das ist jetzt nicht. eine 3. Noch nicht. 3 plus 2 Partie, das ist Blitzen. Genau, 3 plus 2 steht an. Blubber ist auf jeden Fall online. Ist Puff online? Dann können sich die beiden jetzt definitiv herausfordern. Danke. So, Ja. jetzt. Danke, Pneumokrat, für das Lob. Genau, es geht darum, dass Puff auch mal spielt, nicht immer Fritzi. Und Puff ist gerade Sub. Genau. Ja, auf geht's. Auf geht's. Mutet euch bitte, falls noch nicht geschehen. Und jetzt haben wir ein spannendes Duell zwischen Blubberlutsch FC04 und Puff Morris. Wer Ah. wird siegen? Das ist alles, was machen die so schnell? Trompowski, mein Lieber, ist das. Ja, aber das scheint vorbereitet zu sein Das von Puff. ist hier Theorie und Blubber haut die Züge raus. Der ist in der Öffnung sehr versiert, glaube ich. Ja, aber ist das gut, was er spielt? Dame A5 Schach könnte man jetzt auch machen, ne? Und Ja, dann Bauern nach Dame vorne. A5, oder? Bei B4 Springer schlägt B4. Ja. A5 könnte man auch machen. Aber Dame A5 Schach sieht vernünftig aus, Springer C3. Jetzt mache ich mir Okay, Sorgen, dass, also für Schwarz mache ich mir Sorgen, dass er den Bauern nicht zurückbekommt, ja. Springer A4. Das sieht gut aus. Ja, aber das sind komische Varianten, ne, die hier ausgepackt werden. Moderne Schach, mein Ja. Lieber. F5, okay. Öffnet die Diagonale für Ja. den Läufer. Puff spielt aber schnell, das weiß ich. Der spielt schnell. Ja, Läufer B5 ist gut, gefällt mir nicht aus weißer Sicht, sehr gut. Wie, gefällt dir nicht aus weißer Sicht? Naja, was will er den Springer tauschen oder was? Oh, erstmal den Läufer entwickeln, warum nicht?
War nach B5. War gut. Springer Egal. F3. Läufer G7. Läufer G7. Kurze Rochade. Schwarz hat ein schönes Zentrum. Der Bauer auf C5 ist natürlich nervig, dass den Weiß mehr hat, aber die weißen Figuren stehen so ein bisschen abseitig. Also ich würde lieber die weißen Steine nehmen und wir können uns einmal bei Hamad bedanken, der sagt, will einfach mal ein Danke da lassen, dass ihr beide meine Schachliebe geweckt hat. Ah, das. Danke. Freut mich, freut uns. Ja. So, Ja, kurze das haben wir Frage. ja in den letzten Monaten sehr häufig gehört. Ne? Ach ja, aber ich kann das gar nicht häufig genug hören. Also, ja, das wollte ich gerade sagen. Man kann es nicht häufig genug hören, genau, ja. Also das ist ja auch irgendwie so, warum wir es machen, ne? Um unsere Liebe für das Spiel weiterzugeben, unser Wissen und unsere Leidenschaft. Und das freut uns natürlich, wenn das dann so auch empfangen wird. So, C3, okay. Na, ich kenne diese Struktur mit Weiß als Karo kann auch. Gibt immer wieder mit Weiß solche Stellungen, wo Schwarz den Bauern auf C5, den C-Bauern hinterherläuft. Es ist nicht so leicht immer zu spielen. Springer B6, okay. Turm B8. B8, Kann Dame man A4 machen. könnte man mal machen. Ja, ich denke, Weiß steht hier mittlerweile ziemlich gut. Ja, wahrscheinlich. Der Computer wird sagen, besser für Weiß, aber ich weiß nicht, F4, vielleicht Ja, Dame E7 vielleicht. zurück. Aber Dame A4, nee, das Tauschen auf C6 hat mir nicht so Ja, gut gefallen. das zum Beispiel dynamisch betrachtet gefällt mir das nicht, was Weiß macht. Okay, ich kann nicht Läufer A6 machen wegen Springer D7. Das ist natürlich Aber doof. E5 und so weiter, also Schwarz hat Ja. jetzt das Läuferpaar und wenn die zum Leben E5. erwecken, E5, erwachen. komm. E5 ist ein sehr starker Zug, wonach ich. Der spielt sehr materiell, der Weiße gerade. Ja, das ist mir ein bisschen zu materiell. Einfach direkt Dame A4. Ich glaube, es hätte das komplette Gegenspiel rausgenommen von Schwarz und dann lange Rochade könnte man sogar drüber nachdenken. Aber. Er hat Okay. Probleme, E5 zu finden. Er hat er gefunden. Hat er Gut. gefunden. Dame schickt A5 Ja. direkt Zugriff und Yes! F4. F4, Dann ist genau. das Schön matt. aggressiv. Was heißt aggressiv, ne? E4, F3 und solche Geschichten, das ist nicht so leicht. Schwarz hat Ich Läuferpaar. nehme auf, würde auf jeden Fall Schwarz hier nehmen. Auf jeden Fall Schwarz Ja, hier. E4, F3. Boah, Ja, was ein sieht Angriff. gefährlich aus. So, Masse Sass, Nein! vielen Dank für deine Unterstützung als Mitglied. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Und Peter-CBBO, vielen Dank für deine Spende, 20 Euro. Lieben Dank für den unglaublichen Fun hier und euren Einsatz fürs Schachspiel. Danke Das mal dir. ganz im Ernst. E4, F3 war schon fast 0-1, ey. Ja, das sah sehr Egal. gefährlich aus hier, E4 und F3. Na, aber Läufer G4. das ist. Jetzt öffnet die F-Linie, das ist gut für Weiß. Das ist nicht so logisch. Na, die Dame ist noch recht weit weg, wenn man jetzt irgendwie den Naja. G3 kriegen kann, Dame aber G5. Worüber denkt ja, er nach? es geht nicht so schnell, ne? Dame G5. Die weiße Dame ist ja. Dame H6. Oh, auch interessant. Er will E4, Läufer E5 spielen, oder was? Vielleicht, ja. Also solange die Dame hier weit vom Schuss ist und der Springer auch, hat Schwarz auf Naja, jeden Fall die Chancen und weiße Dame. die beiden Mehrbauern von Weiß, die zählen nicht viel hier. Was zählt, ist der König. Auch F5, F4 wiederum, einfach nach vorne, wobei F5 erlaubt Springer D7, das kann man nicht machen. Nein, aber E4 sieht doch. Worauf wartet er? Er hat Angst vor H3 vielleicht, wegen Schlagen und so. Wahrscheinlich hat er recht sogar. Aber Wie E4, H3, läuft E5 Läufer trotzdem, oder? E5. Läufer E5 würden wir machen, aber wir sehen das. Die Ja Frage gut, wir haben ist. hier Puff Morris am Start. Ja, sicher, der sieht 2,63. das auch. Aber er ist schon bei 45 Sekunden runter. D4? D4. Das ist natürlich seltsam. Aha, geht hier auf diese Festung, aber die Dame deckt den Springer von D2. Also zumindest einmal kann Weiß auf D4 schlagen, aber es öffnet auch das Feld E5. Ist auch interessant. Ritzy, danke für die 20, für den Raid mit 20 Leuten. Du hast bis jetzt noch gestreamt und guckst nicht unseren Sub-Battle. Ich glaube, ich spinne. Frechheit. Danke, danke dir. So. Ich würde einfach. Ich weiß gar nicht, was soll ich machen hier? Irgendwie muss die Dame zurück. Was ist denn mit so einem Zug wie. Dame B4? Naja, nee. Gefällt mir auch nicht so sehr. Springer C4 vielleicht. Aber eigentlich ist das die falsche Richtung. D4 gefällt mir überhaupt nicht, weil es dem Gegner einfach zu viele Felder gibt für seine Figuren. Klar, jetzt kommt ein Schach. Ja. Ja, aber du hast recht. Eigentlich jetzt sind die Türme geöffnet und Hallo? die Weiß Damen hat sind auch. 1000 Felder für seine Ja. Figuren jetzt. Das ist völlig sinnlos. Ah, sorry. Ja, Naja, egal. also wenn der Läufer auf E5 auftaucht, dann ist es nach wie vor, brennt die Ich Hütte weiß. Lichterloh bei Weiß. Aber Aber was ist die kann Frage, Weiß ob er es machen schafft. dagegen? Ganz simpel. Springer C4. Springer C4 kann den Springer zurückbringen beispielsweise. Ja, und auch deutlicher Zeitvorteil für Blubber. Okay, es gibt Läufer E2-Geschichten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt. Also, Aber. die Chancen sind noch da, aber wenn Weiß hier noch ein paar genaue Züge macht, dann dürfte das deutlich besser sein für Weiß mit zwei Mehrbauern.
Das schafft er, der Puff. Bin ganz sicher. Der pafft sich noch ein. Der hat sich vorher einen gepafft. Was ist dieses Puff? Was ist das denn? Da B4, guter Zug. Ja, es hängt G4, ne, Mit danach. Oh Schach, Gott, oh ja. Gott. Oh Gott, oh Dame Gott. B4 ist ein richtig fieser Zug wahrscheinlich sogar. Ja. Dame G7 oder so muss vermutlich kommen, um den Läufer zu decken. Oder Ja, Turm Dame D8. G7. Turm D8 könnte man vielleicht auch mal. Dame G7 hat er Ja. gefunden. Okay, Weiß hat natürlich zwei Bauern mehr. Das ist viel. Ja, Turm Vor allen E4 Dingen. mit weiteren Figuren zu tauschen, könnte man überlegen. Naja, kann tauschen halt, ne? Aber das Ding ist, Blubberlutsch wird auch immer in Zeitungen so ein bisschen nervös, ist mir aufgefallen, gegen Ja, Fritz. auf jeden Ja? Fall. Ja gut, gegen Fritzi, da wird jeder nervös in Zeitmann, ne? Kein Scheiß, ey, gegen Ich Fritz ist weiß das nicht, ob immer du das schwer. gesehen hast zwischen Giri und Ja, Fritzi. klar. Ja, Und zum Teil nur, zum ja, Teil nur. Fritzi hat einfach in 20 Partien oder mehr, 25 Partien, hat er kein einziges Mal auf Zeit verloren. Das war abartig. Also das war Der ist ja ohne so, so Aufschlag. schnell, ich weiß, es ist verrückt, es Das ist ist verrückt. verrückt, ja. Springer C4, ja, ist in Ordnung, aber Das ist wenn. sowieso ein Zeit, das sind Zeitdingen jetzt. Die haben beide keine Zeit mehr. Aber sie kriegen immerhin 2 Sekunden oben drauf. Läufer E6, gut, Ja, der Springer taucht auf das ist ja nicht D6. so wahnsinnig viel. Ist nicht wahnsinnig viel, aber müsste eigentlich genügen. Das ist jetzt einfach ein Zeitding. Läufer, Ja, ja, diese ist. Läufer, die sind giftig in dieser Stellung, ne? Läufer D5, Ist, guter Zug. ja, aber es droht nichts. Es droht Es droht noch nichts. nichts. Läufer C5 vielleicht? Ah ja, Lauf steht C5, wäre es auf jeden Fall Läufer gewesen. C5, meine Güte, hat er übersehen, B4. schade. Nee, lass doch den Bauern, lass doch die Kette intakt. Jetzt gibt den Bauern noch B2 ab. Ja, aber das ist doch C6, sofort gewonnen. C7. C6, C7 vielleicht? Das Turm F2, okay. ist komplett over. Pneumokrat, vielen Dank für den Support über Superchat. Ah, jetzt ist es over, ja. Jetzt ist Turm F8, geht sogar auf Matt. Okay, er tauscht einfach alles runter. Ist auch okay. Und das war's. Ja, da weiß Huiuiuiui. man, was man schon, woran man ansetzen muss, wenn man das sieht, als Tipp für den Spieler. Ja, auch hier dynamisches Spiel, ne? So ein Ja, bisschen. das dynamische Schach, Aber genau. das Das muss ist verbessert auch einfach schwierig. Also das ist auch eine Kunst für sich, im richtigen Moment dann dynamisch zu spielen, wie auch genau. Und ja, spannende Partie. Wir haben die Hinrunde durch. Ich würde mir kurz was zu trinken holen. werden. Ja. Und dann können wir mit der Rückrunde starten. Und kurz noch Dank an Harry Davidson für die 5 Euro und sagt, super, ihr zwei macht so weiter, das machen wir. Also ich finde, das mal wieder ein richtig spannendes Subpaddle, schöne Partien, sehr qualitativ hochwertige Partien. Ich glaube, bisher unser qualitativ bestes Subpaddle und wir haben noch die Rückrunde vor uns. Das sind nochmal 7 Partien. Also bleibt auf jeden Fall dran, gleich geht's weiter. Steht 5 zu 4 jetzt für Huschi Muschi. Also die ganz Rückrunde stimmt nicht. Es sind 16 Partien. 9 sind gespielt, aber ganz, ganz enges Match. 5 zu 4. Gleich spielen Theobald Tiger gegen Bertel 96. Die können sich ja schon mal herausfordern. Theobald Tiger mit Weiß, logischerweise. Das heißt, wir haben noch einmal mehr Weiß in verbleibenden Partien. Aber fangt bitte noch nicht an. Ihr könnt euch herausfordern, aber fangt bitte noch nicht an. Und immer schön muten. Warum lügen wir? Was meint ihr? Puff Morris hatte gar keine 2-4. Ja, gut, okay, das ist ja jetzt. Was meinst du denn, Kuchen TV? Warum lügen wir? Was meinst du denn? So, keine 2-4, ja. Ob 2-3-7-60. Er spielt aber wie 2-4. So, dann kann es weitergehen von meiner Seite Ja, aus. weg ist er. Und wir haben die Partie Theobald Tiger gegen Bertel 96. Die haben schon angefangen. Theobald Okay, spielt mit Weiß. alles klar, dann komme ich mal C4. rein. So, jetzt muss der Ausgleich her. Kuchen TV schaut zu. Sehr schön. Grüße Kann er was gehen lernen? raus. Kann er was lernen? Theobald Tiger mit C4, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Wir haben jetzt 5 plus 3 auf der Uhr und E5. Die englische Eröffnung ist auf dem Brett. Ja, es schauen viele zu, aber ich kann jetzt nicht irgendwie 600 Leute grüßen, persönlich. Aber Kuchen TV ist ein Ehrengast, den kann man mal grüßen. Ne? Auf jeden Grüße Fall. nach Braunschweig. Ich weiß nicht, der hat auch mal Probleme mit seinem Vodafone-Account, genau wie ich. Ist auch mal ein paar Ja, Parallelen zu mir. vielleicht sollt ihr mal wechseln. Wie wär's? Und das Ding ist, wir haben jetzt fast 10 Uhr und der Upload ist immer noch nicht perfekt, sehe ich gerade. Naja, das ist Aber nervig. Hauptsache es geht.
Hauptsache, es geht Ja, irgendwie, ne? es scheint so zu gehen zum E3. Scheint zu gehen. E3 ist ein stranger Move. Er opfert den Bauern C4 und schwächt das Feld D3. Das ist nicht klar, warum E3 macht. Ja, normalerweise schlägt man auf D5. Gut, der Bau auf C4, der wird jetzt direkt zurückgewonnen. Ja, aber das Feld D3 ist eine Schwäche hier. Darauf muss man aufpassen im Englischen. Wenn man diese Variante spielt in der englischen Partie, E3 ist in der Regel in Kombination mit Läufer G2 mit Vorsicht zu genießen. Wegen des schwachen Feldes D3 jetzt, ne? Stellt euch vor, Schwarz macht jetzt den, kommt da rein. Ja, was willst du dagegen machen? Stehst du dann da? Also das mit dem Feld D3 finde ich ein bisschen unglücklich. So, die Dame ist angegriffen, die muss zurück. Die kann auch problemlos nach C2, hat er gemacht. Verhindert dadurch auch Läufer F5, das ist gut. Ja, Läufer D5 würde mich jetzt irgendwie anlachen, eventuell direkt die Läufe zu tauschen. Weiß muss aber nicht mitmachen, könnte E4 spielen. Ja. Ich hoffe, Weiß kommt noch einigermaßen aus der Eröffnung jetzt Oh, raus, weil. Springer A6 ist gut hier. Springer A6? Huiuiui. Ja, klar. Feld D3 ist nicht gut, Anfällig, was man ja. ja. Es ist zu schwierig, das zu sehen, wenn man das nicht kennt. Man Ja, hat. also, aber was man sich merken kann, ist hier diese Konstellation, und das Weiß G3 und E3 gespielt hat. In den meisten Fällen möchte man genau das eben vermeiden, damit nicht diese Felder geschwächt werden. Hier sehen wir es jetzt, das Feld F3 und auch das Feld D3. Und was Weiß unbedingt machen muss in einem der nächsten Züge ist, unbedingt ist D4 oder F4, aber D4, damit der Läufer rauskommt, damit die Schwäche des Feldes D3 sich nicht mehr so bemerkbar macht. Er muss diesen Bauern nach vorne ziehen. Ja. Jetzt sowieso, weil der Springer auch noch schön auf dem Präsentierteller steht. Mit Auf D4 dem angreift. Präsentierteller. Ja, Springer C5. Ist nicht ganz klar, wohin der Springer hier möchte, weil nach D3 wird er nicht mehr kommen, wenn Weiß jetzt richtig reagiert. Er könnte auch mit B4 reagieren, das wäre auch eine Möglichkeit, aber er spielt D4. Jetzt mit der Businessleitung geht es ohne Probleme, sagt KuchenTV. Aha. Ja, ich befürchte nur vorübergehend, weil strukturelle Probleme werden auch von Businessleitungen nicht wirklich auf Dauer aufgefangen, glaube ich. Natürlich kann sich Vodafone nicht erlauben, eine Businessleitung zu verkaufen und dann die gleichen strukturellen Probleme an den Tag zu legen. Ja, dann weißt du ja, was deine Lösung ist. Nee, das habe ich schon so ein bisschen recherchiert auch und gesprochen Okay. im Techniker. Naja. Er kommt weiter zur Partie hier. Ja. Springer D4. Jetzt ist gut. Greift den E6 an. Das Genau. geht einigermaßen jetzt. Läufer Das ist C4 okay. könnte man machen und den Turm auf F1 angreifen. Aber man sollte den Läufer, würde ich mal behaupten, irgendwie auf dem Brett behalten, wenn das sinnvoll möglich ist. Aber so langsam habe ich das Gefühl, übernimmt Weiß das Ruder. Läufer D5, ja, gibt jetzt aber auch den Läufer ab, weil Weiß mit dem Springer den Läufer schlagen kann. Und dann bekommt Schwarz auch eventuell einen isolierten Bauern. Gut, er muss nicht mit dem Bauern wieder schlagen. Ah, Läufer schlägt D5 ist falsch, weil der Läufer ist hier wirklich eine schöne Verteidigungsfigur von dem König und auch der weißen Felder. Und den muss man jetzt nicht abtauschen gegen den Läufer auf Ach D5. so, ja, aber Moment, Schwarz hat ja auch sein Weißfeld gegeben. Ja, aber trotzdem. Ah, er Also, könnte mit dem Springer schlagen. Ah, gut, genau. okay. Ja, jetzt muss er unbedingt den Läufer mal rausbringen. Weiß ist unterentwickelt, ne? Der Läufer auf C1 spielt nicht mit, sowas wie B3, Läufer B2 Oder Läufer oder D2, Läufer Läufer D2. C3. Auf jeden Fall der Läufer, der will ins Spiel kommen. Das ist ja auch eine der goldenen Öffnungsprinzipien. Alle Leichtfiguren erstmal entwickeln. Und diese letzte Regel wurde noch nicht befolgt von Weiß und das kann jetzt nachholen und tut das auch mit B3. Ja. Ja, Turm auf die offenen Linien wäre hier sinnvoll, Turm nach C8. Er spielt Springer E4, ist auch in Ordnung, Springer steht hier gut. Wichtig ist jetzt, den Läufer rauszubringen, Läufer B2 zu Ende zu entwickeln. Was sonst, ne? Ich meine, was will man sonst hier ziehen? Ja, das stimmt. Schwarz droht nichts, also den Läufer entwickeln. Vor allen Dingen droht Schwarz Turm C8, Springer C3 eventuell. Solche Geschichten. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. So ist es. Ja, aber Theobald Tiger, ich frage mich, ob Theobald das, Tiger, ja. ist das jetzt, Aus ist Österreich. Theobald sein Name oder ist er Theo Nee, nee, und nee, wird nee, bald zu weder Tiger? noch. Nee, das kann ich aus Österreich. Quatsch. Theobald ist. Ich weiß, nee, das ist nicht sein Name. Er heißt anders, das Ich glaube, weiß es ist sein ich. Name. Ich glaube, sein Nein, ich habe ja Klarname schon mal ist mit. Theobald Tiger. Ich habe schon mal mit ihm geschrieben. Der hat sich anders vorgestellt. Ach so. Oder er In wird der bald Mail. zum Tiger. Mal sehen, ob er hier noch zum Tiger wird. So, Turm C8 greift die Dame an. Die sollte ziehen.
E2, D3. Ja, E2, D3, die muss auf jeden Fall weg. Man hat gar nicht so viele Felder für die Dame. Ja, wieso nicht? Und dann Turm C1 und die Partie plätschert so ein bisschen vor sich hin. Aber Weiß hat erstmal eine vernünftige Struktur. Ja, die bessere Struktur. Ja, die Und weißen Felder sind natürlich schwach, aber. Springer F5 liegt in der Luft. Dame G4 liegt auch mal in der Luft. Es könnte ungemacht drohen gegen den schwarzen König. Ja, aber das ist, ich finde das schwierig zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Sagst du jetzt nur, weil du es noch nicht gesehen hattest. Theobald Tiger war eines der Pseudonyme von Kurt Tucholsky. Das hat er mir sogar selbst geschrieben, auch mal im Chat. Ja. Kannst mal sehen, wie gut ich mich erinnere an solche Sachen. Also ist das Kurt Tucholsky, der hier spielt? Was für ein Ding, ne? Plötzlich spielt Kurt Tucholsky für mein Ja Team gut, hier. wir Was hatten ist ja vorhin los? auch noch schon diesen Gervin Price oder so. Das würde mich jetzt nicht überraschen. Kevin Price. Aha. Ja, da zeigt sich mal wieder unsere Ignoranz. Naja, Kurt Tucholsky ist natürlich schon längst gestorben. Natürlich. Oh, Springer E6 gewinnt einfach eine Qualität. Zu schnell gezogen, leider. F5 hat unnötig den schwarzen König geschwächt und hier auch das Feld E6 freigegeben. Er hat aber zu schnell gezogen. Bitte alle, die noch spielt von meinem Team, nicht immer jeden Zug a Tempo. Guckt 1, 2 Sekunden drauf Ja. auf die Stellung. Es gibt immer 1, 2 Sekunden Minimum. Turm C1 ist natürlich ein guter Zug, Turm auf die offene Linie, aber hier einfach mal schauen, was hat der F4. Gegner jetzt gerade gemacht und F4? Was ist das denn? F4 hat er gerade gemacht, genau. Nein. Oh, das ist aber jetzt aber echt ein Hauen und Stechen hier. Jetzt kann sogar F3 noch kommen, einen Ja, hinterher. Doppel. Er So, hätte und einfach den Bauern gratis haben können mit E schlecht F4. Das war eigentlich total unsinnig, was Schwarz gemacht hat. er hätte den Bauern schlagen können. Okay, mal sehen, was Bertel 96 jetzt aus dem Hut zaubert und Heimig 72 sagt. Deswegen liebe ich die beiden. Huschi, nüchtern, solide Analyse und TBG mit vollem Einsatz, mit Blutdruck. Klasse. Das stimmt aber auch nur halb, ne? Also Huschi geht auch ganz gut. Habt ihr seine Videos nicht gesehen letzter, wo er Ja. sich völlig abgegeiert hat, irgendwie eine Minute lang, wo er Turm nach Turm B3. Ja. Das stimmt doch gar nicht ganz. Also das wird, hier Aber wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. da ging es auch los, mein Lieber. Ich konnte mich nicht beherrschen. Also du hast dich ja Da ging es mehrmals. Ich los. habe mir das heute nochmal als Video angeschaut. Das war ja. Oh. Unglaublich, wie du dich abgegeiert hast. Das ist ja unglaublich. Ja, aber es war auch einfach dieser Zug, kam aus dem Nichts. Der Zug, der hat mich einfach so geschockt, da konnte ich nicht anders. Dame E7 gibt jetzt die Qualität auf, aber vielleicht geht da noch was gegen den Aber bitte, König von bitte, Weiß. bitte nimm gleich den F4 mit dem E-Bauern raus. Bitte nimm ihn raus mit dem E-Bauern. Da droht gar nichts. Nimm ihn bitte raus. Da droht so Hallo. einiges. Der Droht Bau gar ist nichts. vergiftet, eine vergiftete Birne. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Bau. Ja, zum Glück. Okay. Huschi, solltest du mal erträgliches Mikro? Wieso denn? Halt ein bisschen bei dir, glaube ich, bei manchen. Aber ich glaube, die meisten sind daran gewöhnt bei dir inzwischen. Ja, aber ich verstehe das nicht, weil. Also das Mikro ist eigentlich gut. Und ich habe sogar noch so eine. Ich habe noch sogar eine Wand. So eine Wand, die ich so dahinter Okay. stelle. Guck mal, Schwarz kann ich setzt alles auf verstecken. eine Karte hier mit solchen Opfern. Oh Aber ich glaube, ja, volle Kanne. Volle Kanne das kann drauf. man einfach schlagen, den Läufer. Der droht da gar nichts. Aber oh, der droht so einiges. Ist der vergiftete Läufer. Ist klar. Ja, das wird, du wirst gleich sehen. Du wirst gleich sehen, wohin das führt hier. Bertel 96, der holt einen raus. Turm C8 Schach, komm. Der holt einen raus hier mit Dame G5 und dann auf geht's. Da Ja, kommen Turm die C8 Opfer. Schach und Schwarz kann im Prinzip aufgeben, Ja, erstmal einen fast. Schach geben und dann schauen, ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Turm C8, König F7, Dame H5 Schach. Ja. Das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Das sieht eigentlich komplett verloren aus. Ja, es könnte sein, dass hier Weiß zuerst zum Angriff kommt. Ich hoffe, er sieht Dame H5 hier, Chat, weil das ist Game Over eigentlich. Ihr müsst den Läufer auch bedenken auf B2, der deckt diese ganzen Felder hier. Er hat es gesehen und ja, aber Dame H7 einfach. Das ist auch nicht besonders schwierig zu sehen, Dame H7. Tauscht Ja. die Damen von mir aus, komm. Dann hat Hat er Schwarz den keine Turm Partie mehr? an. Ja, Turm mehr reicht. Keine Sperenzchen mit Dame G6. Wobei das auch geht, wahrscheinlich. Gut, gibt es nicht viel zu überlegen. Gab nur einen Zug, König nach E6. Ja, Damentausch ist natürlich der sicherste Weg, ne, jetzt. Wenn man ein bisschen mehr Feuer noch drin haben will, dann lässt man die Damen auf dem Brett. Er hat getauscht, Aber er ja. tauscht, ja. Passt, passt. Passt. Turm C7. Ich meine, jetzt gibt es Jetzt. noch Ja, es Möglichkeiten, müsste sich schon einzustellen. viel Er müsste schief viel gehen. zusammen. Vor Viel allem bei 2 zusammen. Minuten auf der Uhr für Theobald. Oder Kurt, könnte ich ja auch sagen.
Ich sehe aber ein Matt, Niklas, hier Ja, verschwommen. aber dafür musst du erstmal den Turm noch wegziehen. Ja, genau. Das ist jetzt hier gleich, wovor ich Angst habe. Ja, Ja, König A1, einziger. Jetzt zieh bloß nicht den Turm weg von F1. ja, spiel wahrscheinlich sogar noch F3 oder so. F3 bietet sich an. Turm F4 zurück. Ja, okay, egal. Nimmt die nächsten Bauern. Bertel mit keiner Zeit mehr. Ja, König G2, alles super. Das Nicht wär's. König G1, wegen Springer H3 Schach, König G2 ist genauer. Dann. Ja, gut, komm. Ja, was? Also, klar. Ich meine, Was der okay, denn da? das muss jetzt nicht sein, dass man den abgibt. Jetzt lebt Schwarz noch. Vielleicht mit dem D-Bauern, vielleicht geht hier noch was. Vielleicht Hey, geht hier das noch kann doch was. Den nicht wahr A-Bauern-Schlag, sein. komm, schlag den A-Bauern auf A2, der hängt. Ja, nimm ihn dir, komm schon jetzt. Jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Läufer C1 am besten noch. Und dann ist der Läufer noch gefangen. Er hat so So. viel Zeit. Läufer B4. Der Ah, stellt erstmal so ein viele Bauern ein Schachgebot. gerade. Ja, König F6 können wir machen. Ah, gibt erstmal Schachs, das hilft aber nicht. Wo Nicht Turm läuft er denn B2, nicht hin Turm mit B2, nicht König? Turm B2, bitte nicht Turm B2. Turm Läuft er E2, denn hin okay. mit König, ey? Das Turm, ist jetzt ja Turm E3 Schach. Turm katastrophal. E3 Schach. Turm G3, Turm König G3, G4, bitte. König G4, komm, König Turm G4. E3, Ah, er schade, läuft mal hin. Schokolade. Ja, jetzt wird es wieder Ja, schwer. das ist Jetzt ja so unnötig wie D4, ein Kropf, D4, was ich okay. gerade was. Unnötig wie ein Kropf. Ja, unnötig, dass er die Qualität abgegeben hat noch. D3 geht nicht so gut. König F4, Läufer aggressiv nach D2 vorne. Schach. Läufer D2 Schach. Turm G4 Schach gewinnt alles. Ja, Turm G4 Schach. Wäre besser gewesen, die Türme zu tauschen. B4. Er spielt Okay. mir zu schnell. Er König spielt zu D5, König schnell. C4. Das Turm gefällt mir E2, nicht. guter Zug. Turm E2, schöner Zug. Noch sind die Chancen da für Bertel. 96. Turm Läufer G5, G2. Turm Er kann. B2, Turm B2. Auf Stellt dir. geht's. Das Problem ist, der König auf H3 steht sowas von bescheuert. Naja, Turm egal. B2, wäre auch. König D5 ist auch okay. Bertel kämpft. Er kämpft. König C4. Ah, jetzt Turm G4, wäre Turm unangenehm. G4 gewinnt den Bauern einfach. Ja, Turm G4 wäre wirklich sehr unangenehm. Ich hoffe, er macht Er den hat nicht. genug Zeit. Er spielt zu B5 ist auch nicht schnell. Er schlecht. spielt zu schnell. Ja, B5 ist auch nicht schlecht, leider. Turm B2, jetzt Turm G4 wiederum. Würde die Sache doch mehr oder weniger beenden. Turm G5, ja. Natürlich steht Weiß nach wie vor auf Gewinn. Er findet Turm G4 und das dürfte jetzt das Ende Ja, sein. weil er sich zum Glück auch mal Zeit genommen hat und nicht Er hat alles nach nämlich Tempo spielt. noch diesen letzten Bauern auf H2. Ohne den Bauern wäre das objektiv Remis. Wobei er natürlich selbst dann Weiß Chancen hätte. Aber mit dem Bauern dürfte es relativ easy gewonnen sein. Okay, wir werden es sehen. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Der König muss auf jeden Fall da sich annähern noch. Turm B, oh, Läufer G3. Ja, Turm H8. Oh, der Bauer ist ein bisschen weit vorne, würde ich mal sagen, oder? Der Bauer ist ein bisschen, der hat sich ein bisschen nach vorne gewagt hier. Nicht, dass der noch abhanden kommt. Er spielt doch zu schnell, ne? Er hat so viel Zeit. Ich glaube, es hast du schon mal, ja, schon mal erwähnt, dass der zu schnell spielt hier. Ich meine, Läufer E3 H6 hält den Bauern einfach. Das ist nicht Okay, besonders schafft. schwierig. Nicht den König verstecken, der König muss nach vorne. Ja, jetzt, aber jetzt, was macht er jetzt? Turm D8, König E4. Läufer Ja, weg. Läufer Läufer weg. weg. Nicht H6, bitte. Okay, Turm C8 vielleicht oder sowas. Ja, Nee. aber H6, H7 ist jetzt eigentlich schon Pre-Move, mehr oder weniger. Hä? Ja, aber trotzdem. Turm Er stellt B8. sich. Es ist unnötig, was er da macht. Läufer C3, gedeckt halten und dann H6. Ja, die Partie ist nochmal deutlich spannender geworden, als sie es musste, aber jetzt ist es bald vorbei. Ja, jetzt ist es doch sehr bald vorbei. Theobald Tiger wird sich hier den Hat Punkt holen. aufgegeben oder was? Hat Nee, aufgegeben, glaube ich, aber ne? es ist. Ach Also, nee. noch Weiß deckt nicht. nach. Ich frage mich, worüber. H7, H8 ist eine Dame. Was Oh. ist das denn? Er deckt erstmal einen Läufer. Er will hier Ja, nichts abgeben. den kann man nehmen. Oh Nein, Gott, oh Tom. Gott. Turm B1 jetzt. Turm B1, komm. Turm B1. Den kann man nehmen, der Turm hängt die Turm ganze Zeit. B1, ja. Turm B1, einen Zug zu spät leider. Einen Zug zu spät. Jetzt kann er sich die Dame holen. Und dann ist die Messe gelesen. Ja, er kann alles machen. Er kann Dame holen, er kann Turm G2 Er machen. gibt erstmal einen Schach. König F3, König F3, ja. Ja, Okay, das jetzt, droht jetzt jetzt so hol die schön, Dame, ne? jetzt hol die Das Dame, ist nicht komm. sein Ernst, ey. Hol die Dame jetzt, bitte hol die Dame. Bitte hol die. Oh. Du kannst Oh. einfach eine Dame holen. Hallo. Er will es genau machen. Er will es Ich meine, genau man braucht machen. nicht irgendwie. Ja, jetzt hol die Dame. Er genießt es gerade. Theobald genießt es gerade so richtig.
Ich hoffe, er hört nicht zu und er wird nervös ist. durch mein Ge Was macht er denn? Jetzt hol doch die Dame! Was macht er denn? Tom Bercht, ja, ist die da wieder aufgehalten, da? Ich glaube, er genießt es gerade hier, dich ein bisschen zur Verzweiflung zu bringen. Aber letztendlich wird er es sich holen. Jetzt, ja, okay. Okay, ja gut, Bertel, das kannst du jetzt auch aufgeben. Also das glauben wir Theobald. Das glauben wir Theobald. Dass er hier nicht Patt setzt. Ja gut, der Läufer stört eigentlich eher, ne? Besser nur den Turm und König. Der Läufer stört eher. Ja, deshalb gibt er ihn jetzt auch ab. Ja, wenigstens deckt er die siebte Reihe. Schön. Ja, nicht König G6 ist matt. Okay, super. Oh, super. Glückwunsch, Theobald. Was für eine lange Partie. Ey, wie viele Züge haben die gespielt? 77, meine Güte. Das könnte die längste Partie gewesen sein hier. Ausgleich. 6, 5-5, ne? Ja. Milan Beck gegen Martin Koh. Okay, Jetzt. weiter geht's, weiter geht's. Martin Co. Ah. Oh, der Ausgleich. Ah ja, ist das wieder eine knappe Kiste hier. Kam. Ne, wie ist der? Comet und Fire hat er für dich gespielt, oder? Ja, warum? Neuer Sub bei mir. Danke dir, mein Lieber. Kuss. Sehr Der schön, Name sehr ist schön. Comet und Fire. Ja. Niklas hat mich ja korrigiert, ich Depp. So, die beiden können sich herausfordern und kann es eigentlich losgehen. Was für ein spannendes Match heute, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Ey. Ja, nicht so wie letztes Mal, ne? Milan Beck, Martin Koh. Milan hat Schwarz. Weiß Genau. ist nominell minimal favorisiert. Wir sehen jetzt hier, was ist das? Damengambit oder was spielt er? Ich weiß es nicht. E5, D5, keine Ahnung. Wenn man E6 spielt, bereitet man normalerweise D5 vor, Damengambit. Aber er denkt nach. Ja, wieso nicht? D5, Ja, Damengambit. ach, Naja, besser ob ein das paar Damen. Sekunden nachdenken. Das hast du auch selber Genau. gesagt, nach jedem Zug. Ach so, Milan hat letztes Mal Läufer A3 gespielt gegen Rude Cedo, das war die Partie. Ah, Legende. Das war auch eine legendäre Partie, ey. Also Damengambit. die mit C-Dur und Milan Beck und die allerletzte mit JKC Chess, das waren definitiv meine beiden Lieblingspartien. So. Wir sehen übrigens die gleiche Eröffnung wie bei, kannst du dich erinnern, den Ja, H4 H5 stimmt. und dann schön das Opfer. H6, H4, das war genau die Jena. andere Partie hier zwischen Hannibal Kane und Zero Man. Ja, genau. Wo dann dieses heftige Opfer kam von Hannibal Kane. Das war echt heftig. H6. Sehen wir es jetzt nochmal? Einfach Nein. Tapfer H4, schade. Ich hätte H4 gerne gesehen, ey. Schade. H4 wäre echt geil gewesen. Okay, das ist aber. Das ist eher so Standardschach, ne? Das ist so Ja, normale ist E5. Damengambit-Züge. Also ich Ist weiß, vielleicht. Springer E4 ist diese Lasker-Variante, wenn mich nicht alles täuscht. Nicht ganz in der Variante, aber. Ah, okay. B6 gibt es, C5 kenne ich jetzt nicht so gut. Ja, sofort C5 sieht ein bisschen komisch aus. Ob das geht, weiß ich nicht. Aber wenn es kann sein, dass er am Bauern jetzt hier verliert, ich weiß es nicht. Antoine Boaz fragt, wie kann man als Mitglied im Sub-Battle teilnehmen? Antoine, sobald du Mitglied bist, so aktuell bist du es nicht, dann kannst du im Discord-Kanal YouTube und Discord verbinden und bekommst Zugriff auf einen exklusiven Discord-Kanal. Da kannst du dich dann für das nächste Sub-Battle anmelden, sobald es ausgeschrieben ist. Katzen schenken, das weiß ich nicht, ob das noch Theorie ist. Ich vermute mal nicht, C5, glaube ich, ist nicht so gut. Ach, irgendeine Theorie wird das hier schon sein. Hier könnte man jetzt den Bauern gewinnen, ne? Mit D-Stück C5 und Läuferstück F6. Ja, das meinte ich auch gerade, Ach so, ne? pardon. Wobei, naja, egal, ist zu kompliziert jetzt. Ja, Er Läufer E2. spielt jetzt wahrscheinlich mit einem isolierten Damenbauern, wenn er auf D4 nimmt, aber gut, das ist mir eigentlich wurscht, Hauptsache kein Material weniger. Okay. Du hast deine Erwartung runtergeschraubt, sehe ich. So, insgesamt auf jeden Fall. Okay. So, Ja. weiterentwickeln. Der Läufer muss raus, der Springer muss Genau. raus. Der Damenflügel ist noch komplett auf den Ausgangsfeldern. Springer raus, Läufer raus, auf geht's. Und Weiß hat bisher auch vieles richtig gemacht. Gleich die Konzerade und dann sind die goldenen Eröffnungsregeln schon so gut wie abgeschlossen. Oder eigentlich abgeschlossen. Na, Dame A5 passt nicht, weil was macht die Dame da? Es ist so Ja. pseudo-aggressiv. Genau. Geht natürlich, aber es droht nichts. Der Bringt Läufer auf nichts. E7 ist jetzt ungedeckt. Man muss sich weiterentwickeln. Ne? Entwicklung ist das Allerwichtigste.
Genau, Springer C6 nach wie vor, macht er jetzt auch wunderbar. Man könnte jetzt Läufer F3 spielen und ein bisschen mehr Druck ausüben gegen diesen Bauern auf D5, diesen isolierten Bauern. Warum nennt man ihn isoliert? Er hat keinen Nachbarbauern auf den anliegenden Linien, auf der C- und E-Linie und neigt deshalb zur Schwäche, weil er nicht von anderen Bauern gedeckt werden kann. Und solche Bauern möchte man eigentlich dann ganz gerne unter Beschuss nehmen, damit sie von den Figuren von Schwarz gedeckt werden und diese in die Passivität gedrängt werden. Danke, Kenan. So. Und dir für die Erklärung. Der Bauer ist einsam. Isoliert einsam. Ja? Er ist auch kurz vor Weihnachten, ne? Corona, wir müssen alle zu Hause bleiben. Der Bauer ist auf jeden Fall, folgt den Corona-Regeln. Martin Co. denkt nach. Was könnte man noch so machen? Tor auf die offene C-Linie. Dame nach D2 oder D3. Gibt hier Dame nach B3, könnte man auch überlegen. Verschiedene Möglichkeiten. Theobald Tiger sagt, er ist glücklich. Ja, es ist echt cool, ne? Was so ein Sieg, also Sieg und Niederlage, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage im Schach ist halt enorm, ne? Das wissen wir beide natürlich. Ein Sieg ist halt so echt pushend, ne? Adrenalin pur. Springer B3 übrigens ein sehr starker Zug. Und eine Niederlage ist halt häufig so, oh, bist erstmal niedergeschlagen, erst Schnauze voll von allem. Und Springer B3 ist ein starker Zug. Ja, gewinnt hier einen Bauern, wie mir Ja, scheint. Der Bauer auf ja, D5 ja. ist nicht mehr zu halten, weil weiß den Verteidiger auf F6 abtauschen kann und dann auf D5 zugreift. Ja, Springer B3, schöner Feind von Martin Kohl, den haben wir beide nicht gesehen. Die Sache ist, damit C7 ist auch ein schlechtes Feld, weil jetzt läuft er wieder in den Angriff hinein mit Springer Stich D5 gleich. Na, das Aber ist. aufgepasst, Weiß darf nicht direkt auf D5 schlagen, dann würde er eine Figur verlieren. Nach Springer Stich D5 hängt Ja, auch der Läufer auf aber. H4, aber Weiß macht es richtig. Martin Kohl hier sehr bedacht. Nutzt die Zeit. Spielt ein bisschen. Also. Das könnt ihr euch erinnern, als ich gesagt habe: Chat, Dame A5, ungenau, besser entwickeln. Das ist der, das sowas passiert dann halt, wenn man die goldenen Regeln so leicht missachtet und das summiert sich halt, ne? Das summiert sich, summiert sich, summiert sich und dann plötzlich Material weg. Gut, es ist jetzt hier erstmal noch nur ein Bauer, es ist nicht so schlimm. Ich meine, Martin das überlegt meine ich. jetzt, bitte? Ja, Material halt, ne? Ja, klar. Es ist jetzt, ja, natürlich nicht optimal, aber auch jetzt noch nicht so schlimm. Also, Schwarz bleibt auf jeden Fall in der Partie. Martin überlegt vermutlich, wie er auf D5 schlagen soll. Die Antwort ist definitiv mit dem Springer, da er dann mit Tempo direkt die Dame angreift und auch den Läufer für F6 schlagen kann. Und so sich das Läuferpaar, auch das Läuferpaar vom Gegner wieder halbiert und dann einfach einen gesunden Mehrbauern hat. Und wo geht die Dame wieder zurück? Da, wo sie vor zwei, drei Zügen herkam, nach Ja, oder D8. nach D6 vielleicht besser noch, aber Ja, aber so oder alles so. unnötig. Alles Egal, Milan wird unnötig. das noch umdrehen, weil es ist nur ein blöder Bauer. Ein Bauer hat noch nie so eine Partie entschieden hier in der Kategorie. Das wird sich alles noch drehen und ich bin zuversichtlich, weil er hat eine ganze Minute mehr und das ist auf diesem Niveau vielleicht sogar entscheidender. Wir werden es definitiv sehen. Ich gehe stark davon aus, alles andere wäre jetzt. Große Katastrophe. Ja, da Die müsste das Nachtschatten. Internet schon komplett zusammenbrechen bei dir, dass du nicht das Ende dieser Partie sehen könntest. Kein Scheiß, ne? Wir haben nach 10 und es ist immer noch nicht so gut. Aber Es ich ist glaube, dein Bild unglaublich. ist besser geworden. Ja, dein Bild ist auf jeden Fall jetzt scharf. So, Martin Co. kann einfach hier mal den Läufer auf F6 schnappen, weil sonst schnappt Schwarz den Bauern auf B2. Und dann, ja, heißt es auch irgendwie, diesen Bauern auf B2 zu sichern mit einem Zug wie Dame C2 Aber vielleicht. Weiß lässt sich verdammt viel Zeit, Ja, finde lässt ein bisschen zu viel Zeit hier. Das könnte problematisch werden auf der Uhr. ich. Meine. Wir sind im 14. Zug und er hat schon den Großteil seiner Zeit verbraucht. Und immerhin greift die Dame an auf. Okay, Läufer F5, Springer B4. Es gibt hier Züge, es gibt hier Züge. Komm. Es gibt Züge, ja, Läufer Es F5 gibt macht er auch. Züge. Wenigstens entscheidet er sich freudig schnell für die Züge. Ja, das stimmt. Er spielt schnell. Er spielt schnell. Milan Beck, E4. Ja, okay, E4 ist okay, ja. Guter Zug von Martin. Keine Gegenangriff gegen Zeit den verlieren. Läufer. Der Läufer muss nach G6 wahrscheinlich, um die Fesselung des E-Bauern recht zu erhalten. Ja, G6 oder E6. G6 sieht vernünftig aus. E6 geht auch. Ah, Hauptsache ziehen. Ja, Läufer G6 hätte mir mehr gefallen wegen Turm E8 und solchen Geschichten. Aber gut, Springer B4 ist eine Idee, Turm C8. Ja, die schwarze Dame steht sehr gut hier auf F6, Ja. zielt auch gegen B2, das ist lästig für Weiß. Springer C5, Ja, aha, das habe ich aber erlaubt befürchtet, Springer deswegen. D4. Das Oh. gefällt mir nicht. Der Springer taucht auf D4 auf. Stimmt. Ja, und da sieht man auch den Okay. Nachteil von E4, was aber
Ja, ist die Frage, ob es da so gute Alternativen gab, dass diese Felder geschwächt wurden. D4 und auch vielleicht F4. Und der Aber ich muss Läufer auf zugeben, ich habe E2 ist Sch schlechter. ja, ich hatte Springer D4 noch gar nicht gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, ich muss auch zugeben, ich analysiere heute gar nicht so viel in meinem Kopf. Ich bin auch die ganze Zeit so ein bisschen, ja, das gefällt mir gar nicht. E6 ist nicht nötig. Springer D3. Ja, hier hätte man Doch. wirklich gut den Läufer auf E6 Ja, schlagen ja, ja. können. Jetzt hängt der C6, bitte nicht stehen lassen. Nee, er wird Springer D4 hier machen oder Turm C8. Ja, Turm C8, Springer Springer D4 D4 stark. Warum ist hat er nicht auf gut. E6 genommen eigentlich? Ja, das wäre besser gewesen, den Läufer abzutauschen, weil der Springer auf D3 macht jetzt auch nicht die schönste Figur. Der steht da eher ein bisschen komisch. Ist eher ein taktisches Ziel. Ja, Und und Weiß hat nicht so viel Zeit. Das sieht jetzt plötzlich. nee, ich mache mir große Sorgen, dass wir hier in Rückstand geraten. Aktuell steht es 5 zu 5. Das Team, was zuerst 8,5 Punkte erreicht, gewinnt dieses Match. Dame D1, okay. Aber jetzt Turm D8 auch. Also mittlerweile, da ist schon fast was weg. Wahrscheinlich ist schon irgendwas weg hier. Weil so diese Figuren alle so anfällig sind. Turm C8, das ist auch schön, aber auf der D-Linie passiert deutlich mehr. Ja, auf der D-Linie ist echt unglaublich. Die Damen stehen auf der D-Linie. Egal, aber Turm C1, Turm schlägt C1, Springer schlägt C1, Läufer A2. Okay, aber Schwarz steht hier besser. Weiß hat gar keine Zeit mehr. Ja, jetzt ist wirklich die Zeit aber ein ganz, ganz großer Faktor. 10 Sekunden gegen 2 Minuten, Hallöchen. Er Das spielt wird er nicht, nicht ne? schaffen. Er lässt sich zu viel Zeit. Er lässt Oder er ist sich zu zu viel nervös. Ich Zeit. weiß es nicht. Aber Vielleicht bloß, aber beides. ich, Hauptsache Milan spielt jetzt nicht zu schnell, Chat. In aller Ruhe das Ding nach Hause fahren. Ja, Dame G6 nicht, Dame F5, Dame G6 Lauf, Springer F4. Ne? Ja. Ja, Da, Dame das F5 gefällt ist mir. gut. Ja, Dame G4, ja, Und okay. Springer C2. die Störung ist wirklich auch nicht leicht zu spielen für Ja. Weiß, ne? Alle Figuren sind so Springer. passiv. Für Schwarz ist es. Aber Springer C2 gewinnt einfach eine Qualität zum Ja, Beispiel. jetzt kann Schwarz auf E2 schlagen und die Figur schlagen auf D3. Ja, es geht auch. Das ist komplett verloren. Ja, Läufer stimmt. D F1, Läufer F1 war nötig. Aber hier einfach das Zeitmanagement. Ich meine, der Anfang der Partie war ja vollkommen vernünftig von Martin Koch, aber viel zu viel Zeit aufgewandt für nicht so schwierige Entscheidungen teilweise und dann in die Verteidigung geraten. Und ja, dann kommt der Fehler und dann kommt die Niederlage. Also da ist einfach beim Zeitmanagement was schiefgegangen. Es ist noch nicht vorbei. Ja, wir haben trotzdem immer noch 1,5 Minuten gegen 5 Sekunden plus mehr Figur für Schwarz. Schwarzes Favorit natürlich zu 99%, aber sobald hier im Sub-Battle muss die Partie erst beendet sein, dann kehrt Ruhe ein. Ja. Er nimmt sich Zeit, das ist gut. Hauptsache nicht zu so schnell. Ja, Dame F, D4 sammelt jetzt ja, noch einen Bauern F4 ein. hängt, F4 hängt, nimm weg das Ding. Nicht B2, F4, F4 ist der F-Bau ist gefährlicher wegen F5. Also wenn Schwarz nichts einzügig einstellt, ich sehe gar nicht, wie Weiß irgendwelche Chancen hat. Oh, Er muss, ja, aber er hat oh, es beinahe geschafft, er hat es beinahe Turm geschafft. Turm D2, D2. ja. Turm D2 hat er. Das hatte ich schon vorher gesehen. Aber Ja. warum Turm C2? Das verstehe ich Ja, nicht. schön Spielt. aggressiv. Es Oh ja. ist, ja, aber er hat eine Figur mehr. Einfach solide runterspielen. Jetzt braucht er ewig für Turm D2 irgendwie. Ah, da gesehen. Schade, schade. Das Ja, wäre aber es es jetzt ist gewesen. unnötig. Es ist unnötig Das wäre es wieder. jetzt Es lässt. gewesen. F5. Ja, das ist Quatsch. D1 hängt. Nimm weg. D1 hängt, ja. Hä? Okay, smart. Smart. Hä? Okay, das war natürlich das Problem mit der Zeit, ne? Der hat zu Ja, langsam das war gespielt. auf jeden Fall das Problem mit der Zeit. Oh, das ist die Führung für Team The Big Greek. Das sind hier immer so Streaks, habe ich das Gefühl, ne? Du hast drei gewonnen, dein Ja. Team hat drei gewonnen, dann mein Team drei und jetzt, ja, jetzt ihr wieder zwei. Zwei, zwei. Ja, aber ist die Tendenz ist nicht gut, ist nicht Ja, gut. machen wir die dritte draus von Okay. Sir Zombie Rochester. Aber Martin Ruther King, Martin Ruther King, bei dem Namen, da wird jetzt zurückgeschlagen. Ich Da glaube an klingelt dich, einiges. Da Martin klingelt Ruther. einiges. So. Ihr könnt euch herausfordern und dann bitte den Stream auf stumm stellen, damit ihr uns nicht hört. Aber ja, das ist doch hier wirklich. Haben wir doch wieder die Paarung schön gemacht, ne? Sir Glückwunsch, Zocchi Milan. Rockcaster gegen Martin Ruther King. Aber die spielen da noch gar nicht, oder? Nee, noch spielen sie nicht. Hier war noch eine Frage von FC Augsburg Forever 1907. Wo sehe ich denn, wie viel Elo die Spieler haben? Das steht immer direkt neben den Spielern bei der Zeit, beim Namen der Spieler, bei der Zeit. So.
Also, ihr könnt euch herausfordern, wie ist es denn hier? Martin Ruther King ist auf jeden Fall online. Und wie sieht es aus bei dem Herrn Sir Zocki? Ich weiß es nicht. Na, das Ehrlich kannst du doch gesagt. sehen. Nee, der hat so einen Donor-Button. Deswegen, wenn man diesen Donor hat, dann sieht man nicht, ob der live ist, oder? Doch, ich würde trotzdem denken, dass der entweder grün ist oder nicht. Er ist auch online. Der ist grün, ja. Achso, wenn er grün ist, ist er online, der Ja, ich glaube Donnerbutton. Das schon. Flügel. Okay. Okay, Freunde, dann auf geht's. Den Donut-Button, sagt Timo. Ja, den Donut-Button. Ich vergesse mal. Aber die haben noch nicht, die spielen noch nicht, ne? Nee, sie spielen noch nicht. Also, wenn ihr zuhört, Freunde, Martin Ruther King und Sir Zocki. Rochester, ihr könnt euch Rochester. herausfordern. Rochester. Ansonsten, ja, müssen wir erstmal eine andere Partie machen. Weil wir wollen jetzt hier auch nicht ewig warten. Ich schreibe ihm mal an. Vielleicht macht der Router Faxen, sagt Lost Machine. Harry Davidson, ich spiele für Bayern. Genau. Für Bayern? Ich spiele für Bayern, ja. Wusstest du es? Ich spiele Wer für Bayern denn? München in der Bundesliga. Wer? Ich. Wer ist denn ich? Ja, du, ja, du, da, ja, klar. Ich dachte, du meinst, du sprichst in der dritten Person von jemand anderem. Von jemand anderem. Von einer anderen Person. Weiß ich nicht. Das, als ob du einen Chat vorgelesen Ach hättest. so, ja, okay, verstehe. Ja gut, da hier nichts passiert. Ach jetzt, doch jetzt. Jetzt gerade, ich wollte schon sagen. Ja, jetzt ist er Auf geht's, da. auf geht's. Jetzt ist er. Geht's wirklich los? Ja, ich habe die Ich halte es kaum noch Partie. aus. Oh. Sir Zocki Rochester hat sich vorbereitet wahrscheinlich. Ja. Oh, Londoner System. London, Mit G6. Oh, Springer C3, sehr gut, gefällt mir. ist ja Jetzt. überraschend, dass wir das heute noch nicht hatten, oder? Stimmt. Ja, gut, okay. E3, H4, H5, 1-0, komm, mach es. Mach es, Otze! Er hat mein Video gesehen. Oh, der Gegner kennt es aber leider. Shit. Er hat das Macht Video gerade auch nichts. gesehen, ne? Das ist immer das Problem. Ja, H5 ist natürlich die gute Antwort darauf. Na, C6 ist schon zu langsam etwas. C5 ist besser. Auch sehr schnell schon wieder beide. Beide sehr schnell unterwegs, auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Kurzhochrade, ich hätte damit noch gewartet. Das hat jetzt keine Eile, Kurzhoch hier, ne? Da habe ich ein bisschen Sorge, aber Ach was. ja. Springer E5, Läufer E2, G4, gib ihm am Königsflügel, was sonst? Ja, genau. Das Das ist ist der ja. einzige Grund, warum man diese Variante spielt mit Schwarz, mit Weiß. Das ist sowas hier, ne? Irgendwie. Läufer D3. Okay. Ja, aber jetzt Springer B4, das läuft genau rein, Ja, genau, Läufer schönes Ding. D3 ist nicht klar, was will er da? Martin, zeig ihm, wo der Router hängt. Laber. Du bist der Ja, okay, König der das Router. Okay. Erstmal durchatmen. Läufer G4 würde sich auch anbieten, um den Springer mal zu fesseln und diesen Plan mit Springer E5 und so weiter zu erschweren. Du hast recht, der Läufer gehört eh nach E2, kann er auch jetzt noch Ja, machen. natürlich. Ich meine, wenn man diese Variante spielt, sollte man sich zumindest so zwei, drei Ideen, Partien anschauen, weil es ist immer das Gleiche, was man mit Weiß hier macht. Ich meine, ich habe es noch nie selbst gespielt, aber es ist immer das Gleiche, was Weiß hier macht. Springer E5 und dann irgendwie G4 oder F3, G4. Was anderes kann man auch gar nicht machen hier mit Ja, ist Weiß. ja auch logisch. Ich meine, wir haben heterogene Rochaden auf dem Brett, also die Könige stehen auf entgegengesetzten Flügeln und dementsprechend möchte man dann die Bauern nach vorne ziehen, um den König aufzureißen und zu einem erfolgreichen Angriff zu kommen. Also für Weiß irgendwie F3, G4 für Schwarz, A5, B5, B4, A4 und so weiter und so fort. Oh, Ja. Läufer F5, Ja, das Hallöchen! ist das Problem. Aber es geht Hallöchen! noch Springer E1. Es geht noch Springer E1 oder Läufer D3 wieder zurück, aber Läufer D3 möchte man natürlich nicht machen. Springer Beispielt jetzt die E1. ganze Stellung mit zwei Tempi weniger, weil er Ja. halt Läufer D3, Läufer E2 gemacht hat, statt Läufer E2 sofort. Ja, das ist Und das ist das tendenziell Bittere an der Geschichte, weil er sehr den bitter, Läufer falsch sehr bitter. aufgestellt hat. Ja, für mich, für dich. Du lachst dir ein ins Fäustchen, ich sehe schon. Ja. Wie steht es eigentlich im Kampf? Wir führen 6-5, Ja, oder? also du Okay. kannst ruhig Blut sein. Okay, außer Eieiei. Springer E1 gibt es hier keinen Zug so richtig. Er muss ja C2 decken, Ja, ne? Läufer D3 wäre noch die Alternative. A3 kann man sich vermutlich nicht erlauben, ne? Springer schlägt C2, geht's wohl nicht weiter. Denke ich mal. Oder? Ja, Läufer D3 dann? das ist kompliziert, lass mal. Lass mal stecken. Vielleicht kann man Ja, sich A3 A3 erlauben. geht, A3 geht, ja. Ja, Läufer D3, Springer schlägt C2, Läufer D3 und der Springer ist gefangen. Wobei man hat Springer A1 mal Ja, lieber. Springer 1. Ja, ich hab's gesehen. Der Springer kommt raus.
Aber er denkt zu lange nach jetzt schon. Läufer D3, das wollen wir sehen. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, was Weiß hier macht. Läufer dreimal jetzt hintereinander gezogen, D3, E2, D3. Dann kann er auch gleich da stehen lassen. Weil es war ja klar, dass Schwarz Läufer F5 Aber spielt. gut, der Schaden hält sich auch noch in Grenzen. Ne? Ist jetzt nicht optimal, aber es ist jetzt, man hat kein Material verloren und die Partie geht weiter. Ja gut, aber es war eine Weißpartie. Egal, komm. Weiterkämpfen. Es war eine Schwarz Weißpartie. Jetzt landen. wäre es schon vorbei. Ich nehme erstmal einen Schluck hier. Einen Schluck Wasser. Trinkst du eigentlich auch während des Streams mal, oder? Hin und wieder, ja, hin und wieder. Kirschsaft, oder? Nee, Quatsch. Trink Wasser. Okay, Kann verstehe. man sogar sehen hier. Kann man sogar sehen. Ja, alles klar. So, er hat mit dem Springer auf D3 geschlagen und jetzt, ja, irgendwie mal die Bauern nach vorne ziehen, oder? Oder Läufer G4. Ja, erstmal Zeit lassen, das ist wichtig. Lass dir mal ein bisschen Zeit. Ja, Turm C8 ist gut, leider. Weiß muss versuchen, jetzt sowas wie E4 zu spielen. Springer G5 und dann E4, die Bauern im Zentrum vorzuziehen. Ja, macht er Warum jetzt auch. Springer? Ja, aber das sieht alles so unharmonisch aus, leider. Ja, C5 kommt jetzt. Das war ja wahrscheinlich die Idee von Turm C8, die C-Linie zu öffnen. Und dann lässt sich E4 auch nicht mehr so richtig umsetzen, weil der Bauer kann dann einfach rausgeschlagen werden. Ja gut, Springer D4 geht ja, ne? Naja, aber auch nicht wirklich. Naja. Deswegen, der Turm gehört doch nicht nach E1, das ist unharmonisch. Der Turm steht noch auf H1. Die Figuren stehen komplett unharmonisch bei Weiß. Der Turm steht schlecht, der König schlecht. Der Turm steht hier auch nicht gut. Das passt nicht, ne? Das passt nicht. Besser alles in ins Zentrum hinein, den anderen Turm auch noch ins Zentrum. Wenn man schon. Läufer E5 ist ein starker Zug. Das ist ein guter Zug. Deck D4, das ist wichtig. Und das Feld E5. Ja, man kann jetzt über C4 nachdenken, um hier die Diagonale zu öffnen für einen Läufer, der keinen Gegenspieler mehr hat. Ja, der Läufer für 5 ist echt ein. Ja, C4 kommt E4 aber. Ah, C4 kommt E4, aha. Oder B5 könnte man auch machen. B5, B4, das gefällt mir tendenziell noch besser. Also Hier Weiß muss versuchen, hier E4 zu spielen und nach hoffen, dass es vorne geht. marschieren. Hoffen, dass es geht, aber ich glaube, es. Ja, ich glaube, es geht sogar. Bitte was? Jetzt E4, glaube ich, geht. Nach B5 auch? Nee. Warum nicht? Oh, E6 E6. ist zu Oh, langsam. Oh, das ist. E4 direkt rausgeblitzt voller Das Zuversicht. ist ganz schnell. Ja, Aber aber gut, er jetzt läuft. trotzdem, schlagen auf E4, schlagen auf D4? Na und Läufer D4. Nee, damit D4. Nee, ist egal. Ja, aber der Bau auf E4 hängt wegen der Fesselung. Da wäre ein Bau weg gewesen. Jetzt Läufer hängt aber E4? D4 erstmal, ne? D4 Ja. darf man nicht stehen lassen. Ja, aber es geht einfach D5, ne? Einfach D5. C-Linie Einfach schließen. D5. Es kann Ja? so einfach sein. Das Leben kann so einfach sein, wenn man die einfachen Züge macht. Ja. D5, ist ja zocki. Dann ist die C-Linie zu. Dann hast du einen Freibau auf der Und dann hast D-Linie. du Ruhe. Niklas versucht sich im Reimen. Mehr schlecht als recht. D5. Okay, er nimmt sich ein bisschen Zeit, ist in Ordnung. Hauptsache nichts. Nicht. Springer H2. Ja, er guckt auf den Er Gewinn will des den Läufers, ne? Er ist Läufer frei im gewinnen. Zug. Ist nicht Ja, ganz von das. der Hand zu weisen. Ja, es ist ein bisschen riskant, weil Schwarz kann erstmal auf D4 nehmen. Ja. Aber Macht er auch. tatsächlich. Ja, was soll er sonst machen? Aber Ne? jetzt Dame schlägt D4. Wäre sinnvoll, weil der weiße König ist sowieso tendenziell schwächer als der schwarze. Ja, Dame D4 ist stark, weil es droht F3 dann. Also, Das Springer H2, was für ein Zug, ey. könnte ziemlich gut sein sogar. Ja, der sieht sogar ziemlich stark aus. Vermutlich muss dann irgendwie schwarzen Bauern opfern mit E5, um den Läufer nicht zu Ja, verlieren wegen F3. das habe ich auch als einziges irgendwie gesehen. Verrückt. Also, Verrückt. Wo gibt's was denn für ein Zug? sowas? Dame vom Brett, das gefällt mir schon mal gut. Der König ist jetzt nicht so stark in Gefahr auf C1. Ja, das Tendenz ist jetzt Richtung Weiß. F3 droht. Das würde gut schmecken, so eine Zwei-Punkte-Führung. Würde so ein bisschen unser aller Nervenkostüm beruhigen hier, Dein Team. Blutdruck vor allem, Nee, Blutdruck habe ich nicht, das geht schon. Nee, weil dadurch, dass ich. Nee, Blutdruck ist kein Problem. Ganz stabil. alles klar, gut. Ja, E5 muss, glaube ich, weil sonst ist der Läufer Der sackt und Puls! Uiuiui, erschreckt mich Habe ich dich nicht. erschreckt? Habe ich dich erschreckt? Nein, alles gut. Der Puls. Da gibt es so ein bescheuertes Telefon, so ein Radio-Telefonspielchen, wo die Leute angerufen. Nee, was war das nochmal? Irgend so ein Komiker, der das ständig gesagt hat. Ich weiß jetzt nicht welcher. Vielleicht war es ja der Chat. Nee, 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 nee.
Der Chat weiß es nicht. Oder was? So Radioverarsche. Gibt es so einen Radiosender und da hat der Radiomoderator irgendwas mit Puls, glaube ich. Ne? Mein Puls? Nee, oder was? Ich weiß nicht mehr. Egal. Okay, Lautstärke die 5 Bauer mehr, Minute mehr für Sir Zocky Rochester. Rochester. Mich ausgeschnitten in deinem Stream. Bitte? Hast mich eigentlich so ein bisschen rausgeschnitten in deinem Stream. Ja, wenn du dich immer zu weit nach vorne lehnst, dann schon. Nee, ich meine, was sieht man alles? Muss mal gucken. Ja, schau mal vorbei bei mir. Habe ich einen Zuschauer mehr. Ich hab, nee, man sieht kaum was. Alles gut. Alles bestens. Nee, weil ich habe mich gerade gehört. Du hast einen ziemlich heftigen Delay, ne? Also ist ja normal bei YouTube, oder was meinst du jetzt? Ja, du hast einen höheren Delay als ich, glaube ich. Ja, du bist ja auch bei Twitch. Ja. Genau, Curry King. Sinnlos Telefon, Radio PSR, 200 Puls. Das war das. Genau, bringt es auf den Punkt. So, Tommy der 8, guter Zug. läuft, greift den Läufer an. Okay. Ja, jetzt könnte man mit einem Springerschlag Ja, oder doch. mit dem Ja. Bauern. Vielleicht mit dem Bauern, weil da muss Weiß auch. Ja, schöner Zug, weil jetzt muss Weiß den Läufer abgeben. Leider. Er muss den Läufer geben, weil Sonst ging E4 Springer sonst Schach senkt. E4. Die schwarzen Figuren stehen jetzt alle richtig. Das ist nach wie vor vollkommen unklar. Nee, das ist, wenn der muss auf F6 nehmen, Leute. Ja, und dann kündigt es jetzt zwar um den. Ja. Oder. Ja, kündigt es jetzt zwar Ja. vermutlich. Läufer D4 läuft in Springer schlicht E4 rein. Hier. Wegen der Fesselung. Und bald beide unter einer Minute. Ich glaube, das wird schon wieder hier eine Zeitnotschlacht, Ja. die uns Aber er bevorsteht. braucht sehr lange für diesen Zug irgendwie. Ich meine, der Läufer ist angegriffen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Schlagen auf F6 oder D4 zurück. Schlagen oder nicht schlagen? Das ist hier die Frage. Er schlägt. Lauf schlägt auf 6, König C2 oder. Ja, König C3 C2 hängt. sollte schon sein. Turm E3 sieht ein bisschen seltsam aus, also möglich Läufer D4. Bis jetzt? Oh, Turm E3, Läufer D4. Ja, Turm E3 ist sehr, sehr shaky. Ne? Also es ist ja unnatürlich, den Turm so hinzustellen, auch wegen Läufer G5-Geschichten, wenn der H-Bauer nicht da ist. C4 ist auch eine Idee. König ist ganz wichtig in solchen Situationen. Aktivieren. Also das gewinnt ja schon den Bauern forciert zurück hier. Läufer D4, gut, es gibt noch Turm G3. Ach so, dann schon Turm schlägt E4. Läufer D4 wäre jetzt echt stark. Also Turm E3, das sind so Züge, die sind unnatürlich. König C2 bringt den König ins Spiel. Ah, Läufer E5. Er geht Einen auf er zu kurz, mein Lieber. Einen zu nicht kurz. B1. Er traut sich nicht, den König auf C2 zu stellen. Das ist unglaublich. Ja, aber jetzt ist alles gedeckt. Turm D3 ist Naja, alles in Läufer Ordnung. F4 ist noch Bauern nicht. her. Turm E2 einfach. Turm E2 einfach. Nee, Turm Was? D3 sogar. Oder so. Ja, okay. Turm E2. Ja, aber ich will ja auf die offene D-Linie. F3, okay, G3. Am besten die Bauern, glaube ich, auf dem Brett behalten hier noch. Auch der H4 könnte mal gefährdet sein. Okay, er schlägt. Aber er muss den Turm Läufer mitspielen. E5 wieder. Oder König G7, Turm 8, Turm C8. Der Läufer Turm spielt E5. nicht mit. Der Turm spielt nicht mit auf A1. Ja. Das wird jetzt eine Zeitschnurschlacht. Das wird jetzt entschieden durch Fehler. Definitiv. Ist Ach, völlig egal, wie es hier wie steht. jede Schachpartie. Ja, nicht wirklich. Nicht jede Schachpartie wird dadurch entschieden, dass in Zeit und Fehler gemacht werden. Aber durch Fehler, das. Wenn Okay. jemand gewinnt, ja. Okay, Turm C2, jetzt Läufer E5. Ja, Läufer Aber jetzt, E5, der Turm auf Druckerhöhung. A1, den will er einfach nicht mitspielen lassen, Turm ne? Das C1 ist. kann er jetzt machen und den Springer unterstützen. Ja, den Turm muss er langsam mal ziehen, das ist klar. Ah, B5, er lässt sich B4, viel Dicker Mann Zeit. der Nee, Luft. schwarz droht gar nichts. Oh, jojojojo, 10 Sekunden gegen Komm, 38. C1. Hallo, was macht er denn? Er ist Hä? erstarrt. Was macht er denn? Er macht keinen Zug. F4. F4 macht er jetzt. Oh, das hat er also berechnet. Der Fuchs, aber jetzt Turm schlägt E4 und die Bauern hier absahen am Darmflügel. Was war denn das jetzt für eine Zugfolge? F4, B5. Warum steht er Nein, mit dem mit dem Bauern? Turm, hallo! Das gibt's Jetzt doch gar nicht! hol dir die Er Bauern, hat dann einen Bauern los! mehr, kann die Türme tauschen. Was ist denn das für eine Zugfolge jetzt gewesen, die letzten Züge? H5, hol ihn dir, nimm sie Hä? alle. Also, das passt jetzt gar Wie nicht bei in der Zugfolge Pokémon. davor. Hol sie dir alle. Turm F5, okay, Das Schach ergibt gar gegen keinen E5. Sinn! Ja, aber so ist Schach mit wenig Zeit, da passieren irrationale Dinge. Okay, zwei Bauern mehr. H4 geht nach vorne, aber solange hier beide Türme auf dem Brett sind, habe ich Sorge. Schach, Turm F3 vielleicht? Turm F3 oder A5? Martin Luther King, 30 Sekunden. Okay, er zieht einfach nach vorne, eiskalt, ne? Erkennt er nichts. Zeit. Er zieht nach vorne. Turm G2, okay, ist das der Weg zum
goldenen Sack am Ende des Regenbogens? Ich bin mir nicht sicher. F1 Turm wäre A1. so gewesen. Um F1 wäre schon ein Comeback gewesen Turm fast. F1, Turm G7 wäre noch gegangen. Ja, ich H2. weiß. Aber der Bauer alleine ist noch nicht durch. Schlägt, schlägt. Und wenn der Bauer jetzt verloren geht, ergibt erstmal ein Schach, okay. Er gibt erstmal ein Schach, okay. Turm B2 dann vielleicht als nächstes und Turm G1. Das könnte eine Idee sein. Jetzt Turm B2 und Turm G1. Ja, schönes Ding. Turm G1 droht jetzt vernichtend. Was macht Weiß? Turm A1, eigentlich Turm B4. Guter Zug. Türme müssen auf dem Brett behalten werden hier. Nicht schlagen. Turm F2, okay. Turm B1 muss Er hat sein, keine weil Zeit sonst mehr, das kommt ist das G1. Problem natürlich auch. König C5, Turm G1. Ja. Komm, Turm G1. Der andere Turm kann Er zurück, der findet andere. ihn. Martin Ruther King, der Ja, aber König der der andere Turm Ruther. kann zurück, der andere Turm kann noch zurück noch. Er sieht es nicht, er sieht es nicht. Ah, der Turm B1 geht noch, aber er sieht es nicht. Ja. Boah, ist das bitter, ey, das gibt's doch nicht. Ich meine, einfach einen Bauern mehr gehabt und war Schwarz hat doch so gut wie nichts gedroht irgendwie. Na egal. Ja, Bitter. in Zeitnot ist es dann Ja. bergab gegangen und das ist wirklich wie Roulette. Das war komisch, die Zugfolgen hier. Und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Also. 6 zu 6 und wir haben noch 4 Partien. Eieieiei, sage ich dazu nur. Eieieiei. Okay, Kaufmanovic. Kaufmanovic gegen Bogenko. Oh, das wird, ich spüre schon jetzt, das wird ein Jugoslawisches legendäres. Duell. Das wird ein legendäres Duell, das spüre ich schon jetzt. Jugoslawische Schachschule auf beiden Seiten. Ach du Kacke. Bogenko auch quasi in jedem Sabbat dabei, habe ich das Gefühl. So, Ja, Kaufmanovic. aber wir haben 1800 sehr viele reingenommen, ne? Drei, deswegen. Ja, einer mehr als sonst. Ja, mehr als die anderen. Okay. So, Bogenko gegen Kaufmanovic, deiner Advice. Nee, Lukas, Turm B1, Turm F1, Turm schlägt F1 und Weiß gewinnt. Nee, Turm B1 hätte die Sache noch am Leben gehalten. Ja, klar. Ja, klar. Ja, da war es aber schon zu spät. Ich meine, die entscheidende Phase ist da, wo er 30 Sekunden überlegt für F4. Ja, das war Wahnsinn. Einfach alles opfern und wo man einfach einen Bauer mehr hat. Okay, ja, wir haben 3 plus 2, die Spieler haben aufgepasst, zum Glück. Genau, wir haben nämlich über 1800 jetzt und da geht es wieder fixer zur Sache. Okay, auf geht's. Kaufmanovic gegen Bogenko hier. Partie läuft. Oh. Richtig hartes Schach C4. hier. Was ist denn Hartes jetzt Schach hier. los? Wieso? Königsindisch? Will er Ja, haben? warum macht man, man muss ja in dieser Stellung dann nicht C4 machen. Das macht die Stellung nicht so viel besser, weißt du? Wenn man mit E4 und D4 angefangen hat. Vielleicht hat der Königsindisch heute geübt, dachte sich, komm, machen wir mal Ja, mit Weiß. wahrscheinlich. Okay, Bogenko, wissen wir ja schon, ne? Ist ein Zocker. Bogenko ist, also, das ist ein Zocker auf jeden Fall. Ist ein Läufer Zocker. D3, ja, Seramann-Variante, aber ist egal. Das ist jetzt hier einfach Königsindisch. Gucken wir mal, was die beiden an Plänen so wissen hier. Schwarz hat natürlich immer diesen Raumnachteil in solchen Stellungen. Er rochiert noch nicht, er macht erst Springer A6. Rochade ist erst ein bisschen logischer zuerst. Typischer Ja. Zockerzug hier. Jetzt auch gerade. Gut. Bogenko auf jeden Fall schnell unterwegs, schon 20 Sekunden mehr auf der Uhr. Aber beide Spiele bekommen 2 Sekunden pro Zug. Also, Läufer G4, gut. Interessant, Läufer G4 ist interessant. Ach, Hauptsache, er spielt schnell und stellt nichts ein. Ja, das ist alles, was du willst. Okay, H3 muss er jetzt nehmen und dann muss er auf den schwarzen. Na, okay, das ist natürlich unlogisch, wenn man den Ja, Läufer E zieht. einfach H3 geschenkt. Das ist sicherlich ein Zug, der mehr weiß nützt als schwarz. Und auf der anderen Seite passiert jetzt wohl dasselbe, wobei da ist ein bisschen andere Kiste. Weiß kann immer ein Tempo gewinnen, wenn er Dame D2 spielt. Das Problem ist, Schwarz hat jetzt wieder so eine typische Stellung, wo er Raumnachteil hat und Ja, er muss das Zentrum angreifen. Ja, das ist das nimmt alles so man ein ja in bisschen. Kauf, wenn man Königsindisch spielt. Ne? Der Läufer auf die 7, okay, wenigstens unterstützt er B5, Ja, E6. ich hätte mal direkt A4 gespielt, weil das ist eigentlich der einzige vernünftige Hebel, den hier Schwarz noch hat mit B5. E6 erstmal auch, ne? Wo ist das Problem? E6 ist natürlich ein Hebel, aber macht nicht besonders viel. Das kann Weiß einfach Naja. stehen lassen. E5 jetzt. Oh, der ist stark. Der ist stark. Stark, ja, ist Oh. ein starker Zug. Schön gesehen von Kaufmanovic. Ja, das ist alles sehr, sehr umständlich, deswegen geht's so. Normalerweise darf Weiß diesen Zug nicht so schnell machen. Ah, Jetzt hängt der zu. C5, jetzt hängt der Ja, aber er C5. hätte erst auf C5 schlagen können, dann hätte er, glaube ich, schon einen Bauern gewonnen, weil der E5 nicht zu decken war. Ja, C5 hängt jetzt. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Er muss B6 machen. Natürlich sieht Bogenko das. B6. Die Stellung ist strategisch.
Schlecht schon für Schwarz, leider. Ja, der Springer auf C7 ist auch unendlich schlecht. Er müsste ihn über E8 nach D6 führen. Ja, das stimmt, das geht noch. Dame D2 oder Dame F3 wären jetzt. G4! Kaufmarmowitsch, was ist denn los mit dir? Dazu war doch jetzt überhaupt keine Not, deinen König zu schwächen und hier auf Angriff zu gehen mit G4. Damit schwächst du nur dich selber. Wieso denn? So schlecht ist das doch gar nicht. Aber gut, Ach komm. Rogenko macht Springer E8, Springer D6, Ja, sehr ich finde schön. das Manöver. Jugoslawische Schachschule, er sieht diese. Ja, natürlich. Ja, komm, Jugoslawische Springer Schachschule. D6. Springer D6, sehr Okay, schön. dann jetzt H4, halt G5. Wenn man schon A sagt, muss man auch B Ja, sagen. wieso nicht? Ich meine, so schlecht ist das auch nicht. Ah, ich finde das ein Also, bisschen extrem. ja, es ist unnötig. Du hast natürlich schon recht, ne? Also, unnötig ist es aber. Aber vielleicht ist es Jetzt gut. ist Vielleicht, ja. Ja, vielleicht. Vielleicht war ich zu voreilig. Weil Schwarz ist nach wie vor sehr passiv. Dame C8 vielleicht und dann G5, Springer G4. Irgendwie sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen. B5. noch vier Partien. Springer H7. Ja, die Noch vier Spannung wächst Partien. ins Unermessliche, Freunde. Also bleibt dran, bleibt dran. Oh. Okay, er nimmt den Läufer. Das ist okay, glaube ich. Ja, ich hätte Okay, lieber den was heißt Springer. okay? Ich meine, dadurch hat Weiß steht Schwarz ein gut. bisschen mehr Platz. Weiß hat das Läuferpaar. Ist schon besser für Weiß. Aber zumindest hat Schwarz jetzt die Verbindung der Türme Ja, hergestellt. das ist wichtig. Immer Türme connecten, Freunde. Oh, ja, Springer okay. E4. Tauscht weitere Figuren, bietet auch den Bauern auf B2 an. Ja, Ja. generell sagt man, wenn man Raumvorteil hat, dann tauscht man keine Figuren, weil der Gegner natürlich logischerweise mit Raumnachteil, da stehen sich die Figuren ein bisschen auf den Füßen. Von daher, die letzten Züge haben mir nicht gefallen von Weiß. Angefangen mit Springer E5. Der Springer war wunderbar auf E5, man hätte auch Läufer F4 spielen können. Und jetzt Springer E4. Na gut. Er F5, nimmt der raus, Konter. vielleicht F5. Springer F6, gefällt mir. Starker Zug, ey. Aber ich glaube, F5 wäre sogar noch stärker gewesen. Du meinst wegen F5 und F4 oder was? F4, ja, solche Ideen eventuell. Okay, jetzt kann er nehmen auf E4. Ja, welcher König ist hier eigentlich schwächer? Naja, ich glaube, das ist nicht so schlimm für Weiß, weil er hat H5 will er Raumvorteil. machen? H5 Macht macht er er auch. auch. Ja, Ne? Ganz, es ganz safe. schließt die Okay, H-Linie. Weiß hat immer noch bessere Struktur, denke ich. Ja? Tommy 2 gefällt mir. B5, der B5, C5 ja. fängt, das ist nicht gut. Der C5 fängt. Ja, der Ziffern fängt. Aber Das war zu der schwach. weiße König ist schwach. Also, ja. Was macht er denn da? Er verschenkt hier den C5 einfach. Ja. Der Aber der E7 weiße hängt jetzt König. auch. Ich glaube, die Königssicherheit, das wird hier der entscheidende Faktor sein. Was? Na, guck dir doch mal Glaube den nicht. weißen König an. Der ist vollkommen schutzlos. Da steht Alter, keine Figur der davor. E7 hängt hier. Was macht Ja. der denn da? Der E7 hängt einfach. Warum nimmt er nicht den E7? Beide Spieler spielen relativ schnell nach wie vor. Also, sie haben auch nicht so Jugoslawische viel Zeit, Schachschule, also. aber ja. Turm steht B2, wird jetzt eingesammelt. Okay, aber der E7 hängt nach wie vor. Und der D6-Bauer, das könnte jetzt ein wirklich wichtiger Trumpf sein für Weiß. Warum Hallo, steht ich meine, der E7? D-Bauer, der läuft einfach durch. Naja, solange die Dame da steht. Für den Moment. Super, super Figur, ey, zum da. D6. Ja. Turm C7, Turm 1-0. C7, Dame steht D6. So schnell ist es noch nicht. Oh, der Huschi ist besser Der drauf als Huschi. ich sehe schon. Läufer 3, okay. Dame D5 darf man auch nicht machen, wegen Turm E7. Schwarz hat viele Tricks hier. Dame F4 Nö, nicht ganz, vielleicht. nicht ganz, nicht ganz. Bitte. E8 Dame am Ende. Ah, eher Dame am Ende, ja. Stimmt, Dame D5 Turm zurückgeht. D4 würde eventuell schmecken. Turm D4 würde schmecken, bitte. Wegen Läufer D6 eventuell. Oh. Dame C6 ist ein ganz sicherer Zug. Oh, der Zug ist richtig gut. Scheiße. Oh, der Zug ist echt gut. Der erzwingt den Damentausch. Das ist ja 1-0 sofort. Vielleicht muss er mit Turm steht E7 die Qualität geben. Vielleicht beste Aber Chance. A6 hängt ja auch. Aber jetzt D7 kommt einfach, ne? D7 und Game Over. D7, Game Ja, Over. klar. Ist das die Führung? Und dann haben wir noch vier Kaufmarmowitsch. Partien. Nee, Drei drei Partien haben Partien wir haben wir dann noch. noch. Drei noch. Die Luft wird enger. Dünner heißt es. Dünner. Sie wird Dünner. enger, mein Lieber. Sie wird Eng wird enger. höchstens meine Die Hose, wenn ich Luft so wird weiter enger fresse. in deiner Brust. Die Luft wird enger in meiner Brust, unglaublich. Ja. Enge Luft, ja. Timo, Enge du Luft. sagst es. Enge Luft. Okay, Turm C8 und Matthäus. Was macht er? Oh! Was macht er denn? Was soll denn das? Was soll denn das, Kopmarowitsch? Was soll Hat denn er nicht das? gesehen? Er hat nicht gesehen, dass er gedeckt ist. Turm C8 und Matt im nächsten Zug so Virtual ungefähr. Pilot, ich weiß, danke. Oh Mann, na gut, dann geht die Okay, Partie ein jetzt, aber ich bisschen. meine, es ist immer noch haushoch gewonnen, weil.
Der schwarze König kommt ja gar nicht raus. Es ist sehr, sehr einfach eigentlich. Ja, Okay, ja, Läufer E1, okay, wenn ja. er H4 fällt, vielleicht gibt es noch Möglichkeiten. Ja, Dönekes, es wer ist so weiß. unnötig. Ja, klar, Dame E7, wie geil, ne? König F3. Okay, ja. Okay. Ruhe bewahren, Kaufmann. Schaffst du schon noch. Plötzlich lebt die Hoffnung. Oh! Was, warum nimmt er den nicht? Ja, der Abtausch der Aber wäre auf jeden Fall für Weiß, würde es was schwieriger machen. Ich glaube, es wäre Ja, der weiterhin A-Bau läuft gewonnen. einfach durch, der Weiße, wenn er ihn bekommt, den anderen. Rare Chess Hobbits, danke euch für den Raid. Alle, die neu reingekommen sind. Oh, jetzt, Oh komm, nein, nimm ihn dir. ey, das kann doch nicht Ja. sein Ernst sein. Jetzt war's das aber, Nein. jetzt war's das aber. So, Andreas Tauber, du bist nicht Mitglied, deshalb kannst du auch nicht beim Sub Battle teilnehmen. Also, ich weiß nicht genau. Die YouTube-Mitgliedschaft ist der blaue Button unter dem Video. Kannst du ja mal anschauen. Abonnieren und Mitgliedschaft, das ist was anderes bei YouTube. Okay, das ist das Ding. Der Sieg für Kaufmanowitsch und die Führung. Die Führung für Team Huschi. Mike the Monk. Okay. Okay. Witness. Ja, die Partie war aber knapp, die Partie war knapp. Ich meine, generell ist das Niveau heute extrem hoch, muss ich sagen. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Witness Mike the also hier. Monk, der ist auch. Was ist Uiuiui, denn? Mike de Monge jetzt fast 200 Punkte mehr als Witness Aber Azir. wieso? Ne, der 2103, wie geht das denn? Ne, wieso? Das ist doch die Kategorie 2000 bis 2002. Ja, ich glaube, da ist bei uns jemand ausgefallen, dann Ach mussten wir so, ja, okay, ersetzen. aber Ja, es ist, wie 2-1-3. es ist. Ich Ja. glaube an Witness Azir. Auf geht's. Ja, Mike Also, the Monk, schaltet der euch stumm, weiß. falls ihr es noch nicht getan habt. Bitte muten den Stream und los geht's. Ach so, da ist bei jemand bei dir rausgefallen. Ich habe mich schon gewundert. Witness Azir habe ich gar nicht in Erinnerung gehabt als Ja, es Namen. war noch ein bisschen durchgemischt. Andreas Tauber, das kostet 4,99 € im Monat und bringt verschiedene Vorteile mit sich, unter anderem hier an Sub-Battles teilzunehmen oder auch in Streams gegen mich zu spielen. Go, go, go. Okay, Mike the Monk. E4-E5, Mike de Monk Kenne ich ihn gegen gar nicht. Witness Azir. Das ist ein neuer Subscriber. Ich kenne ihn gar nicht. Der ist auch in deinem Team. YouTube-Mitglied von Huschen, von Chessens, ist er doch auch. Wie Oh, Team? Schottisch. Kennt er das? Bin mal gespannt, wie gut er das kennt. Eine der Hauptvarianten. Die Theorie geht jetzt weiter mit Springer GE7. Weißt du, dass hier der kritische Zug Läufer B5 ist inzwischen? Nee, weiß ich nicht. Na, Läufer Läufer B5 B5, ist. Tatsache? Läufer B5, ja, ist der kritische Zug inzwischen hier. Seit ein, zwei Jahren. Läufer C4 ist alt. Das hat schon Kasparow gespielt im Ja. Jahr 19, in den 90ern. Gegen Anand damals auch. Dame G6 ist jetzt hier der Theoriezug. Ja. Und dann opfert man, dann kann man mit Weiß den Bauern auf E4 opfern. Den Weil Dame sollte Schwarz G6 auch nicht ist. schlagen, dann. Nee, nee, das ist fast schon verloren sogar, wenn man ihn nimmt. Schottisch ist gut spielbar, klar, wieso nicht? Schottisch ist eine seriöse Eröffnung. Das ist nicht unfair, das ist die Kategorie 2000 bis 2200 und bei Ja. Niklas ist das ausgefallen. Ja, genau. Das D5. war Dienstag das geplant. D5 kenne ich nicht. Sieht Hier interessant könnte aus, aber scheint mir ein bisschen früh. Springer B5 oder was? Nee, geht Läufer nicht. E3? Nee, Nee, Springer doch. B5 nicht. Nee, ist Quatsch. Aber Springer D2 einfach. Einfach Springer Dann D2. The Lobster 27. Was hat er gemacht? C6. Rochade, das ist. Rochade, F4 jetzt. F4 sieht jetzt fast schon. Ja, F4 sieht stark aus, oder? F4 sieht extrem lästig aus, ja. Das kann Die auch sein. Dame hat ja kaum noch Felder, dann die schwarze. F4, E5. Das kommt jetzt mit Karacho. Mit Das Karacho ist würde das das große kommen. Problem in der Variante mit Schwarz. Das hat mir schon immer nicht gefallen. Diese Stellung der Dame. Nein, König warum E1 macht ein er. bisschen langsam. Aber F. nach wie vor, was macht Schwarz? Dame G6 jetzt vielleicht doch mal? Ja, Dame G6 halt, ne? Dame G6, um auch Springer G4 zu haben. Ja, klar. G6, F4, Springer G4, das ist zu spät. F4. Was hätte denn Schwarz gemacht nach dem Zug überhaupt? Na egal. Die Stellung müsste immer noch gut sein für Weiß, weil Schwarz hat auch mit C6 einen Zug gemacht, den man eigentlich nicht macht in der Stellung. Ich weiß nicht, was ist mit. Nee, okay. Schwarz ist dran.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Die Dame steht hier nicht gut. Man weiß nicht, wohin damit. Man sieht F4 auf sich zukommen und bekommt es mit der Angst zu tun. Ich denke, er Ja, muss den machen. Witness ist ja denkt lange nach, Dame G6. Aber Dame G6, Lauf H5 ist auch lästig. Ja, Na, sieht nicht König gut H1 aus. ist Prophylaxe. Na, König H1 ist Prophylaxe halber. Das ist halt in die Ecke gehen, ist nicht falsch. Weil wenn man F4 machen möchte oder F3, dann möchte man auf der Diagonale nicht schwach sein. Das ist schon so ein bisschen prophylaktisch. Springer G6, G6 aber verhindert verhindert F4 nicht, nicht. nee. Nee, verhindert F4 nicht. Weiß könnte aber auch auf. Ja, F4 D5 sieht einfach Schlag, stärker aber aus. F4, E5 sieht so stark aus. Kommt alles mit Tempo. Ja, jetzt macht es. Jetzt macht er es. Die Dame kann aber jetzt zurück, ne? Konnte sie gerade nicht. Die Dame hätte gerade nach H4 gemusst. Jetzt kann sie aber zurück nach E7 oder. Oh, was ist das? Das ist ein Bauern. Ja, ich glaube, das war schon mehr oder weniger Pflicht hier. Meinst du? Wieso? Ja, Springer D7, E5. Das sieht alles, sah auch alles sehr ungünstig aus. Ja, nimm dir den Bauern weiß, wieso nicht? Springer C4, dann Läufer C4 am Ende, einfach ein Bauern mehr. Wo ist das Problem? Er schaut nochmal, ob es irgendeine Falle gibt hier. Aber die gibt es nicht. Das ist einfach aus der Not geboren für Witness Azir. Eieiei. Ja, er nimmt den Bauern, warum auch nicht. Dame Dame H4 G4. droht nichts. Nichts. Einfach mal die Kann einfach Dame G. wegziehen, Läufer G4 vorbereiten vielleicht. Ja. Weiß kann G3 machen, kann Dame E1 machen, kann im Prinzip alles machen. Ja, natürlich ist ein gesunder Mehrbau hier für Weiß, für Mike de Mock. Springer F3 sieht übrigens auch sehr stark aus, fällt mir gerade auf. Er Ja, zwingt okay, Dame Dame E7 oder E7. Dame H5, ja. Ja, was mir nicht gefällt, dass Weiß jetzt so ein bisschen in Straucheln kommt, was die Zeit betrifft. Ja, das könnte ein wichtiger Faktor sein, wenn beide unter einer Minute haben. Weil die Stellung ist nicht schwierig. Ja. Dame H5 oder Dame E7, um den Läufer zu decken, das ist wichtig. Ich glaube, das geht aber nicht, weil da hängt am Ende ein Bauer. Am Wie Ende hängt bitte? der F4. Der F4 hängt hier. Läufer C5 und dann F4 hängt. Oh, was macht er denn jetzt? Dame E2 oder Ja, sowas in da der muss die Art. Dame ziehen. Das Springer F3 war nicht gut. Ja. Ah, er Oh, er macht's trotzdem. schlägt. Und jetzt hängen beide Freunde auf C4 und Ja, F4. Springer D2 geht Ah, vielleicht noch, Springer aber das ist D2 deckt noch beide. extrem umständlich Ja, das war. gespielt. Und jetzt Turm D8. Er Ja, erhöht den Turm Turm. D8. Oh Fesselt den Mann. Springer. Dann liegt vielleicht auch Turm. Ah, Läufer E6 nicht gut. Ja, Denke ich. bitte Also die es Türme öffnet die connecten. F-Linie. Dame. Dame G4. Ja, guter Zug. Hm. Dame G4, guter Zug. Deckt den Bauern, greift den Bauern auf E6 an. Hier hat sich Schwarz einfach eine Schwäche verpasst selber, ohne dass es dafür das Not tat. Dame Oh, D6. starker Zug. Nee, Springer C4 oder Turm D1, ja. F4 hängt Aber doch. jetzt hängt F4. Der hängt doch einfach. Ja, Springer schlägt F4, sollte gehen. Springer C4 wäre, glaube ich, Ja, eben er hätte angesagt Springer gewesen. C4 spielen müssen. Gut, er spielt jetzt schnell. Der Gegner denkt jetzt ein bisschen länger nach. Turm F4, Turm F4, Springer F4, Springer C4, aber das ist kompliziert. Oh, ja, Turm das geht nicht. D8 bringt nicht viel, weil Nö. Weiß kann trotzdem Springer C4 spielen. Ja, Springer C4, mach es. Er macht es. Der E6 hängt mit Schach Was ist mit eventuell. Turm schlägt Das F4 hier? Ah ne, Springer schlägt D6. Turm schlägt F4 geht. Turm schlägt F4 geht. Turm D6. Ah, Turm F1. Turm schlägt F4 geht. Aber wenn er den jetzt rauszaubert, das glaube ich nicht. Dame E7, Ja. okay. Weiß behält den Mehrbauern und behält auch die deutlich bessere Zeit. So, jetzt, pff, das wird wieder ein Gehacke hier, ich sehe es schon kommen. Aber Weiß, Ja, F5, das ist F6 Nervosität. sogar. Das ist F5, Nervosität, F6. ne? Das ist Oh, er macht Nervosität. F5, er macht F5. Ja, aber Schlägen er kann doch neben schlägt. Springer E5. Wo ist das Und dann Problem? F6? Dame F6. Die Dame hängt, die Dame hängt. Ja, aber deine hängt auch. Ach so, Okay. erstmal nehmen. Ach Ah, so, der ist Dame auch nicht schlecht. E4, wow, Fesselung. Ist das Turm die E8, Turm Entscheidung? Turm E1, geht E8, Turm das? E1, ja. Geht das? Ah, Springer G6, entfesselt. Sehr Oh. gut gesehen, sehr gut gesehen. Oh. Schön gesehen. Schön gesehen von Witness Azir. Der spielt hier groß auf. Das ist deine Partie jetzt, Witness. Dame E2? Ja, Okay. damit. Oh, Turm da. E1 noch stärker. Oh oh. Turm D5, Turm Nein. D5. Boah, Weiß hat eine schwache Grundreihe, ne? Das Turm ist nicht so D5. klar. Ja, aber was will er machen jetzt? Dame H4, Dame H4, Dame H4. Dame Was denn? H4. Wieso denn Turm Und Dame E5? F4. Dame Achso, Springer C4. E5 jetzt bitte. Springer E5. Ah, das war's. Springer F3 zurück einfach. Dame B3 auch mit Dame E2 Nein, nicht alles. in die Fesselung. Nicht in die Ja, Fesselung. aber man kann ihn ja nicht nochmal angreifen. Er behält ihn jetzt einfach. Dame C4. Trotzdem, er ist in der Fesselung. Ja. Ja. Ja, Dame F3 schön gesehen. Dame F7, Dame F7. Ah, Schatz hat aufgegeben. 1-0. Okay.
Er hätte trotzdem warten können, ne? Bis Dame F7 kommt. Wieso nicht? Ausgleich. Hier nochmal kurz zu zeigen. Hier hätte er nach Turm E1 hätte er sich noch mit Dame H4 retten können, weil er Turm und Springer angreift. Also ja, die das Partie wäre weitergegangen. Aber kompliziert, ne? Ja, na klar, was ich will. Ich will mal gucken, ob F4 so. Naja, so wahnsinnig viel bringt das gar nicht, sagt der Computer. Nee, es ist gar nicht so ein großer Vorteil. Dame H6, lustig. Okay, was ja gut. Muss man erst mal finden. Ist besser für Weiß, aber. Okay, ja. Jetzt haben wir Haskeller gegen Papre. Haskeller gegen Papre. Oh Mann. Die beiden haben sich schon, ich weiß, im allerersten. Haskeller. Im allerersten Subbed haben die sich schon eine legendäre Partie geliefert. Wirklich? Oh ja, ja. Das war eine zwei Herzinfarktpartie. Zwei Partien noch. Haskeller hat mit D4 begonnen. Die haben schon angefangen, Leute. Noch kein Remis, Leute. Noch kein Remis. Stimmt. Alles. F5 schon wieder. Holländisch von Papre. Steigt. Ich hoffe, er hat sich ein bisschen angeschaut. Holländisch. Er ja, spielt so. Das hoffe ich auch, dass Haskeller sich das angeschaut hat. Ich spiele jetzt wieder mit E6 und D5 kann sich erinnern, diesen komischen Stonewall-Aufbau, der kein Stonewall-Aufbau war. Ja, ich glaube, das werden wir hier wieder sehen. Ah, nein, er spielt jetzt Leningrader. Leningrader, sehr schön. Okay. Vor allen Dingen der Läufer auf F4 gegen Leningrader. Ist ungünstig, weil er direkt in E5 später reinläuft. Springer H5 wahrscheinlich und sowas. Ja, ja Papa spielt auf jeden Fall schnell. Ne? Das ja gut, solange er in der Eröffnung ist, das kennt er ja natürlich. Ja, ne? Das ist klar. Die Züge, die das liegen ja auf der Hand. Immer der gleiche Plan. Ne? Springer BD7, Dame E8, E5, das ist Leningrader. Ja. Ja. Genau, Cerperus. Haskeller wie die Programmiersprache, da kommt das. Hat mir Haskeller schon gesagt. Ist das eine Programmiersprache? Okay. Ja, wusste ich auch nicht. So wie Java? So wie Java, genau. Ja, was spielt man hier? Dame E8? Ja, König 8 finde ich strange. Ist ein bisschen passt nicht ganz rein. Also, war noch, also natürlich ein nützlicher Zug, aber war noch nicht angesagt. Gut, Dame E8 spielen ja. BD7 und so weiter. Weiß kann natürlich D5 spielen, sobald Schwarz E5 droht. Bitte? Oder C oder C++. Ja, ja, alles klar. Ja, jetzt zeigen die Leute natürlich, was sie alles wissen. Ne? Ja gut, beim Schach haben wir viele Programmierer auch, ne? Techies. Ja. So weiß, ich denke, du hast recht, D5 ist wahrscheinlich hier logisch, ne? Also noch müsste man es nicht spielen, aber gut, Schwarz droht vielleicht Springer H5 und dann E5, also man sollte das schon irgendwie unterbinden. Das zeigt natürlich auch, dass beide die Eröffnung nicht so gut kennen, weil sie lassen nicht recht viel Zeit, wir haben erst 9 ja, Züge. Gut. Pavel, ja. Hat noch relativ viel Zeit, aber ja, die Zeit, vor allem bei der 3+2-Partie, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Oh, Herr Skeller, mach mich nicht nervös. Lass die Zeit Turm E1 ist seltsam, bringt irgendwie nicht so viel. Also auf der E-Linie passiert jetzt erstmal nichts, da steht der Turm falsch. Jetzt springe H5 und E5. Sieht das sieht logisch aus, ja. Ja, macht er auch. Er macht es auch. Ja, E5 zulassen? Nein. F4 sogar. Ist auch interessant. Das ist, aber ja, da, jetzt steht der Turm wieder genau richtig auf E1, ja, wenn ja, sich die E-Linie öffnet. Nein, E5, strategisch erstmal. Und jetzt läuft okay, F1, ja, sehr schön. Jetzt steht der Turm genau richtig. Ja, es gibt aber hier Springer schlichter Dame F7. Ja. Mhm, Springer schlägt H3, den siehst du. Aber Dame F7 läuft, schlägt er F4 und ich schnapp mir den E-Bauern. Ich schnapp er mir macht den Dame E-Bauern. F7. Was für ein E-Bauern, wie denn? Na, Läufer schlägt F4 und Turm schlägt E7. Ja, Läufer schlichter 3 geht. Ja, okay, aber. Nee, aber das ist nicht so gut. Ist nicht gut. Dann tauschen sich die Damen und der Turm auf der B7, nein, auf der siebten Reihe. Der macht richtig Rambazamba. Das ist in. Ah, schade. Oh, Springer jetzt, schlichter 3. Ja, jetzt ist er reingelaufen. Jetzt ist er reingelaufen. Simple Schach, bitte. Bitte, danke. Rein. König H1 kann aber noch. Ja, machen. Aber der E7, der E7, der E7, Niklas denkt auch noch. Ja, aber der König, der König, der König, Georgios. Der welche König? Der Weiße oder was? Ja, der Weiße, der macht mir Sorgen. Okay, aber warum macht er nicht Läufer G2? Jetzt geht ja Läufer schlicht H3. Läufer schlicht H3, Turm E3? Nee, Turm E3 geht ja gar nicht. Turm E3. Dame G4, Turm G3. Oh, Turm nein. E3, Turm E3, komm schon, bitte. Ja, das hat er gesehen, das hat er gesehen. Haskeller, hol ihn dir. Hol ihn dir. Hol ihn dir. So, hat er hier noch irgendeinen Trick? Nee, ne?
Ich glaube, er hat keinen Trick. Dame G4, Turm Doch, es G3. gibt ja klein, Dame G4, Dame schlicht D4 oder so ein Scheiß. Ja gut, ist aber trotzdem. Er kriegt den F2, dann kommen Ah, drei Bauern. Moment! Er kriegt drei Bauern. Ja, so klar ist es nicht. Er kriegt den F2 noch. Ja, dann hat er drei Bauern. Das ist. Ja, aber das ist eigentlich nicht genug. Er ist ja auch unterentwickelt. Der Springer spielt nicht mit die ganze Zeit. Naja, das dürfte nicht genug sein, aber Turm steht F2, ich meine, der B2 hängt auch noch, das ist nicht klar. Das ist Turm bei weitem F2, nicht wenn, dann klar. muss er Turm F2 Ja, probieren. natürlich, Turm steht F2. König A1, Turm B2. Oh, Floro73, danke dir. Aber das ist so ähnlich so ein bisschen wie die Partie von Parsois. Die spielen dynamisch, Ja. vergessen aber so die strategischen Komponenten erstmal. Man muss am Anfang erstmal alles entwickeln. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell und basiert so ein bisschen auf sehr viel auf Spekulation halt, ne? Ja, Turm D1 ist, glaube ich, gut jetzt. Erstmal den Läufer angreifen auf D4. Und dann Turm schlägt Turm D2. Ja, dann einfach König H1. Passiert ja nichts. Ach, dann läuft schlägt C3. Oh. Ja. Das ist übel. Nee, nee. Ja, König A1 liegt auf der Hand. Ich Ja, meine, aber ich Turm kann nicht. schlägt B2 und dann Turm D1 oder sowas. Oder Turm E1 vielleicht. Turm E1, um anzugreifen, ne? Ja, Läufer D6. Wieso nicht? Lauf, ja, man kann auch den Bauern mitnehmen. Das stimmt. Der Weiß Springer auf nicht, C3 also. ist ja gedeckt. Vom Turm. Uiuiui, ist das scharf, ist das spannend hier. Er Ist muss das aber spannend. Material mitnehmen. Macht er nicht. Ja, Will er jetzt erstmal Turm nicht. D1. Oder Läufer schlägt D6. Oder Springer E4 vielleicht auch. Viele Na. attraktive Möglichkeiten. 40 Sekunden auf Nee, die Uhr für Heskeller. Läufer G1 packt Oh, er aus. nice. Heskeller! Moin. Ja, aber Turm D2 geht doch noch, oder? Ja, es geht, aber jetzt Springer E4 und Game over. Läufer B2. Ah, Turm B1. Turm C2. Turm schlägt B2. Ah, Was? das wäre die Möglichkeit gewesen, die Partie zu beenden. Drei Bauern. Das Turm ist okay. Es E1, Turm E1, Turm E7, nicht Turm oh, tauschen. D1. Das ist okay. Das ist okay. Tauschen. Ah, drei Tauschen. Bauern, drei Bauern. Das ist nicht so klar. Nee, das ist jetzt ist definitiv nicht mehr klar. Weil, ja, Weiß hat nicht aktiv genug gespielt, muss man Nee, sagen. nee. Die Figuren auf der Grundreihe. 28 Sekunden gegen einen Münchel 7. Turm E8 wäre jetzt vernünftig. Aber gut, okay. Das ist jetzt sowieso wieder. Turm E3, guter Zug, aber Turm Ja, F8, Turm F7. er hätte unbedingt den Turm entwickeln müssen. Ja, Turm, ach, der Läufer hängt. Sehr schön. Ja. Turm F7, alles gedeckt. Aber hat zum Glück noch eine Menge Zeit. Das heißt, er kann hier Ja, das noch ist das Problem. so ein bisschen runterfahren. Springer D7, Springer E5 ist okay. Springer D7. Ja. Vielleicht Ja. Springer F2, Springer E4 oder sowas. Die Weiß muss seine Figuren wieder ins Spiel bringen. Er hat eine Mehrfigur, die müssen Das irgendwie was ist machen. zum Beispiel eine Situation, da gibt es nichts nachzudenken groß. Das ist, er denkt über Springer A6 nach, aber nicht an den Rand. Einfach normale Züge machen. Ja, Springer E4. Ja, C5, sie ja, Springer Springer E4, der G4. Bauer ist schwach auf D6, der fällt doch jetzt schon, oder nicht? Ja, das sieht nicht gut aus. D5. Springer D5? G4, komm, probier es einfach, ist egal. Springer E4, einfach mal was angreifen. Ja, D5 Jetzt wollte ich Springer sagen. G5 und Turm schlägt E5, Game over. Springer G5, Turm schlägt E5, Game over. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja, nee, so geht's nicht. Wegen Turm Wieso nicht? D7, Turm D7. Aber jetzt Turm schlägt, komm schon. Es Komm ist schon, okay. Turm schlägt E5, mach es Naja, doch! was machen die denn da? Ist egal. Das ist Zeitnot, das Turm ist E4. Nervosität, ist egal. Ist egal. Jetzt kann er auf B7 schlagen und auf Ja, B4. klar. Er hat doch genug Zeit. Er muss nicht irgendwie überpacen, ne? Überpacen, was ist denn das für ein Wort? Okay, Turm E8, Turm E7, Turm steht A7. Macht er, sehr gut. Sehr gut. Der Bauer muss auf dem Brett bleiben. Der Bauer muss auf dem Brett bleiben. Schach geben, Läufer D3. Sehr schön. Warum? Der schenkt so ein bisschen zu viel ab, ne, gerade. Nee, aber er darf nicht. Oh, Nein! jetzt kriegt den Nein! Bauern. Oh, jetzt kriegen wir gleich. Oh, jetzt kriegen wir noch Turm gegen Läufer. Turm und Läufer gegen Turm. Eieiei, sage ich dazu nur. Eieiei. Das geht in die Verlängerung hier. Das ist natürlich jetzt der sichere Weg, aber auch der lange Weg. Ja, das Problem ist, dieses Endspiel ist natürlich In der Praxis hochprozentig hochprozentig gewinnt. wie Alkohol oder was? Ja, 70% gewinnt das ungefähr in der Praxis. Nee, ja gut. Er muss erstmal den Bauern loswerden. Nicht schlagen auf D4, bitte nicht schlagen. Naja, den wird er schon bekommen, ne? Ja, früher oder später wird er ihn bekommen. Turm C5, Läufer C4, irgendwie sowas. Oder Ja. auch erstmal auf dem Brett belassen. Im Endeffekt, Schwarz hat remieren gewonnen, soll das ein Scherz sein? Im Endeffekt hilft das ja auch dabei, später dann nochmal die Zügeanzahl zu erhöhen, wenn man den Bauern schlägt. Turm D7 jetzt, König F6. Der Bauer steht im Weg, Turm D7, König F6 war schon sehr stark, glaube ich gerade. Das sieht nicht gut aus. Okay, Turm D7, Läufer E4. G6 weglaufen. Läufer E4, Turm G7 als nächstes, König an den Rand drängen. Heskeller.
Herr Skeller, komm schon. Mach dich hier. Der Bauer steht nur im Weg, Mach tatsächlich, dich ne? zur Legende, Herr Skeller. Ja, da ist es doch schon fast. Da ist es doch schon fast. So, D3 oder so? D3, Turm G7. Oder. Ja. D3. Ja, Turm B6 oder Turm so. B6. Ja, es geht noch. Es geht gerade noch so. Aber er hat keine Zeit mehr. Er wird das jetzt. Ja. Das ist zu schwierig zu halten, das weiß man aus der Praxis. Ja, vor allem mit dem Bauer noch, der immer im Weg steht. Er macht D3. Er macht D3. Okay, jetzt holt er sich den Bauern. Oh, Moment. Ja, Der opfer den Turm ist die Bauern. Festung. Schach und Matt, Schach und Matt, Schach und Matt, Schach und Matt. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Oh, Herr Skeller. Herr Skeller. Ja, dieses Endspiel ist kaum zu halten in der Ja, Praxis, das das weiß stimmt. man. Das ist zu schwierig, wenn man mit dem König am Rand steht. Da muss man das schon tausendmal trainiert haben. Und vor allem einfach den Bauern über Bord werfen, weil das war eher ein Hindernis als ein Vorteil hier. Das war eher ein Hindernis. Okay. Oh, jetzt reicht es mal wieder nur Wow. zum Ausgleich, wenn wir gewinnen gleich. Ja, Meine Güte. wir gehen die letzte Partie. Die Bonuspartie, die entscheidet jetzt hier wirklich das Match. Cheops. Cheops, ich glaube an dich. Ich glaube an Die sind dich. auch schon. Wie sollte denn der Cheops 18-13 und meiner 17-69, ne? Ja, das ist ja wohl nah genug beieinander. Außerdem hat deiner weiß. Das gleicht es doch aus, oder? Ah ne, der Cheops hat gespielt in der Zwischenzeit, genau. Ja. 5 plus 3 spielen sehr lange Ja, Partie. LOL Lasst the euch Draw ist ein Zeit. junger Spieler, ist ein junger Spieler. Lasst euch Zeit. Ist das richtig die Zahl? Nee, das ist zu viel, ne? Nee, ist richtig, weil ich glaube, 16 bis 1800 war die Kategorie dann. Ach so, okay. So, Sizilianisch, beschleunigter Drache. Mal gucken, ob er das kennt. Und wenn man das nicht kennt mit Weiß, sollte man sich eher auf diesen offenen A6, was ist das? A6? Bisschen ungewöhnlich. Also Remis reicht. Remis reicht. Wir hatten noch keine Remis-Partie allerdings heute. Wir hatten heute noch keine Remis-Partie. LOL, The Gronkel, ich vertraue dir, du hast mich schon und auch schon an den Rand einer Niederlage gebracht im Simultan. Aber nur den Rand. Das ist ja auch schon eine Menge. Oh, okay. Dann vertraue ich dir, dass du den Cheops mal eben vom Brett fegen wirst. Über 1500 Zuschauer schauen jetzt hier live zu beim vierten Sub-Battle. Oder mehr, bei dir sind ja auch noch welche. Das Und wird ja immer mehr, ey. Das ist ja unglaublich. ja, es ist auch einfach ein Fest für die ganze Definitiv, Familie hier. definitiv, definitiv. Spannender als jeder Action-Thriller. Okay. 8 zu 7 für Timushi. Wir müssen gewinnen, Leute. Okay, die Eröffnung ist gut für Weiß. Schwarz hat mit A6 ein kleines Tempo, ja, verschenkt. Ja, nicht viel Aber passiert. es ist noch gar nichts Ich passiert. meine, Weiß hat ja auch A4 gespielt, so ganz normale Stellung. Hier zum Beispiel ist es ganz wichtig, Springer G4 zu verhindern. Ich weiß nicht, ob Weiß das kennt. Ah, Springer G4, du hast recht, Springer G4. Das sind natürlich Profizug. Ich weiß nicht, die beide sehen das nicht. Springer G4 den Läufer angreifen. Ist Ja, und gewinnt. Oder zwingt eine. Weiß zu Springer schlägt C6 vielleicht. Aber selbst dann Ja. könnte man auf E3 schlagen. Das ist ein ganz typischer Fehler, wenn beide Seiten dieses. Wenn der eine das zulässt, ist ein Fehler. Wenn der andere es nicht macht, ist ein Fehler. Ist ein ganz. Ja. Okay, nach Ja, wie okay. vor, ne? Nach Es, wie vor, es Springer geht Springer G4. G4, aber das Ding ist, es ist ein strategischer Zug. Deswegen ist es wahrscheinlich problematisch, das zu sehen Aber jetzt könnte man Springer G4 immerhin auf C6 tauschen, würde nicht den Läufer abgeben müssen. Glaube ich. Gut, Alternative wäre einfach Läufer D7 und Turm nach C8 oder sowas in der Art. hier. Also einfach mit Läufer A6 kann man hier nicht angreifen, weil der weiße König steht am Königsflügel, dann hätte man lang rochieren müssen. Da gibt es kein H4, H5, das ist eher so ein Abtausch nur. Und naja, E5. E5 ist nicht gut. Also außer es verfolgt eine bestimmte Idee hier, aber ansonsten verstellt es den Läufer, schwächt das Feld D5, schwächt den Bauern auf D6, hat viele Nachteile. Naja, ich vermute mal, er wird auf C6 nehmen, Turm AD1 und dann hängt der Bauer auf D6 erstmal. Das stimmt auch. Schon konkret geht der Bauer auf D6 verloren. Das macht er jetzt auch scheinbar. Springer Jagd kann er machen. Ja, Springer 8 kann er noch machen, aber das ist nicht. Also E5 war komplett strategisch verkehrt. Ja, E5 ist strategisch nicht so gut gewesen. Ja, er macht Turm AD1, das ist gut, er greift den Bauern D6 an. Schwarz kann den decken mit Springer Jagd, wenn er möchte. Ja, schön ist nicht, aber besser als den Bauern zu verlieren, weil dann ist auch der Bauer auf C6 schwach, der Bauer auf A6 schwach. Also wenn der Bauer auf D6 fällt, dann Noch nichts entschieden. fallen noch weitere. Na, der nächste Zug ist jetzt sehr wichtig. Also wenn er nicht Springer 8 macht, dann ist er macht Springer 8. Er findet ihn.
Ja, Läufer G5, weiß ich nicht. Man kann ja alles machen. F, weiß ich nicht. Was kann man hier machen mit Weiß? Alles. Alles. Es ist Alles. nicht so eine leichte Stellung, weil es gibt keine klaren Angriffspunkte. Man muss hier lavieren so ein bisschen, Figuren so ein bisschen umgruppieren. Ja, was mit Läufer C5? Um den Bauern doch noch sich zu snaggeln. Ja, hast recht. Läufer C5 ist sehr stark. Ja. Scheint ein Bauern zu gewinnen hier. Läuft C5, weil Schwarz kann nicht schlagen, die Dame hängt. Was war nochmal? Läufer C5? Was hast du gesagt? Ist der Das Bauer ist, weg, oder? ja, scheint mir so. Also, scheint nicht, dass Schwarz nicht auch irgendwie decken könnte. Ich befürchte, der Zug ist zu schwierig für diese Kategorie. Ja, na gut, wir sprechen hier über 1700er, 1800er Spieler. Also, möglich ist es auf jeden Fall. Lolde Cronky überlegt jetzt, was er weitermacht. Ne? Also, wie du sagst, Ja, ist nicht offensichtlich. es ist nicht offensichtlich, weil er keinen klaren Angriffspunkt hat, so, ne? Ja, F4. Okay, Ist interessant, immerhin. Ist okay, ist ja. okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Ist okay, kann ich mit leben. F4, greift den D5 an, wobei droht eigentlich nicht so viel, aber. Ja gut, aber Immerhin. öffnet auch die F-Linie für den Turm. Also Genau. der Zug ergibt eine Menge Sinn. Die Zeit war gut investiert, auch weil Schwarz recht unterentwickelt ist. Läufer G4, schöner Zug. Ja, Mit greift den Tempo den Turm an. Läufer entwickeln. Greift den Turm an. Das kann man nicht ignorieren. Lol. Lol. Läuft Turm E1, was sonst? Und dann F5, den Läufer G4 einsperren. Das ist eine Idee, Leute. F5, H3, G4. Ja, aber den Turm nicht bitte stehen lassen. Er nimmt sich zu viel Zeit jetzt für meinen Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Läufer E2, okay, er tauscht die Läufer ab. Ich glaube, der Läufer auf C4 stand gut. Druck gegen F7, das war nicht optimal jetzt. Aber Weiß steht weiterhin Nee, besser das als Springer du. E2 auch ist auch unlogisch, weil jetzt, Wohin mit dem Springer? ja. Gut, aber trotzdem, F5 liegt in der Luft. Kann man Springer F6 machen, aber einfach Springer C3 vermutlich. Er schlägt auf F4, das gefällt mir tendenziell ganz gut. Und er Oh, schlägt auf B2, ist ja, aber natürlich C3, gierig. Läufer A3. Ein C3-Läufer. Ja, Ja, also es hat er geht sehr alles. schnell gemacht, diese Entscheidung, aber es scheint zu Ja. funktionieren. Genau das, was ich befürchtet hatte. Genau das, was ich befürchtet hatte. Und jetzt Der die ganze. weiße Struktur nämlich im Eimer hier. Alles vereinzelte Ja. Bauern auf E4, C2 und A4. Was macht Weiß jetzt? C3 ist Leider. irgendwie sinnvoll, um den Leider. Läufer Leider. abzusperren, ne? Nee, C3 kommt Läufer A3, dann nehme ich Ja, auch. ne, ja gut, aber immerhin fehlt der Läufer in der Verteidigung. Vielleicht den Läufer H6, ich weiß nicht. H-Springer G7. C3, also intuitiv ergibt C3 für mich eine Menge Sinn. Weil der Läufer ist eine wichtige Verteidigungsfigur der schwarzen Felder und von dem König. Okay. Er lässt sich zu Weiß viel denkt Zeit lange fallen hier. nach. Lässt sich zu viel Zeit Er fallen schlägt hier. auf D6, das. Ja, das ist einfach ein schlechtes Endspiel letztendlich. Das ist. Ja, wahrscheinlich ein schlechtes Endspiel, wobei der Turm auch noch relativ aktiv sein könnte. Aber da B6 Schach gefällt mir Er sehr will nicht gut. tauschen. Und hier ist einfach der Läufer deutlich stärker als der Springer, weil der Springer hat keine Ja. Stützpunkte und der Läufer schön über beide, über das ganze Brett an beiden Flügeln. Turm D8 könnte man jetzt machen. Aber die weiße Dame ist unangenehm. Turm D8 macht er. Okay. Dame F4 ist irgendwie der einzige. Die Dame muss weg. Er hat doch keine vielen Felder, ne? Also, meine, was Ja, tut er groß E7 jetzt? würde auch gehen. Ja. Stimmt. Ja, Läufer D6 ist nicht gut, Katzen schenken, weil das haben wir gerade erklärt. Schwarz hat einfach die bessere Struktur und eine bessere Leichtfigur. Ja gut, auf der anderen Seite, sonst hätte Weiß einfach einen Bauern weniger gehabt. Das wäre auch nicht so optimal gewesen. Dame F4. Okay. Problem ist die Zeit. Er denkt zu lange nach, er ist wahrscheinlich nervös. Nach dem schnellen Beginn hat er jetzt für die letzten 6, 7, 8 Züge unglaublich viel Zeit verbraucht und Ja. Ja. Okay, man muss ein bisschen aufpassen auf den Punkt F7. Er tauscht jetzt aber auf D1, gibt die D-Linie her. Man könnte jetzt auch Turm D8 folgen lassen, um weitere Figuren zu tauschen. Und Remis reicht ja auch, ne? Also das muss man sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Das weiß Keops sicherlich auch. Remis reicht Vielleicht für den Sieg. Turm B1 hier den Läufer fesseln mit Weiß. Wobei die Grundreihe auch ein bisschen schwach wäre. Das heißt, ich könnte einfach die Dame nach C5 ziehen beispielsweise. Nee, das kannst du nicht wegen Springer G1, ne, oder? Ja, aber ich decke ja G1 auch mit der Dame nochmal. Hä? Also du willst Turm D8 machen jetzt, Turm oder? D8 jetzt, Turm B1 Dame C5. Ach genau, ja.
Dame C5 jetzt direkt wäre auch möglich, aber weitere Figuren tauschen den Turm ins Spiel bringen eigentlich sehr sinnvoll. Spannung pur. Lass dir Zeit, Cheops, lass dir ein bisschen Zeit, ja, damit, das ist wichtig, lass dir Zeit. Er kann auch einfach Dame A5, ne, wollte ich gerade sagen, einfach den Bauern angreifen, ich meine. Okay. E5 geht auch nicht. Ja, wahrscheinlich Dame A5 auch Er muss vernünftig. jetzt irgendwie H4, keine Ahnung, H4, H5 einfach da irgendwie angreifen. Springer G3, Turm D7, H4, versuchen. H5 ist ein guter Plan. Ja. Ja, Auch ein irgendwie Luftloch zu sowas. machen für den König, hier irgendwie die Sache zu verkomplizieren. Aber solange der Läufer auf der Diagonale ist, kann da eigentlich kaum was passieren für Schwarz. Und das sind jetzt alle Schwächen, die Bauern hier. Und die kann Schwarz irgendwie gerade besser angreifen als Weiß. Decken. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Meine Güte. Er zieht nicht, ey. Was ist Turm los? B1. Jetzt kann man trotzdem schlagen auf A4, weil Turm schlägt B2, Ja, Turm Dame A1. B1 so Ah ne, ist. Quatsch, Dame C1, Dame C1. Puh. Ja, aber trotzdem, ich meine. Na egal. Läufer E5, guter Zug mit Tempel und Läufer weggezogen, Vor allen sehr Dingen schön. schnell, ne? Vor allen Dingen schnell. Ja. Dame G5 jetzt. Wenigstens fesseln das Ding. Dame G5. Er zieht nicht mehr. Also er ist. Ja, die Zeit wird hier den Unterschied machen auf jeden Fall. Also die Stellung ist natürlich auch schlecht für Weiß, aber die Zeit ist das größere Problem. Gerade der Springer, hier sieht man das sehr schön. Der Läufer ist deutlich stärker als der Springer. Das ist zu passiv, weil Schwarz kann einfach den Bauern A4 nehmen, wenn er will. Aber die Zeit ist das größere Problem, weil er einfach extrem langsam gespielt hat irgendwann. Gut, den Bauern kann man nehmen. Ist kein Problem, er macht erstmal Turm D8. Okay, er muss den Springer irgendwie, Springer G1, Springer F3 wäre eine Möglichkeit, Ja, der aber Springer ist so schlecht er zieht nicht, auf es ist E2, einfach. G3. Ja, es ist schwierig, weil man weiß, also eigentlich kann hier Weiß nichts retten bei der Zeitsituation. Ne? Also die Fehler müssen kommen bei 10 Sekunden eigentlich auf der Uhr. Aber okay, noch ist nicht um. Noch ist Er nicht um. stellt doch keine Drohung. Turm F1, Dame F3 wäre noch eine Idee, ne? Er stellt keine Ja. Drohungen auf. Der Bauer ist eingenommen, eingesackt. Dame C5? Ne, geht auch nicht. Ah, es ist alles schwach. Jetzt Dame steht E4 und Game over. Ah ne, der Turm auf D8 hängt auch noch. Aber Ja, aber ist der Schach, ist der Schach. es ist erstmal Schach, aber den Springer auf E2 dürfte man nicht unbedingt, sollte man nicht unbedingt schlagen. Damit könnte man auch. Muss nicht. Und Cheops 60 hat die Ruhe weg hier. 1 Minute 20 auf der Uhr. Turm E8. Gut, guter Zug. Dame D2. Noch ist alles verteidigt. Ja, wenn der Läufer irgendwie auf dieser G1 A7 Diagonale auftauchen würde. Aber ist nicht so leicht umzusetzen. Zwei Bauern mehr einfach. Ist objektiv sehr, sehr leicht eigentlich. Naja, Läufer B8? Wieso Ja, nicht? Läufer B8 ist ein schöner Zug, ja. Ja, Läufer Dd B8. Läufer A7. Läufer G7 ist auch gut. Springer hängt, muss er ziehen. Turm Genau, in E1. die Jetzt könnte man Fesselung Läufer rein. D4 machen. In die Das Fesselung rein. Eieiei. ja, aber es gab, glaube ich, sowieso nichts. König F2 vielleicht hätte man tun sollen. Naja, Spinnt. Springer F4 Ja, ging auch nicht. dann war Läufer D4 möglich, ja. Okay, Dame Springer F4. A4 verpasst die Chance für den Moment, aber Schwarz hat zwei Bauern mehr, plus der schwache weiße König. Die einzige Sorge, die ich mir mache, dass Cheops 60 vielleicht auch wenig Zeit hat. Dann könnte noch was schief gehen hier. Bis dahin sollte er es eigentlich klären oder weiter schnell spielen. Dame B5, okay. Springer F4. Tauscht jetzt die Türme. Eigentlich weiter tauscht. Ist nicht schlecht für Schwarz. Läufer D4 Schach. König Okay. weg, komm. Aber der König Springer weg. ist eine trickreiche Figur. Oh, F3. Uiuiui. Uiuiui. Der Springer ist eine trickreiche Figur. Ja, aber er hat ja kaum. Was will er denn noch ziehen? Dame E8 wird geschlagen auch noch. Ja, C5 ist ein guter Zug. Ja. Dame Mach mal C6. Dame E4. Dame Dame E4 E4 oder ist ein so. guter Zug. Aber Springer zieh D5. was bitte. Springer D5 ist. Oh, fast. C4, C4, Oh, Springer C4. E7 Oh. droht. Springer E7 droht. Springer Bitte. E7. Ich weiß, Bitte ich pass weiß. auf. Bitte pass auf. Sehr gut, Dame E6. Sehr gut, Hat er sehr gut. gesehen. Und jetzt muss er tauschen, dummerweise. Ja, das muss er echt tauschen, ne? Er zieht nicht mehr. Okay. Naja. Ach Gottchen, ey. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Danke. dritten Sieg hintereinander. Ne, vierten Sieg hintereinander. Dritten Sieg Dritten, dritten, hintereinander. dritten. Heieiei. Aber das war wieder eine richtig knappe Kiste hier. Aber das Niveau war sehr stark heute, muss ich sagen. Ja, Das auf war ein jeden sehr Fall. gutes Das Niveau. Niveau, also man sieht auf jeden Fall bei uns Sub zu sein, das macht sich bemerkbar in der Spielstärke. Ne? Also für alle, die noch nicht gesubbt haben, bei The Big Greek und mir.
Also wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann ist das auf jeden Fall ein wesentlicher Schritt, ein wesentlicher Faktor. Ihr habt es gesehen hier. Okay, Unglaublich. wow, ja. Unglaublich. Das gibt's doch nicht. Schon wieder verloren. Aber Also. es war echt ein umkämpftes Match bis zum Ende. Es hätte auf jeden Fall auch anders ausgehen können. Aber ich würde mal sagen, wir hatten keine, vielleicht mag ich mich täuschen, aber wir hatten keine Partien, die so komplett unverdient gewonnen wurden. Oder Nee, fällt dir da das war eine ein? heute wirklich qualitativ im Prinzip fast schon das beste Match, ne? Also wenig Fehler. Also im Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal war ja echt unglaublich, was da teilweise passiert ist. Mit Turm B3 und Läufer H3 Geschichten. Aber heute waren keine großen Fehler. Ne? Das war alles sehr, sehr gutes Schach heute, muss ich sagen. Also von allen Spielern haben gut Zeit gelassen. Genau. Meistens ist die Zeitnot. Ne? Meistens ist die Zeitnot, wenn wenig Zeit ist, dann kommen die Fehler halt. Ne? Das ist ja normal. Das ist bei uns gar nicht anders. Ja, und damit haben meine Subs sich etwas verdient, Ja? nämlich eine simultane Partie gegen dich. Und zwar hatten wir gesagt, 20 gegen 20 möchtest du spielen, oder? Ja, hatten wir ja gesagt, ne? 20 Subs. Du musst die Subs aussuchen, ne? Das ist dein Job. Ja, Und ich würde schon die haben. sagen, dass es sinnvoll ist, wenn es auf jeden Fall die 16 sind, die hier jetzt gespielt haben, weil die haben es sich ja erarbeitet, ne? Und dann Ja. können noch 4 dazukommen. Und genau. Und dann. Als Tag schlage ich jetzt schon vor, warte. Nee, sprechen wir nochmal ab. Okay, Ich sprechen wir spreche ab, ich gebe das dann sprech ab. weiter und dann ja, sagen, geben wir das durch, wann das ist und so weiter. Ja. Und du meinst, es kann eine bestimmte Schachvariante auch sein oder einfach normales Schach? Nee, das sollte. Danke, Good Boy, Mr. Pickles. Bedanke ich mich gleich nochmal. Ne, die können sich alle eine Schachvariante aussuchen, von den auf Lee Chess möglichen Varianten. Aber da müssen sie sich ja erstmal einigen auf eine, ne? Also. Moment mal, stimmt. Ich kann ja nicht unterschiedliche Varianten spielen, ne, in einem Simultan. Nee, ich glaube, so weit ist Ach noch nicht. so. Ich dachte, das war so gemeint. Ah. Nee, die müssen Ja, sich erstmal okay. einigen auf eine. Ich Ah, glaube, okay. so eine normale Partie ist auch in Ordnung. Dann von mir aus entweder ein normales Schach, Chess 960, Crazy House, kann ich. Okay, Ähm, ja, ich aber, spreche aber dann nochmal nicht, mit den Jungs und den ja, aber Mädels. nicht Anti-Chess, nicht Atomschach, das kann ich nicht. Und Racing Kings auch nicht. Aber Chess 960, Crazy House oder normales Schach, das kriege ich hin. Alles klar. Okay. Ja, was gibt es denn Und noch? Zelk sagt, das kann man schon machen. Ich weiß nicht, worauf er sich jetzt bezieht. Okay, müssen wir nochmal schauen und dann den Rest regeln wir dann einfach über Chat und so weiter und so fort. Okay. Doch, hier wurden mehrere Varianten gewählt. Kann jeder Spieler sich eine Variante aussuchen? Ich kann das auswählen. So, also doch. Dann nehme Abgefahren. ich, kann ich jetzt schon sagen, Lee Chess for jetzt the schon win. sagen, Standard, Crazy House, Chess 960, King of the Hill und Three Check. Die fünf Aber Sachen nehme ich. macht dich das Dann nicht können. verrückt, wenn du erstmal bei jeder Partie checken musst, was du überhaupt gerade spielst? Ja, aber wir müssen ja mal was machen, was wir sonst nicht machen. Okay, alles klar. Normales Simultan ist ja ständig am Start. Alles Das klar. mache ich. Diese fünf Sachen könnt ihr euch aus, die kann ich alle. Ja, und Okay. dann können deine Subs auch selbst entscheiden dann halt, ne, was sie wollen. Das klingt wunderbar. Schöne Sache. So ist. Bitte? Ja, ich wusste das gar nicht. Ja, Lichess ist einfach unglaublich gut. Da kann man sagen, was man möchte. Okay. Georgios, ich wünsche dir und deinen Zuschauern auf jeden Fall noch einen schönen Abend und auch schon mal ein schönes Weihnachtsfest und ein paar schöne besinnliche Weihnachtstage. Ich würde Ja, sagen, das die wünsche ich hast du mir. hier redlich verdient. Ja, du dir auch, ne? Nach diesem Jahr, ne? Erfolgreich, so mega erfolgreich gewesen für uns beide, ne? Also bei mir wird es nicht so besinnlich wegen Corona. Ich bleibe in Hamburg, fahre gar nicht weg. Okay. Ist aber auch kein Problem. Ich glaube, du Aber fährst natürlich zu deiner Familie nach ich komme Hamburg, auch nach ne? Hamburg, ne? Komme ich mal Ja, vorbei bei das dir? weiß ich. Was? Sag mal, Silvester, machst du da was? Wahrscheinlich nicht, oder? Also in kleiner Runde, ne? Es geht ja Kleine nicht Runde. anders. Ja. 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 Genau. Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und
Ja, Wahrscheinlich im nächsten Jahr dann wieder, ne? Gemeinsam Sub-Battle. ich würde sagen, das macht immer so viel Laune und ich glaube, die Leute haben richtig Spaß dabei, hier auch zuzuschauen und Definitiv. insofern machen wir es definitiv weiter. Okay. Doch, herzlichen Glückwunsch an euch. Danke. Gruß an den Chat. Super viele Leute zugeschaut. Freut mich. Ja. Glückwunsch an Niklas. Bis bald. Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, das war der große Grieche. Wow, was für ein spannendes Match. Aber wir haben es gerissen mal wieder. Drittes Mal in Folge haben wir uns den Sieg geholt. Wow. Nice. Well done, well done. Alle zusammen. Sehr stark, sehr stark. So, Zuckerschnute 71 fragt, kann man die Punkte, die man bei Leadchess bekommt, mit Elo vergleichen? Schwierig, schwierig. Also manche Leute sind einfach im Blitzschach besser, manche im Langzeitschach. Und ja, schwierig. Schwierig mit dem Vergleich. Okay. Ja. Also Leute, das war tatsächlich jetzt erstmal der letzte Stream. Es geht in die Weihnachtspause bis zum, wenn mich nicht alles täuscht, 29. Dezember. Ist erstmal Weihnachtspause, dann geht's weiter. Und deshalb gab es auch diese Woche zwei Streams. Normalerweise mache ich ja immer einen Stream pro Woche. Und genau, bis zum 29. Dezember ist Weihnachtspause, dann geht's weiter. Und ich wünsche euch natürlich allen eine schöne Weihnachtszeit. Ist natürlich dieses Jahr ein bisschen schwierig alles, ist ja klar. Aber dass ihr trotzdem ein paar erholsame Tage habt, schöne Tage habt mit der Familie oder wie auch immer ihr feiert oder vielleicht feiert ihr auch nicht und habt einfach so ein paar freie Tage, ist ja auch in Ordnung. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart heute. Wir finden jetzt noch jemanden, den wir raiden können. Das ist immer der letzte Schritt des Abends. Und mal sehen, wer da online ist, der gerne geradet werden möchte. Ich gebe jetzt schon in der Leiste Raid ein. Schon. Hat natürlich nicht zu Twitch geführt. Ja, der Kugelbuch, ne? Der Kugelbuch Gunny's World. Der wichtigste Stream im Dezember. Kugelbuch feiert die 1800. Vampire Chicken, wer ist denn Vampire Chicken? Ja, habe ich noch nie gesehen. Es gibt immer noch neue Streamer, die ich noch nie gesehen habe. Vampire Chicken, Jonathan Schranz. Ah, das ist Jonathan Schranz. Ja, aber der streamt auf Englisch. Gunny's World haben wir. Ach komm. Ich finde, der Kugelbuch hat sich das verdient. Heute die 1800 geknackt. Das ist schon. Obwohl, hat er sie doch nicht geknackt, oder? Jetzt ist er wieder drunter. Aber wir supporten mal den Kugelbuch. Und. So. So. Okay. Ach. Okay. Also Freunde, liebe Freunde von Twitch, schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Okay. Aber wir sind natürlich wieder. Ich habe gerade wieder einen Raid gemacht, als Kugelbuch wieder Nur voll ein am Problem, Verlieren nicht? ist. Ihr im Huschenbeet, Leute. Geil. Ey, Huschi, grüß dich. Ich hoffe, ihr habt Warum höre ich denn viel jetzt Erfolg Kugelbuch gar gehabt hier beim nicht? Sub-Battle. Ach so, der ist hier drin. Und danke dir, mein Bester. Grüße. Wir uns alle mal Herz hier für ein Huschenbeet reinschreiben. Komm Jetzt mal ran. fragt man sich natürlich, ist es Herz für eine ein gute Sicht Huschenbeet. oder ist es eine Wir Schwäche? sind hier gerade wieder im perfekten Endspiel. Ja. Und verlieren natürlich das Ganze wieder, ne? Na klar, man kennt's. Wir gehen jetzt hier einfach Oh Mann. fürs Putt. Jawohl. Ja, mit dem Okay, Part hat Chat, es ihr wieder nicht seid jetzt geklappt. neu. Die Okay, 100 Leute, so, die neu sind. Gerne. Freunde. Schön, dass ihr dabei wart, auch auf YouTube. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns am 29. Dezember wieder. Dann geht's weiter.